geplant? Jan, war das so geplant? Nee, nicht wirklich. Wir haben uns nach LucasArts benannt, aber weil wir irgendwie erst 10 oder 12 waren, haben wir das S vergessen, glaube Sehr gut. Wir haben keinen Ton. Wir haben keinen Ton? Ton? Doch, ich habe Ton. Die Regie hat's verkackt. Doch, wir haben Ton. Doch, wir haben Ton. Also wir haben Ton. Aber ja. was wäre der Plankenschnack ohne Probleme? Oh Jan, ich glaube im Chat steht was für dich. Holy moly. Willkommensgeschenk, würde ich sagen. Sehr gut. Ich fühle mich wie zu Hause. Wo wir gerade das Vieh sehen. Jan, erzähl doch mal einen Schlag aus der Jugend. Was habt ihr gemacht? Was hast du gemacht? Wo kommst du her? Was machst du hier? Und was hat eigentlich dieser Vieh-Spam mit dir zu tun? Ja, erstmal hallo, schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Jan Theisen, ich bin von KingArt, einer der Gründer. Ich bin hier Creative Director, das heißt, ich mache alles, was Spaß macht, also alles, was mit der Entwicklung der Spiele zu tun hat. Und ja, das Vieh wird wahrscheinlich gerade das ein oder andere Mal gepostet, weil ich quasi so ein bisschen der Vater des Viehs bin. Wir haben The Book of Unwritten Tales 1 und 2 in Viehkoniken gemacht und ich bin halt der Autor davon und habe unter anderem das Vieh erfunden. Und was wir machen, sind halt Computerspiele hier in Bremen seit fast 15 Jahren und das immer noch mit viel Spaß und Freude. Du bist tatsächlich der Erfinder des Viehs. Ich hab Gänsehaut bekommen, als er das gesagt ja, hat. Ja, ich auch. Das höre ich jetzt gerade erst. Ich muss sagen, es ging kalt runter. Ich wusste gar nicht, dass wir so prominenten Besuch haben. Und ich dachte mir, das E-Guy war der Erfinder, aber wir haben jetzt den richtigen Vater von Vieh kennengelernt. Naja, es ist, wie es meistens ist, es natürlich auch so eine Kooperation, ne? Weil ich habe es geschrieben, aber ich habe es natürlich nicht designt, sondern dann gab es wieder andere Leute, die haben sich überlegt, wie es aussehen soll. Dann gibt es wieder einen anderen, der dann die Stimme erfunden hat und so weiter und so fort. Aber ich sag mal, ich habe es mir ausgedacht immerhin. Ja. Oh, guck mal, wie schön. Papa. Papa, bist du's, Papa? Papa. Sehr schön. Was habt ihr denn eigentlich alles so an Spielen gemacht? Und das ist jetzt an alle, die zuhören, das ist super witzig. Wir haben Jan eingeladen, wegen dem Spiel Die Zwerge. Und jetzt kommt aber die Liste und dann wird euch erstmal die Kinnlade runterfallen. Weil, also ich persönlich habe mitgekriegt, dass ich alle Spiele von den Jungs gespielt habe und eigentlich nur von einem wusste. Was habt ihr alles gemacht, Jan, schon? Also wir haben schon einen ganzen Haufen gemacht. So die bekannteren Sachen von uns sind halt Book of Unwritten Tales, Vieh Chroniken. Dann haben wir ein Adventure gemacht namens The Raven, was halt so ein Agatha Christie-mäßiger Whodunit-Krimi sozusagen ist. Dann haben wir ein rundenbasiertes Strategiespiel gemacht namens Battlewalls Corners. Das war unser erster Kickstarter vor ein paar Jahren. Das ist so eine Art inoffizielle Neuauflage von Battle Isle, wem das noch was sagt. Dann haben wir, was haben wir noch gemacht? Die Zwerge jetzt gerade aktuell und oder das letzte Spiel, was wir jetzt veröffentlicht haben. Wir machen jetzt gerade die Pre-Production für ein neues Spiel, Iron Harvest. Arbeiten dann auch noch an einem unangekündigten Spiel, von dem ich noch nichts erzählen darf. Und wir haben noch einen Haufen andere Sachen gemacht. Wir haben Black Mirror, den zweiten Teil, geschrieben und einen Haufen kleinerer Spiele gemacht und Free-to-Play-Games und alles Mögliche. Wenn man sich das jetzt so überlegt, das ist ja schon eine ganze Batterie an Spiele, die ihr programmiert habt, entwickelt habt. Wie lange seid ihr denn da schon dabei? Also wie lange gibt es euch denn schon? Also wir haben mein Geschäftspartner Marc und ich haben KingArt 2000 gegründet. Im Prinzip mehr oder weniger nach der Schule. Uns war irgendwie so seit der dritten Klasse klar, wir machen Computerspiele. Und haben halt angefangen, oder das war so der große, die erste große Liebe für uns waren halt die LucasArts Adventure, dementsprechend auch immer auch KingArt und statt LucasArts. Und 2000 haben wir wirklich angefangen, allerdings, wie das so ist, niemand gibt einem zu Anfang irgendwie Geld, nur weil man gerne Spiele machen will oder Spiele entwickeln will. Deswegen haben wir erstmal
andere Sachen gemacht, irgendwie Webdesign und CD-ROMs und was weiß ich, was es damals so alles gab. Einfach nur, weil es so grob in die Richtung ging, aber eben nicht, wie gesagt, direkt Spiele machen, stand nicht zur Debatte. Dann das erste Spiel, was wir gemacht haben, war dann so 2002, glaube ich, war ein Spiel namens Murphys Gesetz, was wir damals für RTL gemacht haben. Und dann haben wir für RTL einen ganzen Haufen so ja, kleinere Community-Spiele gemacht, nannte sich das. Also Games, die im Prinzip dafür gedacht waren, die Community irgendwie auf die RTL bzw. Sport 1 Seiten zu bringen. Dann haben wir so Summer Games und Winter Games und Skispringen und was weiß ich was für RTL gemacht. Und damit ging es dann so langsam richtig los. Ihr habt Skispringen gemacht? Wir haben ein Skispringspiel gemacht, ja. Das haben wir früher auf LAN gespielt. Überflieger nannte sich das von RTL. Okay. Vielleicht, das habe ich vielleicht auch schon gespielt. Das erste, was du gerade genannt hast für RTL, das... Das Murphys Gesetz. Ja. Das ist, da haben wir insgesamt am Ende, ich glaube, 9 Teile oder was von gemacht, oder 10, weiß gar nicht. Das war eigentlich eine ganz coole Idee. Die hatten wir schon wirklich original so zur, weiß nicht, 5. Klasse oder so in der Schule. Da hatten wir die Idee, Murphys Gesetz kennt jeder, alles, was schief gehen kann, geht schief. Mhm. Und wir haben überlegt, dass das ja nicht automatisch so passiert, sondern dass da eigentlich irgendjemand was für tun müsste. Und dann haben wir halt ein Spiel gemacht, wo man eine langweilige Szene sieht. Irgendwie ein Vater kommt morgens in die Küche und isst seine Cornflakes und liest die Zeitung und fährt schließlich zur Arbeit. Und alles passiert so, wie es, also nichts Schlimmes passiert. Und alles ist einfach ganz normal. Und dann ist es quasi die Aufgabe des Spielers, dafür zu sorgen, dass alles, was schief gehen kann, auch schief geht. Und halt den Vater auf 180 zu bringen. Das heißt, man fängt an, die Umgebung zu manipulieren und man fängt an, den Kaffee zu heiß zu machen und das Spielzeugauto des Kindes auf den Boden fallen zu lassen, dass er damit ausrutscht und so weiter und so fort. Und man musste letzten Endes so eine Art Katastrophenverkettung sozusagen sich überlegen. Und das war halt damals das Konzept vom Spiel. Und dann haben wir uns halt hingesetzt und haben halt das so auf eigene Rechnung damals noch gemacht, weil wir halt gesagt haben, okay, damit beweisen wir quasi, dass wir ein Spiel machen können. Und das war dann halt ein sehr kleines Spiel. Wurde Jahre später noch so ein ähnliches Spiel mal veröffentlicht, aber dann nicht von uns. Böse Nachbarn hieß das, was im Prinzip dasselbe Spielprinzip hatte. Wow. Ja. Was für ein Werdegang. Also mit was ihr angefangen habt, das ist... ich glaube, wir, wie ich schon sagte, wir hatten, glaube ich, schon viel früher Kontakt, als wir dachten. Ich zumindest. Gab es damals denn schon den Begriff Indie-Games, als ihr angefangen habt? Also gab es sowas schon oder war alles einfach nur Game-Design und so die Abtrennung zwischen AAA und Indie, so wie sie heute halt jetzt ziemlich stark besteht, gab es sie damals? Also in der Form wie heute noch nicht, weil damals war wirklich das Hauptproblem, wie du Spiele zu den Leuten kriegst, wie du die veröffentlichen willst, weil damals gab es Steam noch nicht und ich sag mal, das Internet war, gab's zwar schon, aber war jetzt halt eben auch nicht der Ort, um irgendwie groß Spiele zu bekommen. Und ich sag mal, damals war das Hauptproblem tatsächlich die Frage, wie komme ich auf CD-ROM zu Karstadt und zu Saturn und irgendwie international in irgendwelche Läden. Und dementsprechend gab es damals einen ganzen Haufen Games-Publisher, die halt sich darauf spezialisiert hatten, physische CDs in den Handel zu bringen und die da sozusagen dann die Connections hatten und so ein bisschen die Gatekeeper da waren und dafür gesorgt haben, dass jeder, der ein Spiel verkaufen will, halt schön über sie gehen muss, damit das Ding auch in den Laden kommt. Und dementsprechend gab es nicht so richtig diese Indies-Sparte wie heute, sondern es gab halt kleinere Entwickler, die dann aber letzten Endes doch alle mit Publishern zusammengearbeitet haben. Ja. Das war dann halt für uns das erste Mal, erst 2006 oder so, oder 2007, sind wir dann halt hingegangen und haben Book of Unwritten Tales 1 ursprünglich gepitcht und haben dann aber stattdessen, oder der Publisher hat gesagt, ja, finden wir super, aber wir haben hier noch Black Mirror rumliegen, was halt ein anderes Point-and-Click-Adventure damals war, wir wollen einen zweiten Teil machen, wollt ihr den nicht machen, wollt ihr den nicht schreiben? Und dann haben wir den halt geschrieben und konnten wir dann leider nicht fertig machen, weil der Publisher dann ein internes Entwicklerstudio aufgebaut hat, die ja auch was zu tun haben mussten und so. Und dementsprechend wurde das dann nur so halb von uns gemacht. Das erste richtige Spiel, was wir dann halt bis zum Ende gemacht haben, war dann eben Book of Unwritten Tales, der erste Teil 2007 oder 2008. Der übrigens immer noch großartig ist, meine Damen und Herren. Dankeschön. Richtig gut.
Bringt ihr eigentlich, macht ihr, wo wir jetzt gerade davon gesprochen haben, macht ihr heute alles alleine oder geht ihr auch noch zu externen Firmen, die euch beim Release helfen, also Publisher sozusagen? Oder bleibt das alles im eigenen Haus? Nee, also wir arbeiten viel mit allen möglichen Externen zusammen, halt einmal in der Entwicklung. Also wir machen auch nicht alles jetzt hier selber bei uns. Wir sind jetzt in Bremen im Büro sowas bei 35 Leuten, aber wir haben halt drei Teams. Das heißt, so pro Spiel sind es dann nur 10, 12 Leute, die dann arbeiten, hier im Haus. Aber wir haben dann eben Externe, die uns mithelfen, die dann zum Beispiel Grafik machen oder die Musik komponieren oder die Soundeffekte machen oder was auch immer. Und das geben wir dann halt einfach an die Externen raus. Und das ist schon in der Entwicklung so. Und dann, wenn es an die Vermarktung geht und auch gerade an die Finanzierung der Spiele, da arbeitet man dann halt eben mit Publishern zusammen, die das Ganze dann weltweit lokalisieren und rausbringen und so weiter und so fort. Das ist relativ viel Arbeit und vor allen Dingen muss man auch relativ viel Geld in die Hand nehmen, damit eben wirklich die Dinger in die Läden kommen. Das ist halt was wir jetzt momentan einfach nicht leisten können. Also ihr seht euch eher weniger als Indie-Entwickler. Ja, es ist mal ein bisschen die Frage, wie du Indie definierst. Also ich sag mal, wir sehen uns insofern als Indie, als wir die meisten unserer Spiele die Verträge so geschnitten sind, dass wir uns nicht reinreden lassen müssen. Das ist für mich eigentlich immer der entscheidende Faktor. Ist es halt, wenn es eine Auftragsarbeit ist sozusagen, dann ist es irgendwie klar, dass der Publisher halt irgendwie das Sagen hat und sagen kann, wie er es gerne hätte. Aber wenn wir das Spiel machen und das halt ein Spiel von uns ist, dann sagen wir halt, nö, das hier ist das Spiel, wie wir es machen wollen. Und du kannst ja sagen und du kannst nein sagen, das ist eine Option, aber du kannst halt eben nicht anfangen und uns vorschreiben, wie wir es machen sollen. Und insofern sehen wir uns, was das angeht, schon so ein bisschen als Indie. Aber wer jetzt meint, Indie muss halt oder darf nur 5 Leute sein oder Indie bedeutet, keine Ahnung, es muss Pixelgrafik sein oder was auch immer, dann sind wir nach der Definition natürlich nicht unbedingt Indie. Ja, ich finde das immer schwierig zu sagen, was genau ist Indie? Also jedes Mal, wenn die Ja, es Diskussion ist. aufkommt, ne? Also liegt es jetzt am Preis? Ist nur so ein Vollpreisspiel ein AAA-Game und alles andere ist schon Indie? Oder liegt es jetzt tatsächlich am Publisher? Oder so wie du halt sagst, dass ihr unabhängig theoretisch Spiele machen könnt, nur halt erst beim Rausbringen hilft euch dann jemand oder macht das dann halt ein anderes, eine Ja, andere es Firma? ist ganz schwer zu sagen, wie man es definieren will. Ich meine, auch AAA ist auch relativ schwer zu definieren. Was heißt das? Ab wie viel Geld oder ab wann ist irgendwas AAA? Es ist halt, keine Ahnung, es gibt auch diesen Begriff so Triple E von wegen Indie, aber halt irgendwie da dann so High-End-Indie, sage ich jetzt mal. Keine Ahnung. Wir machen uns da nicht allzu viel Gedanken zu. Wir machen halt irgendwie so unser Ding und sagen halt, das sind die Spiele, die wir machen. Wer Bock drauf hat, möge sie spielen und wer nicht, dann nicht. Wie definiert ihr denn Indie? Fragen wir doch einfach mal in die Runde. Sali, wie definierst du Indie? Also ein Indie-Spiel für dich selber jetzt. Für mich war jetzt Book zum Beispiel gar kein Indie-Titel. Ich weiß nicht, Indie-Titel sind von kleinen Studios. Ich weiß es gar nicht. Was ist für mich ein Indie-Spiel? Ja, eben. Ich habe letztens gedacht, ich hätte einen Indie-Titel genannt und dann war das gar keins. Was war das mit Was diesem war das? Garnmännchen da? Ach so, Das war gar Yarm, keins. Yarm, ne? Ja, Oder sowas. Yarn. Also es ist, ich weiß nicht, ich glaube, das kann man heute nicht mehr so gut. Finde mal die. War das nicht wenn der gleiche Publisher ist, wie wenn, ich hatte das irgendwie nachgelesen, was Indie eigentlich heißt, weil wir das Thema hatten, zum Bretter des Jahres. Da hatte ich nämlich ein paar Sachen aufgeschrieben, wie zum Beispiel Absur und Absü. So, und das ist ein Indie-Titel zum Beispiel. Unravel hieß das Spiel. So. Unravel, ja. Kleines Budget, oder? Kle Kleines Budget, ja. kleines Budget, kostet Aber auch etwas es gibt ja weniger. keine richtige Definition für, weil, ich sag mal, einige Indie-Spiele, die man so als Indie-Spiel laufen lassen würde, ich sag mal, was weiß ich, The Witness zum Beispiel, das letztes Jahr rausgekommen ist, das hatte eben auch ein Budget von, keine Ahnung, 5 Millionen oder 6 Millionen Dollar. Das ist dann halt eben auch schon die Frage, okay, ist das noch ein kleines Echt? Indie-Spiel? Das ist deutlich mehr als. Wow. Als Zwerge oder Baud gekostet haben. Und ich finde immer diese Definition nicht schlecht. Wer hat das letzte Wort? Und ich sag mal, wenn das letzte Wort beim Entwickler liegt und der Entwickler sozusagen selber
festhalten kann oder selber entscheiden kann, wie sein Spiel aussehen soll, ohne dass er sich reinquatschen lassen muss von einem Publisher, dann ist das für mich irgendwie Indie. Nur nach der Definition ist dann halt, keine Ahnung, Star Wars auch ein Indie-Film, weil das sich halt auch nicht hat reinquatschen lassen müssen. Ist halt schwierig. 5 Millionen hast du gerade gesagt? The Witness. The Witness? The Witness, ja. Wow. Ja, hat wahrscheinlich alles Jonathan Blow selbst reingepumpt. Rechnet. Ne? Ja. Aber der hat ja auch viel Erfolg gehabt mit Braid. Genau. Und wenn er das sagen, Geld der kann sich leisten. Das ist nicht so das Problem, glaube ich. Richtig. Wow, ich hätte nicht gedacht, Spielen dass das... Manche Spiele sieht man es auch nicht an, ne? Nee. Also da hätte ich bei weitem nicht gedacht, dass die Produktion 5 Millionen gekostet hätte. Ich jetzt auch ja, nicht. Aber bei Witness unterschätzt du, wie viel Polish, glaube ich, dahinter steckt. Also... die ganzen Rätsel da unterzubringen, ist vielleicht nicht das große Problem, aber ja, es aber ist schon ein... Ja, aber ich bin ja Endkonsument. So dieses Spiel fängt halt wirklich an von Anfang bis zum Ende und es hat halt diesen Flow, den es haben muss und schon... Das war ja auch nicht, das war ja nicht, es sieht einfach für einen Laien, für einen Außenstehenden, der einfach das Endprodukt benutzt, sieht das für mich jetzt nicht wie, ich meine, 5 Millionen, das ist schon holy moly, ne? Das ist ein Sümmchen. Aber ich glaube, es ist völlig die Menge an Polish, die reinfließt. Man merkt solchen Spielen manchmal nicht an, wie viele Versionen nicht funktioniert haben oder wie viel man nicht sieht im Spiel sozusagen. Wobei auch da, wir hatten vorhin das Thema mit Broken Age, dem Adventure von Tim Schafer. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Das Ding war auch relativ teuer und den sieht man es vielleicht auch nicht unbedingt an. Yep. Wir haben im Vorfeld eben kurz über Adventure gesprochen und dann ging es halt um Deponia und Book of Unwritten Tales und so. Und ich sag mal, alle Deponia-Teile und alle Book of Unwritten Tales-Teile zusammen werden nicht so teuer gewesen sein wie Broken Age. Heißt deswegen nicht, dass Broken Age irgendwie, keine Ahnung, so viel teurer ist oder so, sondern es ist halt einfach, wie wird das Geld ausgegeben und wie viel landet am Ende auf dem Schirm sozusagen und wie viel landet irgendwie im Papierkorb, ne? Ich muss halt mit reinrechnen, wie viele Jahre das in der Produktion steckt, wie viele Leute daran arbeiten. Und am Ende sehen 5 Millionen vielleicht gar nicht mehr so viel aus. Nee. Wenn du das alles runterrechnest. Das ist ja auch immer das Problem bei diesen ganzen Kickstarter-Kampagnen. Die Leute sehen halt diese Millionen dann am Ende da stehen oder diese 100.000 und überlegen nicht, dass da vielleicht auch 10, 20 Mann dahinter setzen. Es muss alles vertont werden und alles. Die wollen auch alle bezahlt werden und wollen auch alle essen. Und, wenn das halt über 4, 5 Jahre dann geht, die Produktion, dann wird das Geld auch schnell wieder knapp. Also. Ich meine, man kann das ja relativ leicht überschlagen, wenn man halt sagt, okay, da sitzen 20 Leute, sagen wir jetzt mal, an der Entwicklung eines Spiels. Ja. Und sagen wir, einer von diesen Mitarbeitern kostet durchschnittlich, wenn man jetzt Gehalt reinrechnet und die Arbeitgeberanteile und die Hardware und die Software und den anteilig das Büro und anteilig den Anwalt und was ich was alles zugehört. Sagen wir mal, die kosten 5.000 Euro einer im Monat und sind das halt bei 20 Leuten und 5.000 Euro, 100.000 Euro im Monat. Mhm. Und wenn du dann halt 3 Jahre reingesteckt hast, dann bist du halt bei 3,6 Millionen Euro. Insofern ergeben sich natürlich solche Zahlen. Ne? Mhm. Und 20 Leute ist jetzt halt auch nicht super viel für ein Spiel. Ne? Ist jetzt zwar auch schon nicht, auch wieder da, keine kleine Indie-Sache dann mehr im Zweifelsfall. Aber ich sag mal, es ist schon jetzt auch keine Größenordnung, die meisten Spiele sind schon in so einer Größenordnung, wo halt ist mal 20 Leute dran sitzen, ne? Ja. Also selbst in den kleineren Spielen. Und wenn wir jetzt von Assassin's Creed oder sowas reden, dann sitzen da auf einmal 500 Leute dran. Also das ist dann eine ganz andere Größenordnung. Wie viel Leute arbeiten bei euch? Darfst du darüber reden? Ich denke, ja, oder? Klar. Wie viele Leute arbeiten bei euch? Also insgesamt so ungefähr 35 hier bei uns vor Ort und nochmal ungefähr dasselbe extern, halt externe Grafiker, Animatoren und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt Zwerge zum Beispiel nimmt, bei Zwerge haben hier vor Ort sowas bei 12 oder 13 Leute dran gearbeitet und vielleicht 15 oder so externe. Also das heißt, das ist dann auch so knapp 30 Leute, nicht ganz, die halt, ich sag mal, längere Zeit im Projekt arbeiten. Und dann gibt es natürlich so bestimmte Leute, die einfach nur für sehr kurze Zeit dabei sind. Also jetzt irgendwelche Sprecher oder irgendwie, keine Ahnung, die Musikaufnahmen sind dann halt in einem Tag oder sowas. Wenn man alles dazu rechnet, also wer jemals sozusagen irgendwann mit dem Spiel zu tun hat und irgendwas bei dem Spiel mitgemacht hat, dann sind es vielleicht, keine Ahnung, 200 Leute oder sowas.
Slappy, wie ist eigentlich deine Definition von Indie-Titeln? Weil die Frage hatten wir gestellt, wir beide hatten noch nicht geantwortet. Ich gehe mal von Fall zu Fall, ehrlich gesagt. Ich weiß es selber nicht, das ist so wie mit Indie-Musik. Irgendwann haben die in der Musikbranche angefangen, mit Indie halt Geld zu verdienen. Und dann konntest du es halt nicht mehr Indie nennen. Und heute ist Indie alles so Hipster-mäßige, was irgendwie in die Charts kommt. Weil Indie halt cool klingt. Und das ist bei Spielen noch nicht ganz so. Es ist halt schwierig. So siehst du jetzt zum Beispiel einen Planet Coaster als Indie-Titel. Ich würde so vom Feel sagen, es fühlt sich irgendwie an wie ein Indie-Titel, aber dahinter steckt Frontier. Und ja, dann ist es halt schon wieder schwierig. So steckt dann noch ein Publisher dahinter. Ich weiß es nicht. Ich kann es mittlerweile echt nicht mehr definieren. Ich glaube, es konnte auch nie definiert werden. So. Es gibt einfach nicht mehr diesen Markt, wo du einfach Spiele AAA und Indie nennen kannst, weil es gibt auf jeden Fall so Spiele, die rein Indie sind. Nimm zum Beispiel, wie hieß das nochmal, das, obwohl das auch von Chucklefish zum Beispiel rausgebracht worden ist, hier von Limbo? Bitte? Limbo? Nein, nicht Limbo. Nein. Bei Limbo wäre auch noch so. Das ist seltsam, das ist das Erste eigentlich, woran ich immer denke, wenn wir von Indie sprechen. Ja. Ist das mein. Ist Limbo ein Indie-Titel? Ja. Aber da musst du dich fragen, ist Inside noch ein Indie-Titel? So. Weiß ich nicht. Aber Limbo. Aber es ist vom gleichen Entwickler. So. Weißt du, und dann, ja, das wurde halt auch auf der Konsole rausgebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Regal steht. Das könnte man auch noch sehen, sagen. Steht es im Laden im Regal oder wird es nur über Online-Portale verkauft? Könnte man jetzt auch sagen, dann ist es Indie. Aber so ganz so einfach ist es halt nicht. Von daher, ja, keine Ahnung. Ist schwierig. Ich habe mir nach dem Gespräch einfach gesagt, für mich ist alles AAA jetzt. Für mich ist das jetzt alles AAA. Fertig ist. Ich meine, wie nennt man denn das dazwischen? Entschuldigung, aber wie nennt man das dazwischen? Das Ding ist halt, ich glaube, du kannst es ja nie wissen, weil wenn du jetzt zum Beispiel. Ich glaube, man sollte das gar nicht irgendwie in diese Schubladen packen. Und ich finde es auch gut, dass Jan da jetzt ein bisschen Licht reingebracht hat in das Ganze. Weil wenn wirklich The Witness, hätte ich jetzt gesagt, wäre nicht so ein großer Titel gewesen. Also, dass da so viel Kontingent hinterhängt. Und es ist einfach wirklich krass. Und du siehst das halt einfach gar nicht. Und ich glaube, also ich meine, vor einer Weile hättest du sagen können, okay, es ist vielleicht die Grafik oder so, oder vielleicht die Vertonung, dass du das damit reinstecken kannst. Aber ich glaube, die Definition ist einfach, du kannst es nicht mehr definieren, weil es einfach ein Stil geworden ist oder ein Stilmittel und auch große Studios, sage ich mal, auf diese Stile zurückgreifen und da weitaus mehr Kontingent drin steckt. Wenn ich mir Mafia angucke zum Beispiel vom Grafikkartenstil, vom Grafikstil, ist es ja auch nicht unbedingt das High-End-Zeug und man könnte jetzt sagen, es sieht leicht wie The Witness aus vom Stil her, dieses verwaschene, Comic-artige. Von daher für mich ist alles AAA jetzt. Ich glaube, es vermischt auch einfach immer mehr. Das ist halt irgendwie so dieses, ich sag mal, vor ein paar Jahren gab es halt einfach entweder nur diese Riesenstudios oder falsch. Ich sag mal, du hattest halt irgendwie als Indie oder als kleiner Entwickler halt keine Chance, auch nur ansatzweise so auszusehen wie einer der Großen. Und ich glaube, das ist mittlerweile etwas anders geworden. Also ich glaube halt, es gibt immer noch ein paar so AAA High-End-Spiele, die halt einfach unfassbar gut aussehen, wo man nicht so richtig rankommt. Einfach aus Aufwandsgründen. Aber ich sag mal, es gibt halt auch einen Haufen Spiele von kleineren Entwicklern, die sehr gut aussehen und gleichzeitig halt Spiele von größeren Entwicklern, die nicht so stark aussehen. Und ich glaube, da gibt es mittlerweile auch einfach Überlappungen so. Insofern, ich glaube, das hat sich so ein bisschen. Aber ich weiß auch nicht, wie wichtig das ist, ehrlich gesagt, weil was heißt es? Ist es Indie, ist es AAA letzten Endes? Ist es ein gutes Spiel oder nicht? Wenn es ein gutes Spiel ist, dann passt das und ist egal, woher es kommt. Meine Meinung nach. Ich habe den Faden irgendwie verloren. Wie lange habt ihr, genau das wollte ich fragen, wie lange habt ihr denn an die Zwerge gearbeitet, wenn du das, wenn du darüber reden darfst? Ich weiß es ja nicht. Ja, klar. Also wir haben, lass mich überlegen, das verschwimmt immer alles sofort. Sobald ich damit durch bin, ist es irgendwie alles wieder weg. Wir haben einen Kickstarter gemacht, vorletztes Jahr im Sommer.
Und zu dem Zeitpunkt, also irgendwie so im August oder September, und zu dem Zeitpunkt haben wir so 6-7 Monate dran gesessen. Also sprich, nicht ganz 2 Jahre, 20 Monate oder irgendwie sowas. So vom ersten Anfang, bis das Spiel dann wirklich im Laden stand. Und das ist relativ kurz für so ein Spiel, weil normalerweise würde ich sagen, würde man eher so 2,5 Jahre, 3 Jahre für so ein Spiel, denke ich, rechnen. Bei uns war es jetzt halt ein bisschen unter 2 Jahren, was aber eben auch damit zu tun hatte, dass wir das Spiel teilweise selber finanziert haben und halt eben auch über Kickstarter finanziert haben und dementsprechend eben auch nicht, ich sag mal jetzt so die, den finanziellen Background hatten, dass wir halt sagen können, hätten sagen können, ist egal, hängen wir noch ein halbes Jahr dran oder hängen wir noch ein Jahr dran und machen noch weiter so. Die Zwerge würde ich persönlich, also wir haben ja von euch da Material gekriegt. Wir würden, glaube ich, den Trailer mal einspielen, wenn die Regie dafür jetzt gerade bereit ist. Ich weiß das nicht. Haben wir, können wir das? Okay. Wir werden uns das kurz mal angucken zu Zwerge. Und dann könnt ihr euch mal ein Bild machen und dann werden wir, glaube ich, explizit mal so in die Zwerge reinspringen und kurz mal darüber reden. Weil das ja kürzlich auch gespielt wurde. Und dann können wir uns das mal angucken. Hol sie dir und halt sie dieses Mal gut fest. Vrakas hat uns aus Stein gemacht, um das geborgene Land zu schützen. Gegen Orks, Oger und alle anderen Scheusalen Tions. Wir sind die Hüter des geborgenen Landes. Wir sind die Kinder des Schmieds. Wir sind die Zwerge. Bleibt auf euren Posten! Seid so standhaft wie der Granit, aus dem wir gemacht sind! Nichts kann uns brechen! Vrakas ist mit uns! Metal. Metal, Leute. Die Musik ist sehr... Richtig gut. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also auch beim ersten Mal schon. Das, naja, wie soll ich sagen? Es ist doch sehr ruppig, wenn man das so mit dem Spiel selber vergleicht. Das ist so eine Art von Trailer, ne? Das ist schon... Also ich bin ja da sehr empfänglich für Trailer. Und für mich ist das schon so... Spielen muss... Ja, wir hatten überlegt, was wir machen. Und normalerweise machst du halt bei so Fantasy-RPGs natürlich die klassisch Herr der Ringe, Bombast, Orchestermusik. Und die haben wir ja auch im Spiel. Aber wir haben halt irgendwie gedacht, ach, für einen Trailer irgendwie wäre es witzig, so ein bisschen auf die Fresse Mucke zu haben. Und das hat sich dann auch angeboten. Hat sich nachher ja sogar noch dann irgendwie verselbstständigt, weil wir dann ja beim während des Kickstarters irgendwie drauf gekommen sind, dass Blind Guardian Zwerge-Fans sind. Und dann haben wir ja noch mit Blind Guardian zusammen ein Lied aufgenommen für Zwerge, was aber nicht geplant war und irgendwie dann so sich ergeben hat. Und insofern irgendwie Metal und Zwerge passt, glaube ich, ganz gut zusammen. Haben die sich ja bei euch gemeldet? Bitte? Haben die sich bei euch gemeldet oder habt ihr die gefragt? Ja, das kam irgendwie über Markus Heitz, den Autor, zustande. Wir hatten... Oh, wie cool. Ich weiß nicht ganz genau, wie. Also die hängen irgendwie zusammen. Also Markus Heitz und Blind Guardian, die sind befreundet und die machen irgendwie zusammen eine Live-Show, keine Ahnung. Und Markus hat da halt irgendwie darüber berichtet, dass die sich kennen. Und Julian hier bei uns, einer, der halt für den Kickstarter mit zuständig war, ist halt riesen Blind Guardian-Fan und hat sofort, Moment, Blind Guardian, können wir da nicht irgendwas machen? Und hat dann irgendwie da den Kontakt hergestellt und hat halt irgendwie ursprünglich eigentlich, hat er gefragt oder hat sich halt gedacht, naja, vielleicht könnt ihr uns irgendwie
machen die einen Shoutout oder vielleicht, keine Ahnung, wenn wir ganz viel Glück haben, können wir irgendwie ein Lied von denen benutzen oder so. Und dann hat sich das aber so ein bisschen hochgeschaukelt und irgendwann haben wir dann halt mit Blind Guardian zusammen ein Lied aufgenommen und das ist jetzt unser Endcredits-Lied. Richtig gut. Ja. Darf ich fragen, wie eng... Ja, mach zu. Wie eng habt ihr mit Markus Heinz zusammengearbeitet? Also das... Kann man da... holt man sich dann Feedback beim Autor? Ist das möglich? So, wir haben das und das geplant. Also wie nah hält man sich da ans Buch? Oder habt ihr euch ans Buch gehalten? Ja. Also das war jetzt das erste Mal, dass wir ein Spiel zu einer bekannten IP gemacht haben und halt zu einer Story, die es schon gab. Und wir hatten da erst ein bisschen Bedenken, weil man hört so Horror-Stories von irgendwelchen Romanautoren, die halt irgendwie bei den Filmumsetzungen irgendwie ein Wort mitreden wollen und letzten Endes kommt halt nur Murks raus und ne, so, keine Ahnung, wir waren so ein bisschen, naja, wie wird das wohl? Wir haben dann aber Markus getroffen und der hat halt sofort beim ersten Treffen gesagt, pass auf, ich habe das Buch geschrieben, damit kenne ich mich aus, ihr macht das Spiel, damit kennt ihr euch aus. Wenn ihr Hilfe braucht, stehe ich gerne zur Verfügung. Wenn ihr Fragen habt, beantworte ich die, aber ich werde mich nicht einmischen, wenn ihr nicht wollt, sozusagen. Und das war uns schon sehr wichtig, weil wir letzten Endes gesagt haben, okay, wenn wir da so viel Zeit reinstecken und auch letztlich Geld reinstecken, dann müssen wir halt irgendwie sicher sein, dass das nicht am Ende in irgendwelchen Eitelkeiten oder was auch immer scheitert. Und das hat sich halt ergeben, dass es halt jetzt mit Markus wirklich super, einfach super war, weil der halt genau das gemacht hat, was er versprochen hat, nämlich er stand immer bei Gewehr bei Fuß, wenn wir irgendwie ihn brauchten, hat aber gleichzeitig und hat uns auch mal Tipps gegeben, wenn wir sie haben wollten, aber hat sich halt eben ansonsten rausgehalten und uns halt nicht, ist uns nicht auf die Nerven gefallen. Und die Zusammenarbeit lief super gut, also wir haben ihm Sachen rübergeschickt, haben halt eine Meinung gefragt, haben einen Concept Art von einem Charakteren rübergeschickt und solche Geschichten. Er hat dann auch wegen des Kickstarters einen komplett neuen Charakter erfunden, den man halt mitnehmen kann in der Gruppe. Er hat auch eine Quest geschrieben und hat halt irgendwelche PR- und Marketing-Geschichten mit uns gemacht, war mit uns auf irgendwelchen Messen und so und das lief wirklich alles optimal. Als Hintergrundinfo, es war eine Buchreihe von einem deutschen Autor, das Die Zwerge hieß. Und euer Spiel, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, basiert auch auf dem ersten Buch. Genau, richtig. Also das ist eine fünfteilige Serie und das Spiel oder die Main Quest, wenn man so will, des ersten Spiels ist im Prinzip an die Story des ersten Romans angelegt. Und Zwerge sind in Deutschland super erfolgreich. Also es ist, weiß gar nicht, 4,5 Millionen Mal oder sowas verkauft. Und Markus ist so der, eigentlich der deutsche Fantasy-Autor so in den letzten 10 Jahren oder sowas gewesen. Und für uns war es halt damals so ein Ding, ich hatte die Zwerge vor, keine Ahnung, 7 oder 8 Jahren oder sowas das erste Mal gelesen. Und hatte mir damals schon beim Lesen gedacht, das ist eigentlich von der Struktur her, würde das voll gut für ein Computerspiel passen, weil du hast so diese Struktur, wo du halt irgendwie eine Heldengruppe hast, die immer größer wird und es kommen immer neue interessante Helden dazu und du hast so ein bisschen dieses Story, Schlacht, Story, Schlacht, Story, Schlacht, was halt sich für ein Computerspiel super eignet. Aber ich habe damals noch nicht weiter darüber nachgedacht, es war mir halt nur so aufgefallen. Ja. Und wir hatten dann irgendwann vor 2, 3 Jahren uns halt mal überlegt, okay, was könnte man so für ein Kampfsystem entwickeln, was vielleicht irgendwie, was es noch nicht so häufig gab, was irgendwie interessant ist. Und dann sind wir halt so drauf gekommen, hier so Herr der Ringe, Schlacht von Helms Klamm, ist es nicht irgendwie voll cool, wenn du so ein paar Helden hast, die gegen super viele Gegner kämpfen? Wäre das nicht irgendwie was, dass man sagt, okay, du hast eine Handvoll Helden und da stehen aber hunderte Gegner denen gegenüber und musst da halt durch diese Gegnermassen durchschnetzeln? Und das war halt so die Grundidee. Und dann kam irgendwann so, ja, stimmt, das ist eine Idee, aber haben wir jetzt eine eigene Story zu oder gucken wir, ob wir das, keine Ahnung, auf Dungeons and Dragons basieren lassen oder auf Schwarze Auge oder was könnte man mal machen? Und während wir da gerade so ein bisschen am Überlegen waren, hat einer unserer Game Designer das Brettspiel für die Zwerge designt. Und deswegen hatte der halt einen Kontakt zu Markus Heitz und die haben halt miteinander gesprochen. Und Markus hat halt erwähnt, dass er es voll cool finde, wenn es mal ein Computerspiel zu die Zwerge geben würde. Und so haben wir dann letzten Endes 1 und 1 zusammengezählt und gesagt, okay, wir haben das Kampfsystem oder die Idee für das Kampfsystem. Zwerge ist eine coole IP, die sehr erfolgreich ist und von der wir wissen, dass sie gut als Computerspiel funktionieren könnte. Lass es einfach mal versuchen. Ja. Und so kam es letzten Endes zusammen.
Was auch auffällt im Trailer ist, ihr habt ziemlich viel Arbeit in die Stimmen gesetzt, ne? Ja, das ist so ein bisschen so ein Ding, was wir eigentlich bei allen unseren Spielen machen oder gerne machen, dass wir halt viel Arbeit in Musik und Soundeffekte und Sprache stecken, weil das letzten Endes so diese Elemente sind, die oder die einzigen Elemente in Computerspielen, die nicht fake sind. Weil irgendwie alles andere muss halt irgendwie künstlich hergestellt werden oder halt irgendwie designt werden, aber sowas wie Musik und Sprache und Soundeffekte, die können halt in Spielen genauso gut sein wie in Filmen zum Beispiel oder in Hörbüchern. Ja. Und deswegen haben wir da immer gesagt, okay, das ist uns irgendwie wichtig. Wir haben auch viele Hörbuch- und Hörspiel-Freaks hier bei uns. Und das ist dann immer so ein bisschen der Bereich, wo wir sehr viel Wert drauf legen und der auch immer super cool ist, weil ich sag mal so Sprachaufnahmen machen, im Studio sitzen und die ganzen Leute die Lieblingsstimmen aus der eigenen Kindheit oder Jugend irgendwie in der Sprecherkabine sitzen zu haben und halt irgendwie zu hören, wie sie deine Texte sprechen, das ist schon sehr cool. Wie viel Zeit habt ihr da investiert oder wie viel Arbeit war das tatsächlich jetzt so vom Spiel weg, halt die Stimmen nochmal zu vertonen? Also bei Zwerge war es jetzt gar nicht so dramatisch viel. Bei Zwerge haben wir sowas bei, ich glaube, 75.000 Wörter, so Pi mal Daumen drin. Ja. Und wir haben zwei Aufnahmesessions gehabt. Und das waren insgesamt vielleicht 8 Tage, 9 Tage oder sowas im Studio. Mhm. Für Book of Unwritten Tales 2 war es fast doppelt so viel. Also da habe ich... Das habe ich zusammen mit einem Kollegen gemacht und das waren dann allein für die deutschen Sprachaufnahmen halt sowas an fast 20 Tage. Mhm. Und ich saß mit Olli Rohrbeck, der Stimme von Justus Jonas, für, ich weiß nicht, 6 Tage oder sowas im Studio und wir haben irgendwie Wilbo aufgenommen. Ja. Das ist dann schon irgendwann, sag mal, okay, jetzt ist auch gut, aber nächstes Mal ist es wieder cool. Also, ja, und das ist natürlich dann nur Deutsch. Das Ganze wird natürlich dann mindestens nochmal für Englisch gemacht und dann kommt das Ganze nochmal. Mindestens, also steckt ja schon genauso viel Arbeit in Englisch wie in Deutsch. Ja, auf jeden Fall. Also Englisch ist halt für uns eigentlich die wichtigste Sprache, weil auf der englischen Version alle anderen Sprachversionen basieren. Ja. Also sprich, wenn wir jetzt Book of Unwritten Tales 2 zum Beispiel, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, ich glaube 10 verschiedene Sprachen oder sowas hat, dann basieren die alle auf der englischen Version, außer die deutsche Version. Dementsprechend ist es halt super wichtig, dass die englische Version rund ist, weil besser als die englische Version wird dann keine der anderen Sprachversionen. Und wenn die dann schon nur mittelmäßig wäre, dann wären alle anderen halt maximal mittelmäßig. Ja. Und das kann man sich dann halt nicht erlauben. Und dementsprechend ist halt gerade die englische Version schon sehr wichtig. Finde ich aber ziemlich gut. Also was ich davon gehört habe, ist, da können sich einige AAA-Publisher noch ein Scheibchen abschneiden bei euch. Ja, danke. Ich glaube, der große Vorteil ist halt wirklich, dass da wir halt Wert drauf legen, dass dann Leute von uns mit im Studio sitzen, die halt wirklich genau wissen, worum geht's da eigentlich und was wird da gemacht. Weil ganz häufig das Problem für die Studios ist, dass die nicht alle Informationen kriegen, die sie brauchen. Dann steht da vielleicht einfach nur ein Name und sagt Hallo. Ja, dann wie ist das gemeint? Welche Situation? Wie soll er das sagen? Soll er das freundlich sagen oder traurig sagen oder aggressiv sagen oder was auch immer? Und je weniger Informationen man hat, desto mehr muss man raten. Und dann passt es halt mal und mal passt es nicht. Ja. Ein Bekannter von mir, ein Freund von mir ist Producer schon seit vielen Jahren und der hat mal erzählt, der hat mal für ein Rollenspiel, mussten sie Sprachaufnahmen machen. Und da hieß dann, Charaktere dann sowas wie, was weiß ich, Ching Duk. Und dann wusstest du noch nicht mal, ist das ein Mann oder eine Frau? Weißt du, hast du da so einen Charakter und denkst du, ja, keine Ahnung, sagen wir mal, ist es eine Frau? Und dann weißt du nicht, wie alt die ist und keine Ahnung. Und dann ist, dass das natürlich dann am Ende hinkommt und irgendwie Sinn ergibt und irgendwie eine gute Sprachaufnahme ist dann eher unwahrscheinlich. Ja. Bam. Regie hat verhauen gerade. Wir lassen uns davon gar nicht stören. Achso. Wir lassen uns davon gar nicht stören. Das ist gar kein Problem. Wie sieht denn das aus bei euch bei den Vertonungen? Macht ihr das so, dass die jeweiligen Personen das Spiel dazu sehen oder müssen sie wirklich sich in den Charakter sozusagen einfühlen? Das ist unterschiedlich. Wenn es, oder jetzt nehmen wir die Zwerge als konkretes Beispiel. Es ist halt so, dass wir einerseits ja viele Texte haben, die sozusagen
wo es keine speziellen Animationen für gibt oder die jetzt nicht Teil einer Cutscene oder sowas sind, sondern einfach die Charaktere gehen durch die Gegend und was weiß ich, du klickst ein Objekt an und jetzt kommt ein Text, was der Spielcharakter sieht oder was er zu dem Objekt sagt. Und in so einem Fall ist es dann halt eher so, dass wir den Schauspielern oder den Synchronsprechern halt einfach nur ein Artwork des Charakters zeigen und beschreiben halt grundsätzlich, wie der Charakter drauf ist, und wir einigen uns dann mit denen zusammen auf eine Sprechweise, also hat er einen Akzent, hat er keinen Akzent, wie ist die Stimme angelegt, solche Geschichten. Und dann geben wir ihnen halt einfach die Situation und sagen wir halt, ja, in dieser Situation, das ist relativ neutral, er betrachtet das einfach nichts Besonderes. Oder halt in dieser Situation spricht er oder ruft er leicht, weil seine Kollegen halt auf der anderen Seite eines Abgrundes stehen und der ist 10 Meter breit und deswegen muss man ein bisschen rufen. Oder in dieser Situation ist er gerade gelaufen und ist noch außer Atem und muss schwer atmen, solche Geschichten. Das ist dann halt die einfach Regieanweisung, die wir geben. Und dann gibt es noch wirklich Cutscenes, wo tatsächlich sozusagen die Figuren animiert sind und halt irgendwas ganz Bestimmtes passiert. Und dann zum Beispiel wirklich die keine Ahnung, Kampfszene und dann ja irgendwelche Kampfgeräusche kommen müssen. Und dann muss halt irgendwie genau richtig getimed irgendwie ein Schmerzensschrei kommen und solche Sachen. Und in so einem Fall zeigen wir dann tatsächlich die Videos und es wird dann halt eben auf die Videos gesprochen. Was da noch ganz interessant ist, solche Videos machen wir dann im Normalfall, nehmen wir die erst in Englisch auf, weil wir dann die Lippenbewegungen und so weiter auf die englischen Sprachaufnahmen machen. Weil nämlich Amis zum Beispiel viel empfindlicher sind, was Lippensynchronität angeht, weil die es halt nicht gewohnt sind, dass irgendwas synchronisiert wird. Die sind ja gewohnt, dass alles original in Englisch gesprochen ja. wird. Und gleichzeitig ist es so, dass die deutschen Synchronsprecher halt viel besser darin sind als englische Synchronsprecher, irgendwas auf Lippen zu sprechen, weil auch da wieder die Deutschen das gewohnt sind, das machen die ständig und die Amis überhaupt nicht. Und insofern ist es halt viel simpler, das so rumzumachen, dass man sagt, okay, Amis, ihr sprecht es einfach, wie ihr meint, wir animieren das so, dass es mit euren Texten zusammenpasst. Und dann geben wir es halt den deutschen Synchronsprechern, die es gewohnt sind, Sachen auf 10 Sekunden genau zu sprechen und die sprechen es dann nochmal ein. Wollt ihr dann noch weiter international gehen oder wollt ihr euch jetzt auf Englisch und Deutsch, sage ich mal, festhalten und da bleiben? Oder wollt ihr vielleicht auch Japanisch oder sonst irgendwie so in die Richtung noch was aufnehmen für später? Also wir machen es meistens so, dass die meisten Spiele von uns sind mindestens in Deutsch und Englisch aufgenommen, aber einige auch Französisch, Spanisch, Italienisch und so. Ich glaube, Battlebots Chronos hat 7 oder 8 Sprachen, also wirklich komplette Loka. Meistens ist es aber so, dass wir nur, ich sag mal so, die wichtigsten Sprachen wirklich aufnehmen, also für die Sprachaufnahmen, und ansonsten nur die Untertitel synchronisieren. Also sprich, dass es dann halt japanische und koreanische und chinesische und russische und was auch immer Untertitel gibt, aber dann halt eben nur eine englische Sprachausgabe. Ihr habt das schon ganz schönes Pensum auffahren, oder? Also das ist doch, ihr habt das schon ganz schönes Pensum auffahren, muss ich sagen. Ja. Also, wenn man sich das mal überlegt, gerade auch mit der Vertonung, du sagst, ja, das machen wir in 2 Tage, aber das ist ja im Endeffekt, wenn man sich das mal ansieht, ist das schon eine ganze Menge. Und dass das, ich nenne es jetzt mal so zügig geht, das ist schon ordentlich, muss ich sagen. Wir sind relativ schnell unterwegs. Also wir machen immer mehrere Spiele parallel. Sind aber auch tatsächlich, gehören so eher zu den schnellen Entwicklern. Habt ihr eigentlich gewusst, dass euer Spiel Bock schwer ist an manchen Stellen? Ist euch das bewusst oder ist euch das nicht klar? Ja, es ist. Also uns war sehr schnell bewusst, dass es einige Leute Bock schwer finden, sagen wir es mal so rum. das Ding ist, wir haben hier halt vor Ort sehr viele Tester gehabt und wir hatten ja auch Alpha- und Beta-Tests mit der Kickstarter-Community zusammen gemacht. Und wir haben uns das halt natürlich immer genau angeguckt, wie leicht oder wie schwer werden bestimmte Kämpfe eingeschätzt und haben dann halt Interviews mit den Leuten gemacht und haben die gefragt, was fand ihr gut, was nicht und so weiter und so fort. Und wir sind da wieder so ein bisschen in diese Falle gelaufen, dass die Leute, die es halt hier bei uns testen und die halt hier vorbeikommen und irgendwie Fans aus der Community sind, dass das meistens eher die Freaks sind und die halt eben wirklich, denen es nicht schwer genug sein kann und die sagen, ah, mach noch mehr rein, mach noch mehr rein, mach noch mehr rein. Und dementsprechend ist es insgesamt
etwas schwieriger, als wir es vielleicht erwartet hatten, dass die Leute es finden würden. Allerdings ist es auch so, dass man so mit 2, 3 Tipps, wenn man das den Leuten gibt, relativ gut durchkommt. Ich glaube, die 2, 3 Tipps, das ist das Wichtige, dass man die mitkriegt irgendwann mal. Ich habe es auf easy gespielt. Ich frage dann nachher nochmal meinen Mann, damit der da weiterkommt. Im Zweifelsfall, du kannst ja immer pausieren. Und ich glaube, allein pausieren ist schon viel wert. Und auf Friendly Fire immer achten, das ist das andere. Und immer dafür sorgen, dass man nie Aktionspunkte übrig hat. Also oder nie, falsch, dass nie jemand volle Aktionspunkte hat. Ich glaube, wenn man die 3 Tipps berücksichtigt, dann ist es nicht mehr so schwer. Aber das ist so viel auf einmal. Ja, das sagt Stefan auch. Ja, ich sitze halt daneben und denke mir so, ich habe die Buchreihe zu Weihnachten geschenkt bekommen, in einem wunderschönen Schuber, also unglaublich schön. Und deshalb wollte ich fragen, wenn man das Buch noch nicht kennt, der erste Teil orientiert sich komplett am ersten Buch, oder? Ja. Ich sollte also, vielleicht erst wie gesagt, das Buch die, lesen. Die Hauptquest des Spiels, das ist quasi der mehr oder weniger die Story des ersten Romans. Aha. Und wir haben halt optionale oder zusätzliche Nebenquests und wir haben halt neue Sachen, zusätzliche Sachen drin, haben natürlich auch ein paar Sachen geändert, die jetzt einfach nicht gut fürs Spiel passt sozusagen. Aber ich sag mal so, die Hauptstory des Spiels ist im Prinzip die Story des ersten Romans, genau. Deshalb versuche ich da noch nicht so viel mitzubekommen, weil ich wollte erst das Buch lesen. Aber wenn ich dann da und sage zu ihm, du kannst doch Pause drücken, du kannst doch alles angucken, du musst Pause drücken und er ist dann halt mehr Pause drücken drauf. Hilft sehr viel. Und ansonsten kann ich dich vertrösten, wir arbeiten gerade an einem Content-Patch, dass es also noch neue Inhalte gibt und da gibt es auch noch an neuen Schwierigkeitsgraden, nämlich ich bin nur wegen der Geschichte hier. Und der ist dann wie gut. Nicht mehr so schwer. Oh, wie gut. Ich bin nur wegen der Geschichte hier, finde ich, ich mag solche Sätze von Schwierigkeitsgraden. Das finde ich super. Das ist gut. Papa, darf ich rausgehen spielen? Das war der beste, den ich bis jetzt gelesen habe. Da war ich so, okay. Ja, wir dürfen rausgehen spielen jetzt. Wo du gerade von dem Patch geredet hast, Jan, darfst du ein bisschen was darüber erzählen, so für die Leute, die ja, das... Ja, klar. Das ist schön. Auch kein großes Geheimnis. Wir sitzen jetzt gerade dran, noch so einen kostenlosen DLC oder wie immer man das nennen will, zu machen. Das sind einerseits sind da ein Haufen kleiner Verbesserungen drin, die wir halt so, die Community sich gewünscht hat oder wo wir mitgekriegt haben, dass Leute das vermissen, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, die Tastaturbelegung frei wählen kann und irgendwie so Kleinkram-Sachen, der Schwierigkeitsgrad oder halt irgendwelche Optimierungen, sowas. Und obendrein gibt es halt einen neuen Spielmodus, Challenge Maps, die halt im Prinzip so funktionieren, dass es halt 5 oder 6 verschiedene Maps sind, die halt verschiedene Aufgaben an den Spieler sozusagen stellen. Das kann halt sowas wie so eine Art Horde-Mode sein, dass man halt möglichst lange irgendwie einen Ort verteidigen muss oder das kann sein, dass man möglichst schnell eine bestimmte Anzahl von Gegnern töten muss innerhalb einer Mission oder einer Map oder sowas. Und das wird dann halt gespeichert und man kann sich dann den eigenen Fortschritt angucken und kann da dann halt verschiedene Stufen erreichen sozusagen, je nachdem, wie gut man es gemacht hat. Und das ist dann halt einfach so ein kleiner zusätzlicher Modus nochmal für diejenigen, die entweder die Story schon durchgespielt haben und jetzt gerne noch ein bisschen weiterspielen wollen oder halt für Leute, die dann neben der Story nochmal was anderes zur Entspannung spielen wollen, ist das dann sozusagen der neue Modus. Das hört sich echt gut an. Ja. Würde es einen Koop geben? Multiplayer? Nee, für den ersten nicht mehr. Das ist halt Multiplayer, Koop und so weiter, das ist einfach technisch was komplett anderes. Das können wir nicht mehr nachträglich reinpatchen oder reinbauen. Falls wir einen zweiten Teil machen, steht das weit oben auf der Liste. Haben sich viele gewünscht und wir finden es prinzipiell auch cool. Kann man dann also bei möglichen zweiten Teil drüber nachdenken. Sehr schön. Mal eine Frage. Wie lang ist euer Abspann von Die Zwerge? Ich habe es irgendwann aufgegeben. Wir haben ihn beschleunigt. Er war ursprünglich so an die 2 Stunden lang und ist jetzt nur noch so 40 Minuten oder so. Was auch natürlich daran liegt, dass sämtliche Bäcker, also Kickstarter-Unterstützer, da drin genannt werden. Und nicht nur genannt werden, sondern ja als verschieden große Orks oder Oger oder Golems oder was weiß ich was, durch die Szene laufen. Weil wir damals halt beim Kickstarter gesagt haben, als Gag, okay, jeder, der uns unterstützt, wird halt Teil der großen Ork-Armee und deswegen laufen halt
alle Unterstützer mit Namen, aber als Figur durchs Bild. Und bei, ich weiß es gar nicht, 6.000 oder 7.000 Unterstützern dauert das halt ein bisschen, bis dann alle einmal durchlaufen. Das ist eine schöne Idee. Ich finde die Idee voll schön. Ich gucke sonst immer alles zu Ende, aber ich habe es dann irgendwann, bei B habe ich es aufgegeben, nach einer Viertelstunde. Ich denke mir so, was haben die denn da jetzt gemacht? Laufen da jetzt alle durch? Und es gab ursprünglich gab ein Achievement dafür, wenn man es durchgehalten hat. Ich wollte gerade sagen, Mann, ich hätte es durchgehalten. Ich würde dir jetzt laufen lassen. Gab es ein Achievement für, aber ich weiß nicht mehr genau, aus irgendeinem Grund durften wir das nicht oder mussten irgendwas noch wieder ändern. Ich weiß aber nicht mehr genau, was der Hintergrund war. Ich glaube, es gibt es nicht mehr. Ich glaube, das haben wir jetzt irgendwas anderes gemacht. Aber ursprünglich war das mal die Idee. Finde ich gut. Also die Zwerge lief halt durch ein Crowdfunding. Das ist ja eigentlich ein schönes Thema, über das wir jetzt kurz quatschen könnten. Habt ihr da irgendwie Erfahrungen, also gute Erfahrungen gesammelt oder auch schlechte? Wie nee, absolut das gute. Also das war schon unser drittes Kickstarter-Projekt oder Crowdfunding-Projekt. Wir haben das erste 2013, meine ich, gemacht. Das war Battlewords Chronos, dieses Rundenstrategiespiel. Und das war halt wirklich so ein Fall, wo wir... als ich vorhin gesagt habe, dass wir mit Book of Unwritten Tales hausieren gegangen sind zu Publishern irgendwie 2005 oder sowas und halt die gefragt haben, ob sie Interesse daran hätten, hatten wir in Wirklichkeit zwei Spiele mit. Wir hatten Book of Unwritten Tales mit und wir hatten Battleworlds Chronos mit. Und wir haben gesagt, das sind die zwei Spiele, die wir gerne machen würden. Und wir haben halt original, keine Ahnung, 7 Jahre lang mehr oder weniger versucht, Battleworlds Chronos an den Mann zu bringen, weil wir gesagt haben, ja, das ist Rundenstrategie, aber da gibt es Leute, die haben da Bock drauf und die würden das gerne wieder spielen. Und das war zum Zeitpunkt, wo es wirklich, mittlerweile gibt es ja wieder einiges an Rundenstrategie-Spielen, aber damals halt wirklich so gut wie gar nichts. Und wir haben halt gesagt, lass uns das doch irgendwie versuchen, lass uns das machen. Und letzten Endes hat kein Publisher gesagt, ja, ist eine gute Idee, sondern alle haben gesagt, ja, nee, weiß auch nicht und können wir nicht, wissen wir nicht, haben keine Verkaufszahlen von anderen Spielen, keine Ahnung, geht weg. Und letzten Endes war das dann halt unser erstes Ding, dass wir halt gesagt haben, okay, wir fragen die Leute selber, hey, habt ihr Bock auf so eine Art von Spiel? Wir würden es gerne machen. Und das lief dann halt sehr gut und das war dann halt der erste erfolgreiche Kickstarter, den wir gemacht haben. Und die ganze Erfahrung war halt von vorne bis hinten super, weil erstens konnten wir ein Spiel machen, was wir gerne machen wollten. Zweitens hatten wir halt sehr früh diesen Kontakt zur Community und haben die Community sehr früh aufgebaut, super Feedback gekriegt, haben auch eine Menge coole Leute kennengelernt und irgendwie auch Leute, die, sag mal, mehr von diesem Genre verstehen als wir, weil die wirklich jedes Spiel in den letzten 25 Jahren gespielt haben, was irgendwie mit Rundenstrategie zu tun hat. Und das war halt durchweg cooles Erlebnis. Und dann haben wir gesagt, okay, super, das merken wir uns und haben dann halt ein Jahr später für Book of Unwritten Tales 2 einen Kickstarter gemacht. Und haben da im Prinzip, das war ein bisschen anders, haben in dem Fall gesagt, hey, das Spiel wird auf jeden Fall kommen, das ist finanziert und alles kein Ding. Also selbst wenn das hier nicht funktioniert, ihr kriegt das Spiel, aber wenn wir es halt schaffen würden, so und so viel Geld einzusammeln in verschiedenen Steps, könnten wir halt zusätzliche Sachen ins Spiel reinbringen oder könnten zusätzliche Sachen machen. Als Beispiel, wir wollten halt gerne mal eine echte Orchesteraufnahme machen für die Musik, weil Benny, der die Musik für uns macht, macht immer einen super Job, und aber muss es halt sozusagen rein softwaremäßig oder digital irgendwie am Rechner sozusagen machen. Wir haben gesagt, okay, wenn wir halt so und so viel 1.000 Euro extra hätten, könnten wir halt Orchesteraufnahmen machen, als Beispiel. Es gab halt noch diverse andere Sachen. Und das war dann der zweite Kickstarter, der wieder gut lief und wieder super funktioniert hat und wieder eine tolle Erfahrung war. Und der dritte war dann halt die Zwerge. Und nächstes Jahr oder dieses Jahr werden wir eventuell für Iron Harvest auch wieder einen Kickstarter machen, einfach nur, weil wir halt finden, das ist eine coole Art, Spiele zu entwickeln. Auch wenn das Geld vielleicht nicht reicht, um das komplette Spiel zu entwickeln, aber es ist zumindest, ich sag mal, ein Teil des Geldes und es ist vor allen Dingen eben auch diese Community-Geschichte, die uns einfach so wichtig ist, dass wir halt wissen, für wen machen wir das Spiel, anstatt ein Spiel zu entwickeln, so für schwarze Loch und dann irgendwann mal, nachdem es veröffentlicht wurde, zum ersten Mal Feedback zu kriegen. Das ist halt viel cooler zu wissen, okay, da sind Leute, die sind völlig hinterher und die freuen sich drauf. Ja, naja, es ist im Prinzip ein moderner Aktienhandel, ne, so gesehen. Du verkaufst halt nicht Anteile,
Also die Leute verdienen nicht daran, aber die Leute haben natürlich was davon, wenn sie halt dir Geld geben, können sich dann mit beteiligen halt, können dir Feedback geben und kriegen so ein besseres Produkt dann am Ende, von daher. Ich finde halt, es ist eine nette Win-Win-Situation letzten Endes, weil du kannst den Leuten sagen, pass auf, ihr kriegt das Spiel günstiger, als ihr das zum Release kriegen werdet und ihr habt die Chance, sozusagen bis zu einem gewissen Grad an der Entwicklung beteiligt zu sein und irgendwie eure Meinung zu sagen. Und gleichzeitig ist es für uns halt natürlich erstens zusätzliches Geld, was wir ins Spiel stecken können. Zweitens gutes Feedback, was halt beides hilft, das Spiel besser zu machen. Und insofern ist es, glaube ich, so ein Ding, wenn die Spiele dann rauskommen, das ist natürlich immer so ein bisschen die Gefahr bei Kickstarter, aber da sehen wir natürlich zu, dass es bei uns kein Problem ist. Wenn die Spiele rauskommen, ist es halt letzten Endes für alle Beteiligten irgendwie eine gute Sache und dementsprechend machen wir es gerne wieder. Okay. Aber das habt ihr jetzt nicht bei jedem Spiel gemacht, oder? Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Wie gesagt, jetzt zum vierten Mal oder jetzt bei Iron Harvest, das wäre jetzt das vierte Mal. Und wir würden eigentlich gerne tatsächlich immer ein Spiel sozusagen pro Jahr, Pi mal Daumen, oder eins unserer Projekte, sagen wir mal so, immer gerne über Kickstarter laufen lassen, einfach weil wir so der Meinung sind, solange die Leute das cool finden und solange die Leute bereit sind, uns da zu unterstützen, solange machen wir das gerne. Seid ihr denn wirklich sehr nah an der Community dran? Also, dass Leute euch zum Beispiel auch mal besuchen und eventuell mal reinschnuppern können? Oder wie läuft das bei euch ab? Machen wir ab und zu auch, also jetzt so nicht unangekündigt vor der Tür stehen, da ist die Chance dann eher gering. Aber wir sehen halt bei den Kickstarter-Projekten sowieso zu, dass man dann halt irgendwie da schaut, dass es da irgendwelche Reward-Tiers gibt nach dem Motto, hey, kommt vorbei und ihr könnt euch das hier angucken. Oder es gab jetzt bei Zwerge dann halt so Geschichten, dass Leute hier Orkschreie aufnehmen konnten und dann halt eben mit im Soundtrack irgendwie vorkommen und solche Geschichten. Und was wir halt eben auch durchaus regelmäßig machen, sind halt User-Tests. Also, dass wir halt ein paar Leute aus der Community einladen, irgendwie 4, 5 Leute und sagen, hey, setzt euch da mal hin, spielt das Spiel, schreibt euch auf, was euch auffällt und danach interviewen wir die dann und es gibt eine Pizza und wir fachsimpeln darüber, was den Leuten gefallen hat und was nicht. Und das machen wir dann durchaus mehrfach. Also jetzt bei Zwerge haben wir das bestimmt, ich glaube, 4-mal oder sowas insgesamt gemacht, mit vielleicht 20 Leuten. Und werden es jetzt auch fürs Add-on wieder machen. Wenn wir halt jetzt, ich sag mal, was Spielbares haben, dann holen wir uns halt ein paar Leute her und sagen halt, hier, spiel mal und sag uns, wie du es findest. Ich habe super viele Fragen. Was heißt super viele Fragen? Es sind so einige Fragen, die reingeflattert kommen, die ich zwischendurch gerne noch mit einwerfen möchte, weil sie von der Community gekommen sind. Und die eigentlich relativ gut dazu passen. Und zwar einer derjenigen hat gefragt, wie beginnt die Entwicklung? Gibt es für bestimmte Spielmodi bestimmte Engines oder Baukäste, Unreal 4 oder Unity? Also wir machen alle unsere Spiele momentan mit Unity. Was halt einfach, also man hätte es genauso gut mit Unreal machen können, aber wir haben uns halt für Unity entschieden. Und ja, wie es anfängt, ist immer ein bisschen schwierig. Die Frage ist, ob es schon Dinge gibt, die man wiederverwenden kann oder wie viel man wiederverwenden kann aus vorherigen Projekten oder ob man komplett von vorne anfängt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Point-and-Click-Adventure machen würden, was wir ja schon ein paar Mal gemacht haben, dann fangen wir halt nicht bei Null an, sondern dann haben wir jetzt einmal so viele Elemente zusammen, dass man, sobald man die Story hat und den Ablauf hat, sich einfach jemand hinsetzen kann die Sachen zusammenscripten und dann hat man schon was Spielbares, was vielleicht hässlich ist, aber da gibt es nicht viel Vorarbeit. Wenn es jetzt wie bei Zwerge so ist, dass man zum Beispiel erstmal das Kampfsystem komplett entwickeln muss, dann ist es halt eher so, dass man Prototypen macht. Das heißt im Prinzip, das sind so kleine, losgelöste Testprogramme, wenn man so will, die sich halt mit einem bestimmten Aspekt des Spiels irgendwie beschäftigen. Und dann setzt sich halt ein Grafiker hin, ein Programmierer hin und programmiert zum Beispiel das Kampfsystem, aber dann eben nur so als, ich sag mal, farbige Kreise auf weißem Untergrund. Also das heißt, es hat ja noch nichts mit Animationen oder Effekten oder sowas zu tun, sondern da geht es erstmal rein darum, okay, wie genau verhält sich das und wie schnell soll irgendjemand sterben und was für eine Reichweite sollen irgendwelche Figuren haben und solche Geschichten. Und dann, sobald man sozusagen so einen spielbaren Prototypen hat, fängt man dann halt an, alles
den einen Prototypen oder teilweise auch mehrere Prototypen, die man gemacht hat, halt zusammenzubauen zu einem Spiel. Und ansonsten grundsätzlich ist es bei der Entwicklung halt so, dass man immer so ein bisschen unterscheiden kann zwischen, ich sag mal so wirklich, der technischen Seite, also sowas wie der Spiellogik und den Spielregeln und diesen ganzen Sachen und der Visualisierung, also sprich das Design, die Animationen, Sounds und so, das ist dann so die zwei großen Bereiche sozusagen. Und der Kniff an der Sache ist, dass quasi das Spiel schon in dieser rein technischen Version sozusagen, dass es da nach Möglichkeit schon Spaß machen soll, weil wenn das Spiel schon Spaß macht, obwohl es hässlich ist und irgendwie nur aus grauen Kästen besteht und so, dann kann man sich halt sicher sein, dass es auch noch Spaß macht, wenn es hübsch ist. Mhm. Wenn es aber noch keinen Spaß macht auf dieser technischen Seite, dann kann man halt nicht automatisch davon ausgehen, sobald wir es hübsch machen, wird schon irgendwie Spaß machen. Ja. Und dementsprechend, das sind so immer diese zwei großen Bereiche und es macht halt relativ viel Sinn, zu versuchen, vieles auf dieser technischen Ebene sozusagen zu klären und schon mal rund zu machen, weil da Sachen zu ändern und Sachen anzupassen, ist mal viel einfacher, als das später zu machen, wenn das alles schon visualisiert ist und animiert ist. Stellt euch vor, ihr wollt einen Angriff ändern. Irgendwie anstatt einen schweren Schlags soll es zwei schnelle Schläge geben. Wenn das schon animiert ist und das schon Sounds für gibt und Effekte für gibt, dann muss das alles neu machen. Solange das halt nur ein grauer Kasten ist, wo dann halt irgendwie eine 1 oder eine 2 auftaucht, dann ist es halt schnell zu ändern. Und dementsprechend, ja, man fängt halt mit Prototypen normalerweise an und fängt dann an, die Sachen schön zu machen. Hat sich denn viel verändert jetzt? Weil ihr seid ja jetzt seit 17 Jahren dabei, hast du gesagt. Hat sich viel geändert in der Zeit, was Spieleentwicklung angeht? Also ist es leichter geworden mit heutigen Engines im Vergleich zu früher? Oder steckt man heute einfach nur die Zeit, die man spart, wiederum in andere komplizierte Dinge und... Nee, es ist auf jeden Fall einfacher geworden. Also grundsätzlich ist es sowieso so, dass in der Spieleentwicklung sich so viel ändert, dass man ständig sozusagen neue Dinge lernen muss und auch bereit sein muss, irgendwie Neues zu machen und Neues auszuprobieren. Ich glaube, wer irgendwie in der Branche arbeitet und irgendwie sagt so, ja, ich weiß hier meinen Scheiß und ich habe keine Lust mehr auf was Neues, der ist fehl am Platz, damit wird man nicht alt. Es gibt aber immer neue Herausforderungen oder einfach neue Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss. Es war halt lange Zeit tatsächlich das Problem, überhaupt, keine Ahnung, eine 3D-Engine zu haben, mit der man irgendwie was vernünftig darstellen kann, weil entweder muss man auf Unreal oder sowas zurückgreifen, was halt vor ein paar Jahren noch eine halbe Million Dollar gekostet hat, die man ja auch nicht ohne einfach so rumliegen hat. Ja. Oder man musste die Sachen komplett selber entwickeln und dann hat man halt erstmal ein Jahr oder zwei reingesteckt, bis man überhaupt eine Engine hatte. Und die lief dann aber auch nur auf PC, weil sobald die dann wieder auf Xbox 360 damals mal einen halben laufen sollte oder auch auf PS3 noch schlimmer, musste die halt erstmal aufwendig angepasst werden. Das dauert dann auch wieder ein Jahr und so. Und das ist heutzutage mehr oder weniger alles weg. Man hat halt Unity oder man hat Unreal 4 und kann halt solche Sachen, ich sag mal, für relativ wenig Geld oder für fast kein Geld out of the box einfach benutzen und machen und gut ist. Das heißt, da ist sozusagen, das ist weniger schwer. Was aber heute dafür die große Herausforderung ist, ist, dass es heute sehr viel mehr Spiele gibt als damals. Heute kommen halt pro Tag sowas bei 10 Spielen auf Steam oder sowas raus. Und da ist halt eher die Herausforderung, wie kriegt man es halt hin, dass Leute davon Bescheid wissen, also dass sie das Spiel kennen und dass sie Bock drauf haben, dass sie es kaufen. Weil man läuft dann einfach Gefahr unterzugehen, weil es so viele coole Spiele gibt und ja nicht nur Spiele, es gibt auch noch einen Haufen Filme und einen Haufen Fernsehserien und von allen möglichen gibt es viel. Und das ist halt die große Herausforderung heute, wie kriegt man es halt hin, das eine Spiel, das zu den paar Dutzend Spielen gehört, die erfolgreich sind im Jahr und nicht zu den paar hundert Spielen oder paar tausend Spielen im Jahr, die halt nicht so erfolgreich laufen. 4000 im letzten Jahr, über 4000. Das waren wirklich viel, Spiel. Ja. Wir hatten uns das ja mal angesehen, ne? Ja. Ja, es ist 40% aller Spiele, die es auf Steam gibt, sind letztes Jahr rausgekommen. Ja, genau. Aber ziemlich viel Mist auch, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Und trotzdem ist, wenn es um die Aufmerksamkeit geht, weiß man ja erstmal nicht, was es misst, was es nicht misst. Ich sag mal, früher war es halt so, dass es sehr viel schwieriger war, auf Steam zu kommen. Dann war das sozusagen das Problem. Wie kriegt man es halt hin, auf Steam zu kommen? Wenn man aber drauf war, hatte man es im Prinzip geschafft, weil es gab dann immer nur eine Handvoll Spiele pro Woche und man hatte halt so viel Aufmerksamkeit allein aufgrund der Tatsache, dass man auf Steam war.
Und heute ist es halt so, du wirst halt auf Steam veröffentlicht, aber deswegen verkaufst du halt noch gar nichts, weil halt jeder Arsch auf Steam veröffentlicht wird. So, ne? Ja, musste ich halt gegen die drei Visual Novels, die an dem Tag rausgekommen sind, noch direkt behaupten. Genau. Und so weiter. Würdest du dann sagen, dass es heute nicht mehr so, wie würde ich sagen, nicht mehr so viel Charme bedeutet oder nicht mehr so viel, ist es nicht mehr so cool, auf Steam zu sein wie früher noch? Wie gesagt, also Steam an sich ist jetzt halt einfach, es ist halt keinerlei, es sagt nichts über die Qualität aus, auf Steam zu sein. Weil einfach zu viele, auch zu viel Mist auf Steam ist und es ist halt nicht mehr so, dass irgendjemand sagt, oh, das Spiel muss gut sein, weil es auf Steam ist. Und ich sag mal, da gab es schon eine Zeit, wo es eher so war, dass die Leute halt schon mal gedacht haben, okay, die sind auf Steam rausgekommen. Und das heißt, so ganz beschissen sind sie wahrscheinlich nicht, weil immerhin sind sie schon mal auf Steam. Und das ist halt heute einfach nicht mehr so. Und es ist nämlich ganz so schlimm wie im App Store und im Mobile-Bereich, wo es ja wirklich noch zehnmal so schlimm ist, was die Menge der Spiele und noch teilweise die Qualität der Spiele angeht. Aber es ist schon so, dass man nicht erwarten sollte, dass es einem viel bringt. Nur die Tatsache, auf Steam zu sein, bringt einem nicht allzu viel. Sondern man muss sozusagen noch die Leute überzeugt haben, wie auch immer, dass das ein tolles Spiel ist, was man hat und dass es das Geld wert ist und so weiter und so fort. Und dann muss man obendrein noch auf Steam sein und dann hat man eben auch eine Chance, dass es sich gut verkauft. Aber es ist halt sozusagen die Vermarktung. Früher war hauptsächlich die Entwicklung des Spiels das Problem und heute ist mehr die Vermarktung des Spiels das Problem für den Entwickler, würde ich sagen. Bringt ihr eure Spiele denn auch noch in den Laden? Ja, machen wir auch. Also wir haben jetzt die Book of Unwritten Tales zum Beispiel oder auch Raven oder jetzt Zwerge. Haben alle mindestens eine normale Edition, wobei unsere normale Edition dann häufig schon sowas wie eine Steelbox zum Beispiel ist. Also wir machen normalerweise nicht diese ganz... Wir sind der Meinung, bevor man so eine ganz beschissene Plastikbox einfach nur ohne alles mit der DVD drin, wenn das kauft, dann kann man sich das runterladen. Also das ist jetzt noch. Und dementsprechend sagen wir, okay, wenn wir eine Box machen, sehen wir zu, dass sie mindestens irgendwie schon mal die Standardbox irgendwie cool ist. Und wir haben für die meisten Spiele auch noch eine Special Edition, wo es dann zum Beispiel noch ein Artbook oder irgendwie sowas gibt. Ja. Das ist uns schon wichtig, wobei wir jetzt bei den letzten Spielen, dadurch, dass wir den Kickstarter gemacht haben, haben wir es meistens so gemacht, dass es halt für die Leute, die wirklich schöne Editionen haben wollen, mit besonderen Kram, gibt es dann eben die Kickstarter-Editionen, wo die halt besonders aufwendig sind und besonders nett gemacht sind. Und das ist dann sozusagen für die Box-Fans. Wir haben aber trotzdem auch noch normale physische Versionen in meinem Laden. Okay. Was mir dazu jetzt einfällt ist, habe ich letztens gehört, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, wenn man das jetzt in Laden rausbringt oder auf Konsolen, dann muss man sich auf jeden Fall immer eine USK abholen, ne? Also es muss ja natürlich jetzt geprüft worden sein. Würdet ihr jetzt die Spiele zum Beispiel nur auf Steam rausbringen, müsstet ihr das dann auch machen? Weißt du das? Ja, ich bin mir relativ sicher, also ehrlich gesagt, ich habe nicht drüber nachgedacht, weil es nie für uns eine Option war, aber ich gehe davon aus, dass du immer für die Territorien, wo du es verkaufen willst, halt eine gültige Altersbegrenzung auch bei Steam haben musst. Es kann sein, dass du, wenn du es über Steam machst und in Deutschland verkaufen willst, dass du nicht unbedingt eine USK-Einstufung brauchst. Es könnte sein, dass PEGI reicht, weil PEGI ja das europäische Pendant ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du es in Deutschland verkaufen dürftest ohne USK und ohne PG. Das würde Steam wahrscheinlich nicht erlauben. Okay. Weil Steam dann natürlich wieder von wem auch immer ans Bein getreten wird. Das fiel mir nur gerade ein. Könnt ihr hier Spiele verkaufen ohne Altersanspruch? Es steht gerade eine schöne Frage im Chat. Ist auf der DVD ein Steam-Downloader oder wirklich das Spiel? Nee, wirklich das Spiel. Wir haben auch da wieder, ist auch wieder so ein Kickstarter-Ding. Kickstarter-Backer mögen kein DRM. Oder alle möglichen Leute mögen kein DRM, aber bei Kickstarter-Backern ist es halt relevant, weil die sagen, hey, ich gebe dir mein Geld nur, wenn da kein DRM drauf ist. Und deswegen haben wir es halt immer so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, es gibt eine Steam-Version, aber es gibt halt auch eine DRM-freie Version, die du zum Beispiel auf der Box kaufen kannst oder die du bei Good Old Games zum Beispiel kaufen kannst. Das also bringt ihr eure Spiele auch auf Good Old Games raus? Gleichzeitig? Ja. Okay. Ja, wahrscheinlich überall, oder nicht? Da, wo es geht. Ja, nee, also genau. Good Old Games, aber auch,
bin gerade überlegen, also bei uns im eigenen Shop natürlich, es gibt auch noch ein paar andere Shops, aber von den Versionen her gibt es immer nur zwei Versionen. Also es gibt quasi die Steam-Version und es gibt die Nicht-Steam-Version. Und die Nicht-Steam-Version ist die, die halt auf der DVD in der Box ist, aber auch die, die man über unseren Shop zum Beispiel kaufen kann oder die man über Good Old Games kaufen kann und so weiter und so fort. Und das ist dann halt eben eine DRM-freie Version, die man, die dann Updater hat, aber halt nur, also kein DRM. So. Ja. Nochmal kurz zur Aufklärung, was ist DRM? Digital Rights Management, also sprich irgendein Kopierschutz im Prinzip. Ah, okay, alles klar. Gut. So, ich als Consolero freue mich ja immer, wenn die Sachen ja auch auf PlayStation erscheinen und The Book ist, 2 ist für PlayStation erschienen. Ne? Jetzt die Zwerge habe ich als Disc-Version mir geholt. Mhm. Werdet ihr das weiterhin anpeilen, dass die Sachen auch auf der Konsole erscheinen, weil ich glaube, die Konsolenimportierung, jetzt mit der PlayStation 4 ist es ja einfacher geworden. Ja. Bei PlayStation 3 war das ja damals eine Katastrophe. Ja. Ja, das war es wirklich. Also der Code muss da sehr, sehr kompliziert und schwierig gewesen sein. Werdet ihr das weiterhin, also peilt ihr das an, weiterhin auch für Konsolen auf den Markt zu bringen? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich das anguckt, ist auch so eine Sache, die sich halt geändert hat in den letzten Jahren. Aber ich sag jetzt mal, vor 10 Jahren oder sowas war so ein typischer deutscher Entwickler, hat halt PC-Spiele gemacht. Es gab nur sehr wenige, die für Konsolen released haben. Und teilweise auch noch, wobei das vor 10 Jahren auch schon weniger wurde, aber teilweise auch noch mit einem sehr deutschen Hut auf und halt irgendwie, ich sag mal, dann ein Spiel, was vielleicht nur Leute in Deutschland wirklich interessiert hat. Und das sind wirklich Sachen, die kann man sich heute eigentlich nicht mehr erlauben. Man muss halt von Anfang an sagen, okay, ein Spiel, das wir machen, das wird wahrscheinlich in unserem Fall zumindest 3/4, aber kann auch 80% oder mehr sein, im nicht deutschsprachigen Raum gekauft und gespielt. Also dementsprechend können wir halt nicht hingehen und irgendwie, keine Ahnung, deutsche Inside-Gags oder irgendwie sowas in die Spiele bauen. Und das andere ist, auch unsere Spiele, obwohl wir halt relativ PC-lastige Spiele eigentlich machen, werden halt auch mittlerweile deutlich mehr auf Konsolen verkauft als auf PC. Heißt halt nicht, dass wir zukünftig nur noch für Konsolen entwickeln oder halt irgendwie, keine Ahnung, Konsolensteuerung in unsere Spiele einbauen, aber heißt halt schon, dass wir uns immer im Hinterkopf darüber Gedanken machen müssen, okay, wie kriegen wir halt das hin, dass das Spiel nicht nur einen deutschen PC-Spieler Spaß macht, sondern eben auch einen Xbox-Spieler in Argentinien und einen PS4-Spieler in Japan. Mhm. Auf wie viel Plattformen ist The Dwarves jetzt erschienen, also die Zwerge? Die Zwerge ist jetzt auf 5 Plattformen erschienen, also PC, Mac, Linux, PS4 und Xbox One. Wir haben vorher Pokémon und Tales 2 haben wir für 10 Plattformen gemacht, also dann noch PS3, Xbox 360, Wii U, iOS und Android mit dazu. Wir gucken uns natürlich jetzt auch die Switch an, was damit ist. Bei Bau 2, weil wir es jetzt schon auf 10 Plattformen haben, nehmen wir jede Plattform, die noch kommt, und wenn es eine Waschmaschine ist. ich sag mal, so die drei Hauptplattformen, also PC, PS4, Xbox One, ich sag mal, es ist schon sehr wahrscheinlich, dass jedes Spiel, was wir machen, mindestens für die drei rauskommen wird. Was haltet ihr von der Switch? An sich ganz cool. Wir waren im November bei Nintendo und haben uns die zeigen lassen und hatten sie halt noch in der Hand vom Prinzip her cooles Gerät, nette Sache, was halt etwas ungünstig aus Entwicklersicht ist, dass sie von der Performance her so viel schwächer ist als PS4 und Xbox One zum Beispiel, ja. Weil das ist natürlich immer das, was man am liebsten hat, dass man quasi sagt, okay, wir haben das Spiel schon und das läuft rund von der Performance her. Jetzt bringen wir es halt auch eine neue Plattform und passen vielleicht die UI ein bisschen an, also das Benutzerinterface oder die Steuerung, und dann war es das. Und das ist leider nicht der Fall. Also ich glaube, man muss realistischerweise schon sagen, dass, ich sag mal, die Switch von der Performance her dichter an High-End-Tablets ist als an aktuellen Konsolen. So, und dementsprechend, ich sag mal, wenn wir jetzt ein Spiel haben, was auch auf Tablets zum Beispiel läuft oder auch für Tablets gemacht ist oder so, dann würden wir wahrscheinlich schon
immer ernsthaft darüber nachdenken, das auch für die Switch rauszubringen. Aber sagen wir jetzt mal, ein Zwerge zum Beispiel, könnte man halt komplett vergessen, das auf die Switch zu bringen. Das wäre einfach vom Aufwand her nicht drin, weil man, wie gesagt, so viel Performance rausholen müsste, dass man da am Ende wahrscheinlich wenig Spaß mit drin hätte. Ja. Ich finde das so schön, dass ihr auf Android und iOS diese Spiele rausbringt, dass man das auf dem Tablet spielen kann. Es ist einfach großartig. Ja. Wie gesagt, es ist halt bei. Also wir hatten Battle Worlds, das ist das Rundenstrategiespiel, hatten wir auch schon für Tablets gemacht. Wir hatten jetzt halt, als wir über Book of Fundamental 2 nachgedacht haben, haben wir halt überlegt, okay, worauf wollen wir es, für was wollen wir es machen? Und es ist uns halt während der Entwicklung aufgefallen, dass wir von der Performance her halt durchaus die Chance haben, das auch auf Tablets rausbringen zu können. Und das ist jetzt. Kommt jetzt in den nächsten Wochen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau wann, aber jetzt in den nächsten Wochen wird es dann halt für iOS und Android rauskommen und funktioniert halt einfach super als Point-and-Click-Adventure. Man hat halt einen Finger, man kann pointen und man kann klicken, was will man mehr. Das wird großartige Abendunterhaltung. Jupp. Yep. Könnte man sogar mal streamen und das mal ausprobieren. Am Tablet? Ja. Das ist eigentlich kein Problem, ne? Nee. Das müssen wir mal machen. Ich probiere das mal aus. Das könnte wirklich gehen. So, und dann setzt du dich schön in deinen Stream mit dem Tablet. So, heute ist hier, ich gucke euch nicht an. Haut ab jetzt hier. Und dann spielst du auf dem Dings. Das ist doch gut. Ich hätte noch eine Frage. Wir sind ja bei der jetzigen Frage schon wieder abgedriftet. Das ist ja ein Wahnsinn. Wir gehen ja hier so weit in alle Richtungen. Und zwar hat jemand gefragt, ob ihr eventuell mal ein Online-Rollenspiel machen wollt. Prinzipiell gibt es nicht viele Genres, die wir nicht irgendwie cool fänden oder wo wir uns prinzipiell vorstellen könnten, da was zu machen. Allerdings muss man sagen, Online-Rollenspiele sind so mit das Heftigste, was man machen kann, was die Größe und den Aufwand angeht. Also wenn wir halt sagen, bei uns arbeiten vielleicht 20 Leute oder 30 Leute für 2 Jahre oder so an einem Spiel, ich sag mal, für ein Online-Rollenspiel, für sowas, keine Ahnung, World of Warcraft-mäßiges oder Star Wars-mäßiges, da arbeiten halt, ich sag mal, keine Ahnung, 400, 500 Leute für 3, 4, 5 Jahre dran und dann laufend, um das Spiel aktuell zu halten. Und das ist halt eine komplett andere Dimension. Also ich glaube, so von der Komplexität her und vom Aufwand her geht es nicht viel komplizierter als Online-RPGs. Insofern eher nicht in nächster Zeit. Und das Erfolgsversprechen ist ja auch nicht mehr so da, ne, bei so MMOs. Nee, du, das kommt dazu. Es ist halt natürlich ein sehr hohes Risiko, weil der Markt nicht super groß ist. Und ich sag mal, fast jeder, der halt Interesse daran hat, hat halt sein Spiel, was er spielt. Sei es WoW oder sei es Guild Wars oder was auch immer. Und ist nicht so wahrscheinlich, dass man da heutzutage noch einen Riesenhit landet. Genau. Aber es gibt so ein paar Genres, die halt einfach sehr aufwendig sind. Also auch sowas wie Action-Adventure, also sowas wie Uncharted zum Beispiel. Das ist halt sehr aufwendig zu machen und die Chance, dass wir da, ich sag mal, qualitativ mit Naughty Dog gleichziehen können, ist ja auch nicht so groß. Und dementsprechend ist das eher so ein Genre, ähnlich auch wie Shooter, wo wir auch irgendwie kein Battlefield aus dem Ärmel schütteln können. Wo wir eher sagen, ist zwar cool, aber sehen wir nicht unbedingt, dass wir das machen würden, sondern wir gucken eher so nach Genres, wo wir sagen, okay, die sind cool, die machen Spaß, da haben wir Bock drauf, aber vor allen Dingen sind die auch nicht so überlaufen, dass wir halt eine Chance haben, ich sag mal, das beste Spiel des Jahres oder das zweitbeste Spiel des Jahres in diesem Genre zu machen, anstatt irgendwie so den 14-besten Shooter oder den 23-besten, das 23-beste Action-Adventure. Und das ist dann halt eher so, dass so die Sachen, nach denen wir uns umgucken. Ja gut, Naughty Dog hat auch mit Jump'n'Runs angefangen, ne? Genau. Ja. Ja. Oh ja. Und wie gesagt, ist auch noch niemals unbedingt unser Ziel, jetzt zu sagen, wir wollen AAA machen, weil wie gesagt, es ist vom Aufwand her nicht ohne und ich weiß halt auch nicht, ob man jetzt unbedingt mehr Spaß daran hat, ist erstmal 3, 4 Jahre lang an so einem absoluten High-End-Spiel herumzuwerkeln oder ob man halt vielleicht mehr Spaß hat zu sagen, okay, in der Zeit machen wir irgendwie zwei komplett verschiedene Spiele von Grund auf, die halt irgendwie nicht ganz so hohen Aufwand haben, aber deswegen vielleicht einfach jeder, der daran beteiligt ist, irgendwie mehr vom Kuchen hat und halt irgendwie mehr sozusagen, weißt du, ich glaube,
Bei Naughty Dog ist es so, da bist du ein Typ, der ist dafür zuständig, die Barthaare der Charaktere zu machen. Weißt du, da gibt's, weil die sehen super aus, ist aber arschaufwendig, Barthaare zu machen. Ja. Und wenn du dann irgendwie 3 Jahre lang Barthaare gemacht hast, weiß ich nicht, ob du am Ende zufriedener bist oder ob du vielleicht nicht zufriedener gewesen wärst, wenn du irgendwie 2 komplette Level und 3 Charaktere hättest bauen können in der Zeit. Ja, aber vielleicht ist er Barbier geworden jetzt vielleicht und hat seinen eigenen Laden. Ja. Wie gesagt, ich finde es auch super. Also ich finde halt, es muss es dringend geben. Es muss dringend solche Firmen und solche Spiele geben, weil das ist halt immer cool, dass man einfach sieht, das ist so cutting edge und das ist möglich und die pushen sozusagen wirklich sich und irgendwie die ganze Spieleindustrie nach vorne. Aber ich weiß nicht, ob ich da selber Bock drauf hätte. Wie läuft das bei euch? Wer bringt da so die Ideen mit rein? Sagen wir jetzt, es kommt plötzlich, ihr müsst ein neues Spiel entwickeln und ihr braucht eine Idee. Irgendwie kommt das dann von oben oder setzt ihr euch in einem Team dann zusammen und überlegt, macht so Brainstorming oder wie läuft das ab? Kommt immer ein bisschen aufs Spiel an, aber es ist, glaube ich, viel. Ich glaube, so viele so ein bisschen diese Rahmenbedingungen, das ist, glaube ich, eher das, was von mir kommt oder vielleicht von einer Handvoll Leuten, die halt irgendwie so ein bisschen, ich sag mal auch, den Aufwand und so weiter im Blick behalten müssen. Und danach ist es dann aber ziemlich, ziemlich frei und ziemlich offen. Also sprich, wir würden halt irgendwie vorgeben, hey, pass auf, wir wollen ein Spiel XY machen in dem und dem Genre. Wir haben uns überlegt, Folgendes könnte irgendwie cool sein, go for it. So, und dann würden halt irgendwie alle anfangen, ihre Ideen in den Ring zu schmeißen und würden halt Ideen entwickeln und Vorschläge machen. Und dann machen wir halt zusammen, gehen wir die Sachen durch und überlegen halt so, okay, was könnte gut zusammen funktionieren, was schließt sich aus, was ist so aufwendig, was macht Sinn. Und letzten Endes ist es dann halt so ein wildes Hin und Her, bis man dann halt sich auf irgendwas geeinigt hat. Ich glaube, es ist grundsätzlich, macht es halt Sinn, irgendwie möglichst vielen Leuten die Chance zu geben, irgendwie Vorschläge einzubringen. Und ich glaube auch, die meisten hier bei uns sind sehr unempfindlich, was das angeht. Letzten Endes, eine gute Idee ist eine gute Idee und es ist auch völlig egal, von wem sie kommt. Und eine scheiß Idee ist eine scheiß Idee, ist auch egal, von wem sie kommt. Und ich glaube, das sehen die meisten hier so. Wurde also noch niemand aus dem Fenster rausgeschmissen wegen der Schwäche? Nee, hat noch nie jemand den Kopf abgerissen gekriegt und wir haben halt auch schon eine Menge, ich meine, das kommt auch dazu, wir haben hier eine Menge Leute, die so ein bisschen einfach fachübergreifend interessiert sind. Also wir haben irgendwie Programmierer, die halt sich für Game Design interessieren oder Grafiker, die auch programmieren können oder was auch immer. Also das heißt, wir haben halt, ich sag mal, genug Leute, die Spiele aus verschiedenen Blickwinkeln irgendwie betrachten und die dann halt irgendwie coole Ideen reinbringen. Und ich sag mal, ich komme halt am ehesten so aus der Writing-Ecke, oder Writing und Game Design, aber es ist halt eben auch nicht so, dass ich alles weiß und wenn jetzt halt irgendjemand eine coole Idee aus der Design-Ecke hat, also aus der Grafik-Ecke oder irgendeine coole Idee aus der Musik- oder Sound-Richtung, wo ich halt nicht so stark bin, dann wäre es ja bescheuert, das nicht irgendwie mit aufzunehmen oder da sich nicht irgendwie Gedanken zu machen, nur weil es halt nicht die eigene Idee ist oder sowas. Ne? Ja. Da fällt mir gerade ein, weil du sagst, du kommst quasi aus der Writing-Ecke. Was denn? Oder hast du noch irgendwas? Das ist einfach so, wir schmeißen einen Riesensack Fragen in die Richtung. Ja. Nimm sie, beantworte sie, let's go. Ja, man muss die Chance ja auch mal bei den Eiern greifen, wenn man schon jemanden hat, richtig, der aus der Ecke richtig kommt. Was mich jetzt interessiert irgendwie, weil du hast vorhin erzählt, du bist nach der Schule, seid ihr zu zweit, habt ihr quasi direkt King Art gegründet. Heißt, du hast das nicht gelernt jetzt so, sondern du bist direkt quasi, hast deinen Schulabschluss gemacht, hast nebenbei wahrscheinlich schon ein bisschen Programmieren gelernt gehabt und so und hattest deine Ideen und dann habt ihr einfach gib ihm und jetzt alles auf eine Karte oder wie lief das ab? Ja, also wir hatten schon zu Schulzeiten halt angefangen, so die ersten Spiele zu machen, aber natürlich dann nie wirklich fertig und so, wie sich das gehört. Ja. Aber ich sag mal, wir haben uns, also hier mein Geschäftspartner Marc und ich, haben uns beide von Anfang an irgendwie schon als, keine Ahnung, ich habe den ersten Computer mit 6 oder sowas bekommen und das war dann halt irgendwie, spätestens mit 10 war halt klar, dass wir irgendwie Computerspiele machen wollen und haben uns halt dafür interessiert und haben uns den Kram im Prinzip mehr oder weniger selber beigebracht. Ja. Und ich habe damals dann nach dem Zivildienst haben wir beide Praktikum gemacht, halt in so einer Multimedia-Agentur, wie sich das damals nannte.
und haben dann halt gesagt, okay, jetzt wissen wir im Prinzip alles, was wir wissen müssen. Weil damals gab es einfach keine Studiengänge für Game Design oder für irgendwas in der Art. Ich hätte halt Informatik studieren können oder Grafikdesign oder so, aber ich hätte halt nicht irgendwas wirklich mit Games machen können. Und dementsprechend habe ich halt gesagt, okay, das macht für mich keinen Sinn. Marc hat BWL studiert, weil der halt bei uns eher so für den ganzen rechtlichen und finanziellen Part zuständig ist und da macht es Sinn und da gab es dann halt eben auch das passende Studium. Aber wie gesagt, in meinem Fall wäre es halt original verschwendete Zeit gewesen, weil ich hätte halt was studieren müssen, was nur so ganz ansatzweise damit zu tun hatte, was ich eigentlich brauchte. Und es war zur damaligen Zeit auch noch durchaus üblich, weil ich sag mal, damals, wer damals Game Design gemacht hat oder Producing oder irgendwie sowas, das war halt alles Learning by Doing, weil es gab halt schlechtweg nichts, wie du es anders machen konntest. Und dementsprechend war auch jeder in dem Bereich Quereinsteiger. Heute ist das ein bisschen anders, aber damals war es halt auch jetzt nicht super ungewöhnlich. Und heute, wie läuft das ab, wenn ihr jetzt jemand Neues sucht? Sucht ihr dann eher jemanden, der ausgebildet ist oder eher auf die Erfahrung oder guckt ihr dann immer so? Also meistens ist es so, dass wir haben halt immer so 4-5 Praktikanten bei uns, die halt vom Studium aus entweder Medieninformatik studieren, zum Beispiel hier in Bremen, oder Game Design kann man in Berlin und in Düsseldorf und Frankfurt und ein paar anderen Städten studieren. Oder die halt klassisch Informatik machen oder klassisch 3D-Design oder 3D-Art oder was auch immer, oder Animation oder so. Und die bewerben sich halt hier und machen ein Praktikum bei uns und dann sagen wir letzten Endes bei denjenigen, die am fittesten sind und die halt irgendwie gut reinpassen, hey, wie sieht's aus, willst du gleich hierbleiben, beziehungsweise hey, nach dem Studium, wenn du einen Job suchst, melde dich mal. Ja. Und das ist eigentlich das, wie wir das Gros unserer Mitarbeiter bekommen. Und dann abgesehen davon ist es halt so, dass die Entwicklerbranche in Deutschland, ich sag mal, überschaubar ist. Das heißt, man kennt sich und ab und zu kriegt man halt mal mit, hey, der sucht gerade was, und, oh, den kenne ich, der ist cool. Wie sieht's aus? Willst du nicht vielleicht bei uns einsteigen? Okay. Im Chat die Frage, ich meine, das geht hier eigentlich, wir springen hier von hin und zurück. Es hat vorhin noch jemand was gefragt, das ist schon sehr lange her, es geht um Kickstarter. Wie lange es dauert, sich bei Kickstarter anzumelden, also so eine Kampagne zu starten? Ich meine, das kann man relativ... Also die Kickstarter selber sozusagen, jetzt die Anmeldung da und bis man das von denen aus machen kann, das ist jetzt nicht dramatisch, das sind, keine Ahnung, ein paar Tage oder sowas, weiß ich gar nicht. Also früher war es etwas aufwendiger, als wir angefangen haben, aber mittlerweile ist es relativ easy. Der deutlich größere Aufwand ist natürlich, dass man das Ganze drumherum machen muss. Also man muss sich halt überlegen, wie verkaufen wir den Leuten unser Spiel, was bieten wir als Rewards an, man muss einen Trailer machen oder halt ein Video machen, wo man erklärt, worum geht es überhaupt. Man muss Grafiken machen, Artworks machen, Screenshots machen und das Ganze zusammen, das kann schon aufwendiger sein. Je nachdem, ob man jetzt schon mitten in der Entwicklung ist und den ganzen Kram vielleicht eh schon hat oder ob man halt Sachen speziell für den Kickstarter macht. Bei uns war es meistens so, dass wir sowas nicht bei, ich sag mal, 2-3 Monaten im Prinzip mehr oder weniger nur auf den Kickstarter hingearbeitet haben. Das heißt, uns dann immer darauf konzentriert haben, die Sachen, die wir dafür brauchten, fertig zu machen. Und dann läuft der Kickstarter an sich halt 4-6 Wochen und danach ist dann halt Nachbearbeitung. Man muss Updates machen und man muss sich darum kümmern, dass die ganzen Rewards hergestellt werden und dass die alle rechtzeitig verschickt werden und diese ganzen Sachen. Das ist insgesamt schon nicht wenig Arbeit. Also ich würde mal so sagen, bestimmt so 8-9 Mannmonate Arbeit ist es sicherlich. Das ist aber schon eine ganz schöne Menge. Das ist eine ganze Menge und deswegen macht es eben auch keinen Sinn oder meistens keinen Sinn, so sehr kleine Kickstarter zu machen, weil sagen wir mal, wenn man $100,000 bei Kickstarter bekommt, dann hat man halt letzten Endes für die Entwicklung vielleicht irgendwas zwischen $50,000 and $60,000 übrig sozusagen. Und von diesen $50,000 to $60,000 muss dann aber eben auch noch diese zusätzliche Arbeit im Zweifelsfall finanziert werden, wenn man eben sagt, hey, wir machen einen neuen Charakter ins Spiel, den es sonst nicht gegeben hätte oder so, der ist ja auch nicht umsonst. Und dementsprechend muss man so ein bisschen aufpassen, dass am Ende auch tatsächlich noch Geld übrig bleibt, wenn es um die Finanzierung geht und nicht, dass man am Ende halt für 100.000 € einen Kickstarter gemacht hat und irgendwie dann 2.000 € übrig hat, den man noch ins Spiel stecken kann, dann hat das wenig Sinn. Das wäre eine gute Rechnung. Das stelle ich mir sehr schwierig vor, besonders am Anfang, wenn man jetzt
einfach anfängt, ne, das Ganze zu kalkulieren. Ich glaube, am Anfang musste man dann ganz schön selbst in Vorkasse gehen. Ja, das ist so. Und das Schwierige bei Kickstarter ist natürlich, man weiß immer nicht, wie gut es laufen wird. Ja. Weil du kannst oder du setzt irgendwo das Funding Goal. Und letzten Endes willst du einerseits ein hohes Funding Goal haben, weil du natürlich möglichst viel Geld verdienen willst. Und wenn das Funding Goal höher ist, dann wirst du im Normalfall mehr Geld verdienen. Andererseits willst du es halt natürlich auch nicht so hoch setzen, dass das Ganze letzten Endes nicht funktioniert. Und da gibt es halt gerade bei Anfängern oder bei Leuten, die es noch nicht häufig gemacht haben, so diese Tendenz zu sagen, ja, wir machen das sehr niedrig, damit es auch auf jeden Fall funktioniert. Und dann können wir ja über Stretch Goals und so weiter, können wir dann ja sehr viel mehr Geld einnehmen. Die Gefahr ist dann halt nur eben, dass man dann auch dieses reduzierte Ziel nur so gerade so erreicht. Und dann hat das Ganze eben wirklich sehr wenig gebracht und man hat sehr wenig Geld übrig. Und dann fängt es halt eben an, dass die Entwicklung, wenn sie dann länger dauert und dann ist das Geld weg und so weiter und so fort. Und dann kommt halt dieser ganze Mist, der halt ab und zu leider mal auch bei Kickstarter dann halt schief geht und wo Leute dann, ich sag mal, eine schlechte Erfahrung haben, weil das Spiel nicht rauskommt oder nicht das bietet, was es eigentlich hätte bieten sollen, weil Leute sich da einfach verkalkuliert haben. Wie ist das heutzutage? Ich meine, keine Zahlen, aber habt ihr euch jetzt mittlerweile so stabilisiert, dass ihr nicht am Hungertod nagt und gut über die Runden kommt? Nur durch ja, jetzt. Also wir sind ganz zufrieden. Mhm. Wir haben jetzt bei den letzten Projekten oder auch bei den aktuellen Projekten, machen wir es eigentlich immer so, dass wir versuchen uns oder dass wir versuchen, einen Teil der Entwicklungskosten selber zu übernehmen. Was halt immer den Vorteil hat, dass wenn dann ein Spiel, selbst wenn es dann mit dem Publisher rauskommt, man halt erstens den Publisher mal so ein bisschen auf Distanz halten kann, dass man halt sagen kann, hey, was ich, wir haben schon die Hälfte des Spiels bezahlt und du hast jetzt nicht, kaufst dir jetzt nicht das Recht ein, da eine allzu große Meinung zu haben. Und vor allen Dingen heißt das natürlich auch, dass wir von erfolgreichen Spielen einfach profitieren, wenn das Spiel dann gut läuft. Es ist halt nicht so, dass nur der Publisher sein Geld verdient und oder man selber dann irgendwie nochmal hier 10% oder so abkriegt, sondern es ist dann halt schon so, dass wir selber einfach davon profitieren, wenn das Spiel gut läuft. Und Berge hat jetzt gut funktioniert, ist gut gelaufen und dementsprechend haben wir jetzt halt wieder das Geld, was wir brauchen, um bei Iron Harvest oder bei anderen Spielen halt einen Teil der Finanzierung zu übernehmen. Mhm. Trägt also gleich das nächste Projekt wieder mit. Genau, richtig. Mhm. Da kommt gerade eine gute Frage sogar dazu rein bei Twitter. Hattet ihr schon mal schwierige Zeiten? Also der Anfang vielleicht oder mittendrin? Ja, also es ist immer so, dass die ersten Jahre natürlich schwierig sind. Wir haben ja in den ersten Jahren erstmal nicht wirklich Spiele gemacht, sondern erstmal alles Mögliche, irgendwie Webseiten und CD-ROMs und 3D-Animationen und also ich weiß noch nicht, das sind erstmal so die ersten Jahre, wo man alles macht. Also wo man, egal was der Job ist, solange es Geld bringt, macht man das, weil man halt keine Reserven hat und halt erstmal auch die Erfahrungen sammeln muss und seine Fehler machen muss und so weiter und so fort. Und das sind die ersten Jahre. Und ansonsten, so richtig brenzlig war es eigentlich nur einmal, weil wir, als wir Book of Unwritten Tales 1 gemacht haben, war es halt so, dass das Spiel super gut lief und ein großer Erfolg war und wir waren halt auch da an dem Projekt beteiligt und wir waren halt super happy, haben gedacht, jawohl, unser erstes wirkliches Boxspiel und das geht gleich so ab und jetzt geht's los und jetzt kommen wir groß raus und so. Und dann ist unser Publisher pleite gegangen zu dem Zeitpunkt und zwar bevor er uns bezahlt hat. Und dann war es halt so von 100 an juhu, alle super auf, oh scheiße, wir kriegen überhaupt keine Kohle mehr. Und der wollte natürlich auch den nächsten Teil mit uns machen und die Rechte, die waren dann teilweise bei dem und so. Und dann hast du auf einmal so ein scheiß Insolvenzverfahren an der Backe von denen, wo dann halt irgendein Insolvenzverwalter sagt, ja, nee, die Rechte von dem Ding gehören aber mir, könnt ihr ja zurückkaufen, wenn ihr lustig seid und so. Das war dann halt echt nervig, weil dann ist, wie gesagt, wir waren dann sozusagen davon ausgegangen, erstens haben wir jetzt eigenes Geld verdient, zweitens machen wir mit denen ein schönes neues Projekt und dann war halt auf einmal unser Geld weg und das Projekt war weg und die laufenden Kosten und die Gehaltskosten und so weiter ist natürlich trotzdem. Das war dann so, ich sag mal, so ein Ding, was uns fast das Genick gebrochen hätte. Und was dann halt eben auch einer der Gründe war, warum wir gesagt haben, wir machen jetzt mehrere Teams innerhalb des Studios
Und wir entwickeln halt im Normalfall jetzt immer drei Spiele für drei verschiedene Publisher auf drei verschiedenen, mindestens drei verschiedene Genres und so weiter und so fort, einfach nur um diese Sicherheit zu haben, wenn irgendwo was schief geht, dass das nicht gleich, das Ende sein muss. So, ne? Sehr schön. Ich habe noch eine sehr schöne Frage. Und zwar, ich bin ein Riesenfan von The Raven. Vermächtnis eines Meisterdiebes. Würde es noch eine Fortsetzung geben oder etwas Ähnliches? Schönen Dank erstmal. Ist jetzt noch nichts angekündigt, darf ich noch nichts zu sagen. Ist jetzt auch nicht, also jetzt nicht auf Raven 2 hoffen, aber wir machen gerade was, ich sag mal, ganz grob in eine ähnliche Richtung geht. Und es wird auch nochmal eine News zum Thema Raven geben demnächst, aber beides, wie gesagt, ist jetzt noch nicht offiziell, kann ich noch nichts zu sagen. Wo wir jetzt gerade von der Zukunft geredet haben, du hast ja schon das ein oder andere Mal ein Spiel erwähnt, worüber du schon reden darfst. Ich denke, wir können das auch kurz mal zeigen, wovon wir reden, denn das habt ihr ja bei euch auch auf der Homepage. Vielleicht möchtest du darüber noch ein, zwei Worte verlieren, weil ich persönlich finde es sehr interessant und würde das gerne teilen mit den Leuten, die gerade zugucken. Ja, da geht es um Iron Harvest. Das ist eins der Projekte, an dem wir jetzt aktuell sitzen. Das Ganze ist ein echter Strategiespiel. Also wer irgendwie Company of Heroes oder Dawn of War, solche Spiele gerne spielt, der wird sich dafür hoffentlich interessieren. Das Ganze ist im Prinzip, wenn man so will, ja, Company of Heroes, aber in einer alternativen Realität. Da gibt es eine Welt namens 1920 Plus von einem polnischen Concept Artist namens Jakub Rosalski, der quasi so eine coole Welt erschaffen hat, wo es so Dieselpunk Mechs gibt in so einer etwas alternativen Realität, wo halt der Erste Weltkrieg etwas anders gelaufen ist als in unserer Welt und halt andere, es etwas andere Fraktionen oder etwas andere Staaten und so weiter gibt, die halt irgendwie da mächtig und groß sind. Und es ist so ein bisschen diese Idee, dass quasi diese Dieselpunk Hightech Mechs, aber eben im Stil des Ersten Weltkriegs, treffen halt so ein bisschen auf, nicht wirklich Magie, aber ich sag mal auf irgendwelche Völker, die halt sich mit Tieren verständigen können und mit Tieren kommunizieren können. Und er hat halt haufenweise abartig coole Artworks zu dieser Welt gemacht. Und wir sind da irgendwann vor ein paar Jahren drüber gestolpert und haben halt gesagt, oh, das sieht so krass aus, das wäre so cool, wenn man da mal irgendwas für machen könnte. Und dann hat vor anderthalb Jahren oder so gab es dann ein Brettspiel dazu, Kickstarter auch, das dann sehr gut lief und irgendwie durch die Decke gegangen ist. Und wir haben gesagt, ah scheiße, jetzt fragen wir den einfach mal. Dann haben wir halt Kontakt zu Jakob aufgenommen und haben halt gesagt, hey, wir würden gerne ein Echtzeit-Strategiespiel machen. Wir haben da eine Welt gesehen. Wie sieht's aus? Hast du vielleicht Bock? Und er war da sofort hinterher. Und jetzt arbeiten wir da halt seit, guten halben Jahr oder sowas dran. Und werden jetzt wahrscheinlich im Sommer diesen Jahres einen Kickstarter dazu machen. Oh, shut up and take my money! Ja, das hoffe ich doch. Oh Gott, ich werde euch Geld geben. Ich habe mir das halt angeguckt und ich habe den ganzen Abend drauf gewartet, dass ich das endlich schreien darf. Ich werde euch Geld in den Rachen werfen. Das ist schön, das freut uns. Ich finde es wirklich sehr schön. Also die Sachen, die ich mir jetzt angeguckt habe heute schon mit diesem Steampunk und die ganze Idee dahinter. Dieselpunk, Entschuldigung. Dieselpunk. Ich sag zu allem meistens immer Steampunk. Ich bin unterbelichtet, was das angeht. Aber das ist sehr, sehr geil. Ich freue mich drauf. Ist auch echt abgefahren. Also wir haben, wie gesagt, die Artworks. Ich habe original noch nie jemanden erlebt oder habe noch nie jemanden getroffen, der die anguckt und denkt, keine Ahnung. Kann ich nichts mehr anfangen. Irgendwie, also da scheinen sich alle so einig zu sein, dass das cool ist. Und jetzt müssen wir nur noch ein cooles Spiel dazu machen. Aber ich sag mal, da ist zumindest eine gute Basis geschaffen. Ihr müsst euch ich weiß jetzt nicht, wie ihr Trailer macht, ob ihr da Aufträge vergebt, aber der Trailer von Dawn of War 3 wurde auch nur von einer anderen Firma gemacht. Und das war der beste Trailer, der, glaube ich, jemals für ein Videospiel entwickelt worden ist. Falls ihr also irgendwo sucht, guckt mal bei denen. Ja.
so ein ganz dezenter Hit. Ja. Also aber wirklich. Die Zwerge. Ich weiß nicht, ich glaube, die Dawn of War Trailer macht immer die Blur Studios aus New York. Ja, genau. Wenn die das sind, dann ist der Trailer ungefähr doppelt so teuer wie das genau. Normale Spiel von uns. Aber schön sind die da. Das ist doch mal gut, oder nicht? Also, das passt ja, klar, auch von der Kalkulation. Wenn das jemand bezahlt, bin ich sofort dabei. Aber ja, komm, man doch sonst würde ich dann das Geld doch eher ins Spiel stecken. Kickstarter, wir wollen den genau Trailer. Den Trailer. Die erste Etappe 500.000 Euro, nur der Trailer. Wir machen Kickstarter für den Kickstarter-Trailer. Ja, genau, das ist doch super. Das hört sich doch Bombe an. Ja. Wunderbar. Wollen wir eigentlich mal in die Pause gehen, dass wir vielleicht mal auf Toilette huschen können und neue Getränke holen und dann in die zweite Hälfte noch reingehen und ein, zwei Fragen von den Zuschauern beantworten? Ja, sehr gerne. Okay, dann würde ich sagen, machen wir kurz eine Pause. Meine Damen und Herren da draußen, wenn Sie Bock haben, wenn ihr da Lust habt, uns Fragen zu stellen, schreibt uns das mit Twitter unter Hashtag Plankenschnack oder im Curse bei uns geht das auch. Hallo? Ich glaube, wir sind wieder da. Die Regie hat gesagt, wir sind live. Hallo? Hallo? Hallo, Chat? Hallo? Chat? Hallo, Chat? Okay, ich glaube, wir sind wieder da. Babam. Das sieht aber auch alles wunderbar aus, muss ich sagen. Dankeschön an alle Beteiligten, die übrigens auch am Plankenschnack gearbeitet haben. Trotz dessen, dass wir heute ein, zwei kleine Komplikationen haben. Aber es ist doch, wir haben uns geupgradet, muss ich sagen. Wir haben noch so ein, zwei Fragen im Raum und ich glaube, wir können auch so allgemein mal so ein bisschen reden und vielleicht mal Jan ein bisschen fragen, was so seine Lieblingsspiele waren oder was deine Lieblingsspiele sind. Damit würde ich, glaube ich, anfangen, dass wir mal über was Lockeres reden und nicht immer nur über deine Arbeit. Was ist denn dein persönliches Lieblingsspiel? Das ist immer schwierig. Kannst auch mehrere sagen. Also du musst dich nicht auf eins... Also ich glaube, Mass Effect 2 ist weit vorne. Also insgesamt, ich mag Rollenspiele, ich mag überhaupt so Spiele mit Story-Anteil. Wobei, wie gesagt, auch sowas wie Civilization und XCOM durchaus irgendwie auch weit vorne sind, aber ich sag mal Dragon Age 1, sowas oder Warcraft 3, solche Geschichten, das ist irgendwie schon so mein Ding. Ja. Historisch, also ich meine, der Grund, warum wir angefangen haben, Computerspiele zu machen, war im Prinzip Monkey Island 2 und Day of the Tentacle und so diese ganzen Geschichten von LucasArts, also das ist dann so die Ursprünge von allem sozusagen. Ihr müsst unbedingt, wenn ihr irgendwann wieder ein Point and Click rausbringt, und das im Laden steht, müsst ihr unbedingt irgendwie so ein Rad wieder mit reinbringen als Kopierschutz. Ja, ja. Das wäre schön. Selbst wenn er nicht funktioniert, selbst wenn er nur irgendwie einen Bonus im Spiel freischaltet oder so. Ja. Das wäre richtig cool. Das stimmt. Die Hälfte der Leute mindestens oder 80% der Leute fragen sich jetzt gerade, wovon zum Teufel reden die. Oh, Mass Effect. Ich habe diese Spiele in der Tat, also ich habe weder Dragon Age 1 gespielt, noch Mass Effect 2. Oh Gott. Aber ich habe sehr viele Leute in der Community, die immer sagen, kannst du das mal bitte spielen? Das ist das geilste Spiel auf dem Planeten. Habe ich schon 300 Mal gespielt und ich habe es noch nicht einmal angefasst. Ich bin da wirklich gerade so, okay, ja. Hättest du auch ein anderes nehmen können, aber ich glaube, du kommst aus einer anderen Zeit, was das angeht. Aber wo du von Rollenspiele geredet hast, hast du Witcher gespielt? 3? Ja, habe ich auch. Stimmt, Witcher kann man sowohl 2 als auch 3, ist auch weit vorne. Hast du es durchgespielt? Ich habe sowohl das Hauptspiel als auch Blood and Wine angefangen, aber beide nicht durch. Weil die aber auch echt verdammt groß sind. Also ja, das ist eine Zeitfrage und weniger, ob man will, sondern eher, ob man kann. Das ist das Ding. Ich spiele halt relativ viele Spiele an, teilweise auch so aus beruflichen Gründen, dass ich dann halt sage, okay, was ich gibt so 20, 30 Spiele pro Jahr, wo ich halt irgendwie sage, okay, die muss man sich mal angeguckt haben, einfach nur um zu sehen, was die gemacht haben um auf dem Laufenden zu bleiben. Aber die spiele ich dann meistens so 1 bis 3 Stunden vielleicht und dann habe ich so einen ersten Eindruck und dann war es das. Und da gibt es immer nur so eine Handvoll Spiele, die ich dann wirklich so gut finde, dass ich sie durchspiele. Also Uncharted 4 zum Beispiel war eins, was ich jetzt durchgespielt habe oder
oder XCOM 2 und so, dann sind es ab und zu sind es Spiele, wo ich sage, okay, da hast du so viel Bock drauf, die spielst du durch. Ein ganzer Haufen Spiele sind aber halt eher so, okay, nur ein paar Stunden mal zum Angucken. Und Witcher ist halt so ein Ding, da habe ich dann, keine Ahnung, 30 oder 40 Stunden reingesteckt, was halt echt viel für meine Verhältnisse ist, also aus Zeitgründen. Aber es ist trotzdem noch bei Weitem nicht durch und das ist dann ein Problem. Es geht nach 20 Stunden erst richtig los. Wollte ich gerade sagen. Ja. Nee, eigentlich nach 50 oder so. Ja? Ja, ja. Beim Roten Baron, da geht's richtig los. Red Baron. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das war der erste, schönste und allerlängste Dialog, den ich je hatte. Der ging 30 Minuten. 30 Minuten habe ich mich mit dem Typen am Stück unterhalten. Aber nur, weil ich vorher noch nie mit ihm geredet hatte. Aber ich saß die ganze Zeit da, okay, ja. Wollen wir uns noch 3 Stunden? Okay, ja. Das war echt gut, muss ich sagen. Deswegen bin ich auch so begeistert von die Zwerge, um einfach noch kurz mal ein bisschen zu schleimen, weil die Gespräche dort einfach, die sind so unfassbar gut und du sitzt halt da, okay, erzähl mir mehr, du kannst den ganzen Tag reden, ich will nicht spielen, erzähl, und dann rennst du immer, erzähl weiter, okay, nächster Punkt, erzähl weiter, los, deswegen, ich persönlich bin ja ein richtiger Tonfan, also von der Synchronisierung, von der Musik her und das Ambiente, und da passt halt so. Also für mich persönlich ist halt die Zwerge ein sehr hoher Standard, was das angeht. Also ich habe das letztes Jahr, haben wir das ja gezockt, bei mir im Stream, und ich glaube, das war 90% positiv, würde ich mal sagen. Das war echt gut, ja. Kann ich weitergeben, danke. Bitte. Ja. Wir hatten noch eine Frage bei Twitter, und zwar hat jemand gefragt, da ging es um Cross-Plattform. Warum können wir in 2017 immer noch nicht Cross-Plattform spielen? Hast du vielleicht so ein bisschen so einen Einblick dazu? Das Ganze ist weniger ein technisches Problem als einfach eine Tatsache, dass weder Sony noch Microsoft das wirklich wollen. Oder Microsoft jetzt mit Play Anywhere, ja, aber wieder nur unter ihren eigenen Bedingungen, sagen wir jetzt mal so. Technisch gesehen ist es tatsächlich, wäre es kein Problem, Xbox gegen PS4 spielen zu lassen oder PS4 gegen PC oder so. Ist aber halt eben was die Konsolen oder die Plattformhalter nicht wollen im Prinzip. Man muss sich das mal so vorstellen, wenn man für die PlayStation oder für die Xbox One was veröffentlicht, man ist halt auf verschiedene Art und Weise sozusagen von Sony und von Microsoft abhängig letztlich. Man muss halt einerseits, muss das Spiel durch eine sogenannte Submission bei denen gehen, das heißt, das ist ein Test oder eine Prüfung auf deren Seite, wo die halt einen großen Katalog von 300 bis 500, je nachdem, ob es Multiplayer ist oder nicht, Punkten sozusagen durchgehen und halt checken, ob die erfüllt sind oder nicht. Und da sind halt ganz abgefahrene Geschichten bei. Also was passiert, wenn ich gerade meinen Spielstand auf einen Stick speichern will und jemand zieht den Stick raus oder da ist ein Stromausfall und was weiß ich. Also so allen möglichen abwegigen Kram. Aber halt, aus deren Sicht macht das ja völlig Sinn, weil die sagen halt, wir wollen, dass die Spiele eine gewisse Qualität haben oder halt irgendwie gewisse Voraussetzungen erfüllen, bevor die bei uns auf die Plattform kommen. Und da gibt es dann halt eben alle möglichen Regeln, was du darfst und was du nicht darfst und wofür du sorgen musst, dass es gegeben ist. Und daraus und Teil des Ganzen ist halt eben, dass du zum Beispiel, kommt auch noch dazu, das sind ja nicht nur technische Sachen, sondern sind zum Beispiel auch so Sachen, da steht drin, bei beiden, das Spiel darf nicht später rauskommen als auf einer anderen Plattform. Also sprich, man darf halt nicht die Xbox-Version 3 Monate einfach nach der PlayStation-Version rausbringen. Mhm. Sondern man muss sie zeitgleich rausbringen. Und da gibt es eben andere Bestimmungen, die dann halt eben verhindern sozusagen, dass man PlayStation-Spieler gegen Xbox-Spieler antreten lässt. Und das ist halt, kann man doof finden. Dann sind aber eben nicht die Entwickler sozusagen die richtigen Ansprechpartner, sondern da muss man Sony und Microsoft anhauen. Und Die haben natürlich immer relativ wenig Interesse daran, das zu ändern, weil letzten Endes sagt Sony ja, hey, wieso, wenn ihr gegen andere Sony-Spieler spielen wollt oder gegen andere PlayStation-Spieler spielen wollt, kommt zu uns. Bei uns ist es ganz toll und ihr könnt auch mal 5 € monatlich bezahlen, damit ihr dann gegeneinander spielen könnt. Ja gut, bei Rocket League hat es geklappt, ne? Zumindest halb.
Es gibt ein ganz paar Ausnahmen, bei Gwent glaube ich auch, da gab es auch, meine ich, sogar PC gegen Konsole. Mhm. Aber es sind, wie gesagt, ich weiß nicht genau, was da dann im Hintergrund abläuft, dass das sozusagen mal die Ausnahmen gibt. Aber es sind halt eindeutig Ausnahmen. Also es ist nicht so, dass es, dass man es einfach machen könnte und die würden mir ins Schultern zucken und sagen, ja, ist okay, sondern man muss dann, ich sag mal, eine Ausnahmeregelung irgendwie mit den treffen. Es hat noch jemand gefragt, hat man bei neuen Projekten auch Angst, dass es sich nicht finanziert und man auf seine Ausgaben sitzen bleibt? Ja klar, das ist natürlich immer einer der Hauptgründe, warum viele Publisher oder auch Entwickler mal auf Nummer sicher gehen oder vermeintlich auf Nummer sicher gehen. Wenn, Entschuldigung. Alles gut, schäf uns nicht weg, bitte. Wenn sich quasi beschwert wird, dass es ja immer dieselben Spiele wären und so weiter und so fort. Dann hat es halt genau damit zu tun, dass halt die Publisher hoffen, dass sozusagen ein neuer Teil einer beliebten Serie genauso gut funktioniert wie der Vorgänger. Und da geht es halt um Risikominimierung letzten Endes. Ist halt immer eine der großen Ängste. Findest du auch, dass, ich meine, du jetzt als Spieleentwickler, dass die Abnehmer, also die Leute, die das halt zocken, viel zu wählerisch und mäkelig geworden sind heutzutage? Ja, es hat... Sorry, ich habe irgendwie gerade... Alles gut. Mann, so, jetzt aber. Ich glaube, es hat halt damit zu tun, dass es einfach heute, wie gesagt, viel mehr Spiele gibt als früher. Man hat halt irgendwie mehr zur Auswahl. Man hat aber nicht mehr Zeit, dementsprechend wird man einfach wählerischer sozusagen, was die Spieler angeht. Und es ist natürlich auch so, dass dadurch, dass es einfach mehr Spiele gibt, auch einfach eine höhere Chance gibt, dass man oder dass das eigene Spiel mit vielen anderen Spielen verglichen wird. Weißt du, dass man einfach sagt, hey, das Kampfsystem in dem Spiel war super geil und das Character Artwork in dem Spiel war super geil und was soll ich fassen, dann wird sich so eine Art optimales Spiel gedanklich zusammengebaut und dann sagt man halt, ey, aber die Wettereffekte bei dem Spiel waren besser und die Physikeffekte bei dem Spiel und dadurch steigt, glaube ich, einfach der Anspruch oder sozusagen diese Erwartung. Ist aber auch irgendwie normal. Ich glaube auch, wenn man sich heute Fernsehserien zum Beispiel anguckt, durchschnittliche Fernsehserie heute oder ich sag mal eine Fernsehserie, wo die Leute heute sagen, das ist okay, ist aber nicht so super, die wäre vor 10 Jahren wahrscheinlich die beste Serie aller Zeiten gewesen, ja. Aber der Anspruch steigt sozusagen einfach mit der Qualität und ist, glaube ich, okay. Ja. Ich greife jetzt einfach mal eine Frage von Twitter auf, um dich einfach zu entlasten, ja? Weil die wurde an uns alle vier gerichtet und wir antworten jetzt vor dir und du kannst kurz mal zur Ruhe kommen ein bisschen. Denn es wurde gefragt, was sind unsere nächsten Projekte? Oh. Sali, und du hast heute noch gar nichts gesagt, du sitzt nur und hörst zu. Vielleicht möchtest du sagen, was in Zukunft bei dir kommt, was hast du geplant? Ich spiele Skyrim auf 100% Achievements. Oh. Oh, cool. 2017 ist ja voll. Dann. Naja, im Januar ist. Was kommt denn jetzt noch groß? Oh, Nioh! Ja. Wollte ich gerade sagen. Nioh kommt noch. Nioh ist. Das würde mich jetzt noch interessieren. Und For Honor, ja, das wird mich jetzt nicht wochenlang fesseln. Von dem her ist das so das nächste Großprojekt, was ich anstrebe. Zelda, das ist das nächste Großprojekt. Hm? Zelda für die Switch. Ja, dann müsste ich, dann erinnere ich mich daran, dass ich mir eine Wii U gekauft habe, in der Hoffnung, dass Zelda dafür erscheint. Und jetzt dann Zelda dann für eine neue Konsole erscheint und ich mal gucken muss, wie viel Abstriche ich mit der Wii U-Version. Hello Darkness, my old friend. Ich hol mir die Konsole nicht wegen dem. Also ich habe mir Nintendo 64 nur wegen Zelda gekauft. Nur wegen dem. Weil ich dieses Zelda Ocarina of Time spielen wollte. Aber ich weiß noch nicht. Vielleicht lurke ich bei Slappy mal rein und dann. Ist ja auch noch Zeit, ne? Kommt ja auch erst im März raus. Also. Ich schaue momentan, Stefan spielt gerade die Zwerge. Das ist halt, da musst du noch nicht mal zuschauen. Das reicht zuzuhören. Das ist voll super. Liegst du auf der Couch, bist mit irgendwas beschäftigt und hörst da die ganze Zeit zu und dann wieder hingucken.
Ja, aber ich versuche nicht so viel mitzubekommen. Nee, das ist momentan Skyrim. Nächstes Großprojekt. Auf 100%. Achievements, ja. Aber du hast es ja schon mal gespielt, also du weißt ja schon. Ohne Add-ons. Die Add-ons habe ich noch nie gespielt. Mal gucken. Ja, das ist ein Projekt. Ich freue mich drauf. Also das wird sicher super. Und ich habe noch ein paar kleinere Sachen, die ich noch auf 100% spielen möchte. Ja. Und Resident Evil läuft gerade noch. Machst du das auch auf 100%? Nee. Nein. Nee. Nein. Wieso, hast du Angst, oder? Nö, das ist gar nicht so. Das ist, hat gerade so, wenn wir gerade über aktuelle Sachen, ne, das ist, nimmt gerade so eine Wendung und ja, vielleicht spiele ich es nochmal durch auf dem hohen Schwierigkeitsgrad. Ich habe es auf normal jetzt gespielt und dann gibt es ja noch abgefahren verrückt oder so. Aber auf 100%, ich glaube, das müsste ich das Spiel in 4 Stunden einfach durchrennen und nö. Nö. Alles Zeug sammeln. Vielleicht. Mal gucken. Mal gucken. Ich könnte das gar nicht. Ich würde mir, glaube ich, ständig in die Hose machen. Echt? Findest du das so schlimm? Am Anfang schon. Es ist mega, ja, es ist mega atmosphärisch. Also bis zur die ersten 2 Drittel finde ich super atmosphärisch. Wirklich. Also, ja? Der Anfang, wo du in eine Tür gehst und es ist nur schwarz. Ja gut, da geht dir schon der Stift. Oh, ich habe gedacht, das lag bei der PlayStation. Habe ich gedacht, das ist bei mir so, also schwarz, denke ich mir so, toll. Nee, gleich höre ich im Chat, eine PlayStation, voll die schlechte Grafik, es war alles dunkel. Das war, also da muss ich ganz ehrlich sagen, du gehst da rein, dann geht dir der Stift und dann passen sich auch erstmal so ganz langsam die Augen an und dann, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Oh, können wir wieder rausgehen? Also ich bin 3-mal rausgegangen, bevor ich reingegangen bin. Und ich fand's, also es hat sich gelegt nach einer Weile, aber am Anfang, ja, da war schon, also ich hätte es nicht in VR gespielt, nee, danke. Nein. Absolut nicht. Ich habe es mit Pulsmesser gespielt. Weißt du, was super interessant ist? In einer Situation, die für mich auswegslos erschien und ich keine Munition mehr hatte und keine Heilung mehr hatte und einen Bosskampf, ja, und nur noch mit meinem Messer da stand, ist mein normaler Ruhepuls, der leider etwas weit oben ist, ich glaube, ich bin so im Durchschnitt bei 90 bis 100, fällt mir ein Puls auf 60, 65 runter, wenn ich mich fokussiere. Das war mal spannend zu sehen. Also du stirbst quasi fast zocken. Nein, ich bin im die anderen haben gesagt, das ist normal, Psychopathen und Soziopathen, ne, die kriegen dann so einen ruhigen Puls und genießen das. Stefan hat gesagt, das ist normal, das ist der Sniper-Modus. Wenn ein Sniper sich hinlegt und fokussiert, dann hat der auch einen ganz ruhigen Puls. Also wenn ich mich hinlege und fast einschlafe, habe ich auch einen ruhigen Puls. Da bin ich auch bei 85. Ja. Also ich bin eigentlich nie bei 70. Aber wenn ich fokussiere, 60. Ich habe es nur mit dem Messer gemacht, das war super. Slappy, was kommt bei dir so als nächstes? Moin um 9. Mit Mokka zusammen. Neun. Haben wir letzte Woche schon gemacht. Ich muss sagen, es ist sehr, sehr spaßig, mal aus diesem, was ich normalerweise mache, um erst spät loszulegen im Stream und dann halt immer für mich alleine und den Chat zu streamen. Ich meine, das machen wir auch. Aber es ist mal was anderes, eine andere Erfahrung, so erstens mal so früh morgens schon loszulegen, also wirklich um 9 Uhr hier zu sitzen, quasi gerade aus dem Bett zu fallen und sich schon hier so dran zu setzen und zu streamen und dann halt immer noch den Mokka MTS zu haben, so mit dem wir so einmal in 30 Minuten mal kurz quatschen, was wir so als nächstes machen und dann so zu sehen, wie unsere Basis in Factorio halt wächst, weil wir eben Factorio im Koop spielen momentan. Ist sehr, sehr spaßig und ich bin schon traurig, dass es bald wieder vorbei ist und aber es ist cool. Also das ist jetzt mein Projekt, aber ich plane ja meistens nicht irgendwie, also ich weiß, was ich morgen mache, aber viel weiter geht meine Planung ja meistens nicht, von daher sehr viel mehr kann ich nicht sagen. Ich warte auf jeden Fall natürlich auf die Switch und ich werde mir vielleicht im Februar auch noch die PS4 holen und vielleicht Bloodborne mal spielen oder so, aber weil das steht ja bei mir auch noch lange aus, ne? Aber an sich erstmal Factorio mit Mokka zu Ende bringen. Fehlen mir auch noch die 100%. In Factorio? Nee, in Bloodborne. Dir fehlt in Dark Souls 3 überhaupt mal
Ah, wen interessiert Dark Souls 3? Erstmal Bloodborne. In Bloodborne brauche ich nur noch die Dungeons fertig und DLC, dann hätte ich 100%. Du könntest auch Dark Souls 3 einfach mal zu Ende spielen. Bloodborne. Mein Herz gehört Bloodborne, tut mir leid. Ich spiele jetzt erst nochmal Bloodborne durch mit Stärkewaffen. Da habe ich eine Frage an Jan. Das ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Achievements. Ne? Es ist ja seit, muss ich kurz überlegen, ich glaube seit 5 Jahren oder 6 Jahren dürfen keine PlayStation 4 Spiele mehr erscheinen ohne Achievements. Xbox hat das schon immer gehabt oder fast schon immer und auf Steam sind es ja Errungenschaften. Wer legt denn fest, wie die, was wie viele Punkte gibt und was für Achievements es gibt? Macht ihr das? Jein. Also es gibt da so, sowohl von Microsoft als auch von Sony gibt es so bestimmte Regeln, die eingehalten werden müssen. Also es gibt irgendwie verschiedene Stufen von Achievements, die halt denen ein bestimmter Punktwert zugewiesen ist. Und dann hast du letzten Endes, kannst du am Ende sagen, das Spiel muss mindestens, was weiß ich, 950 Punkte haben, darf maximal 1000, was weiß ich, 100 Punkte haben oder irgendwie sowas. Und du kannst dann selber so ein bisschen zuweisen, okay, wie viele Achievements von dieser Art möchte ich haben, wie viel von jener Art möchte ich haben, weil es auch da dann wieder Einschränkungen gibt. Bestimmt, es muss mindestens so und so viele Achievements von der Art geben, aber nicht mehr als so und so viel. Also es gibt so ein paar Sachen, so ein paar Grenzen, in denen man sich bewegen kann. Letzten Endes ist es dann aber halt eben so, dass man da jetzt, ich sag mal, keine seltsamen Experimente machen kann, sondern letzten Endes ist mehr oder weniger fest, ist mehr oder weniger vorgegeben, wie viele Achievements es am Ende ungefähr sein werden und halt auch ungefähr, wie die Verteilung ist von Gold zu was weiß ich was. Und welche Achievements das denn sind, ist im Prinzip uns überlassen. Außer, dass es auch da wieder so ein paar Einschränkungen gibt, was man machen darf und was man nicht machen darf. Jetzt ist mir gerade wieder eingefallen, warum wir zum Beispiel das Achievement nicht machen durften, mit dem die Credits bis zum Ende angucken. Es gab da nämlich irgendeine Policy bei Sony, meine ich, dass man keine Achievements für etwas bekommen darf, was keine Interaktionen erfordert. Das heißt, man hätte jetzt in dem Fall einfach die Credits geben können, hätte sagen können, zeig mir die Credits und hätte das einfach laufen lassen können, ohne selber vor dem Spiel sitzen zu müssen. Und da hat Sony gesagt, das ist nicht erlaubt. Der Spieler muss halt irgendwas tun, was sozusagen Skill erfordert oder zumindest seine Anwesenheit erfordert, sagen wir mal so. Und jetzt einfach nur die Credits bis zum Ende durchlaufen lassen, ist nicht in Ordnung. Und insofern gibt es da dann halt so bestimmte Dinge, die man einhalten muss. Das finde ich total spannend. Das mit der Punktzahl, das weiß ich. Ne? Bei PlayStation sind es, glaube ich, 1125. Bei Xbox sind es 1000 Punkte, die man eben. Aber den Einfall, so zum Beispiel die verschiedenen Schwierigkeitsstufen, aber dann, es gibt jetzt zigtausend Sachen. Das finde ich cool. Habt ihr dann ein eigenes Team oder setzt ihr dann euch alle zusammen hin, so am Ende vom Spiel und sagen, so jetzt machen wir noch Achievements hier? Ja, im Prinzip. Also meistens sagen wir halt, okay, wir machen für alle Plattformen inklusive Steam dieselben Achievements. Dann ist halt nur die Frage, wie ordnen wir die sozusagen in die verschiedenen Kategorien ein, bei den verschiedenen Plattformen. Und letztlich gucken wir halt, dass wir so eine Mischung haben aus, ich sag mal, Progress Achievements, wo man also einfach Achievements bekommt dafür, dass man Kapitel geschafft hat oder das Spiel durchgespielt hat oder was auch immer. Und halt, ich sag mal, Achievements, die eher auf Skill basiert sind, dass man also irgendwie sagt, oder Skill oder Statistiken, sage ich jetzt mal, basiert sind, dass man also sagt, okay, für 1000 getötete Orks kriegst du was oder für, ne, was auch immer. Und meistens, wie gesagt, dadurch, dass man einige Achievements eher immer hat für das hast du durchgespielt, das hast du geschafft, das hast du erreicht und dass du ein paar Statistik-Dinger immer hast, ist es meistens am Ende so, dass es eh nur so eine Handvoll kreative Nummern gibt, wo man halt irgendwie sagt, okay, da kann man sich jetzt wirklich noch was ausdenken und das meiste ist halt eher so dieser Standardkram bei uns. Hattest du noch was dazu? Nein, also für mich so als Achievement Hunter, ich mag das sehr, weil ich mich halt um einiges mehr mit dem Spiel auseinandersetze, als es nur einmal durchzuspielen. Und da ist das schon mal spannend. Danke. Das wollte ich nur sagen. So. Ich habe noch eine sehr interessante Frage, die kommt, glaube ich, fast
immer auf bei Gästen aus der Region. Was haltet ihr persönlich von Keyshops? Von Keyshops? Ja. Dem grauen Markt. Dem grauen Markt sozusagen, ja. Ja. Also sagen wir so, aus Entwicklersicht ist halt eins der großen Probleme, die wir halt haben, oder ich habe vorhin ja schon drüber erzählt, dass es sozusagen das eine Problem ist, diese Aufmerksamkeit zu kriegen für das eigene Spiel. Und das zweite Problem ist dann, wenn man die Aufmerksamkeit erstmal hat, wie viele Leute, die einem die Aufmerksamkeit schenken, kaufen das Spiel und dann letztlich natürlich auch zu welchem Preis kaufen sie es. Weil das ist ein zweites großes Problem heutzutage, das ist aber völlig Schuld der Entwickler und der Publisher, dass halt viele Spieler abwarten, bis Spiele im Sale sind oder halt bis sie sozusagen irgendwo sehr günstig zu bekommen sind. Und ich sage, das ist die Schuld der Entwickler und Publisher, weil wir das den Spielern beigebracht haben. Wir haben halt letzten Endes dadurch, dass Spiele so schnell im Preis gesenkt wurden, oder dadurch, dass sie so schnell in Sales kommen und so weiter, haben wir den Spielern ja letztlich beigebracht, hey, warte einfach ein paar Wochen, dann kannst du das Spiel zum halben Preis kaufen. Und das ist halt ein Problem für uns, weil letztlich natürlich wir von dem Geld, was ein Spieler bei Steam bezahlt, ist aber vielleicht die Hälfte oder sowas bei uns ankommt. Und ich sage jetzt mal, wenn ein Spieler 5 Euro bezahlt, dann sind es halt nur 2,50 Euro, die bei uns ankommen. Und wenn ein Spieler 50 Euro bezahlt, dann sind es halt 25. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und bei Keysellern ist das Problem halt, dass da im Zweifelsfall noch weniger prozentual bei uns ankommt und der Preis noch niedriger ist. Also sprich, wenn man für 5 Euro ein Spiel beim Keyseller bekauft, dann kommt vielleicht unterm Strich 1 Euro oder sowas oder je nachdem, manchmal auch gar nichts, bei uns an. Und dann ist es natürlich immer noch besser, als sich das Spiel raubzukopieren. Kommt gar nichts bei uns an, aber so aus Entwicklersicht ist es natürlich schon ein Problem, wenn man, ich sag mal, für ein Spiel, wo man viel Geld reingesteckt hat, dann, ich sag mal, nur 1 Euro für eine Kopie bekommt, weil dafür kannst du es dann letzten Endes nicht machen. Und insofern, ich meine, wir können das nachvollziehen, wenn jemand das Geld nicht hat, finden wir es besser, wenn er 1 Euro bezahlt, als wenn er es raubkopiert. Wenn sich jemand leisten kann, würden wir natürlich aus Sicht eines kleinen Entwicklers nochmal sagen, vielleicht lieber das große Spiel von dem multinationalen Konzern als Key irgendwo kaufen, der dann irgendwie vielleicht ein paar Millionen Euro weniger an seine Aktionäre ausschüttet, anstatt irgendwie die Spiele von den kleinen Entwicklern günstig zu kaufen, weil die eben wirklich darauf angewiesen sind und eben das nicht, ich sag mal, nur für den nächsten Halbjahresreport oder sowas relevant ist, sondern eben wirklich dafür relevant ist, ob sie das nächste Spiel machen können oder nicht. Ja. Und insofern, wer sich's leisten kann, bitte lieber bei Steam kaufen oder gleich bei uns im Shop kaufen direkt. Wer sich's nicht leisten kann, ja, lieber Keyseller als Raubkopien. Also ihr stuft das sogar richtig noch ab an. Bitte? Ja gut, du stufst das sogar noch ab an. Ja, also ich sag mal, weder noch für bei Keysellern ist auch die Frage, wo kommen die Keys her? Ja. Ich sag mal, im schlimmsten Fall sind das halt irgendwelche illegalen Kisten, wo halt mit irgendwelchen geklauten Kreditkarten, was weiß ich was, die Dinger gekauft wurden. Und dann bekommen wir halt stumpf gar nichts. Dann ist es halt genauso schlimm, als wenn es raubkopiert worden wäre. Ja. Im besten Fall wurde das halt von den Keysellern innerhalb irgendeines Sales oder was weiß ich was gekauft. Und dann kriegt man zumindest das, was man halt während des Sales bekommen hätte. Oder hat es halt, während es im Sale verkauft wurde, sozusagen ein bisschen Geld bekommen. Okay, dann ist es besser. Nur letzten Endes ist es einfach eine Mathematik. Man kann halt einfach gucken, okay, wie oft wird das Spiel verkauft und zu welchem durchschnittlichen Preis. Und ich sage jetzt mal, wenn der durchschnittliche Preis 1 Euro ist oder 2 Euro ist, dann muss man halt 10-mal so viel verkaufen, als wenn der durchschnittliche Preis 10 Euro oder 20 Euro ist. Und für uns ist es das natürlich einfach super relevant, weil ich sag mal, ob es ein Zwerge 2 gibt oder nicht, hängt einfach stumpf davon ab, ob sich Zwerge 1 gelohnt hat oder nicht. Und ob man sich das halt leisten kann, einen zweiten Teil zu machen. Und das gilt halt für jedes Spiel, was wir machen. Und dann sage ich halt, okay, ich kann es nachvollziehen sozusagen, wer das Geld einfach nicht hat,
okay, nur ich sag mal, wer das Geld hat, sollte sich dann vielleicht schon überlegen, wen er damit unterstützen möchte. Und vielleicht ist es dann halt besser aufgehoben bei kleineren Entwicklern, die halt wirklich darauf angewiesen sind, als bei irgendwelchen Konzernen, die vielleicht nicht ganz so darauf angewiesen sind. Ja. Frage an Jan. Was ist aus der Entwicklersicht besser? Spiele mit langer Spielzeit oder aufwendigem Drumherum. Ach so, aufwendige Drumherum, genau, Entschuldigung. Also kurze Spielzeit, aber dafür aufwendig inszeniert oder lieber längere Spielzeit, glaube ich, soll das bedeuten. Das ist aus Entwicklersicht wahrscheinlich relativ, oder kommt drauf an. Also aus Entwicklersicht ist es ja im Prinzip so, wie viel Entwicklungszeit muss man reinstecken. Und jetzt kann man sozusagen natürlich, ich sag mal, dieselbe Entwicklungszeit in ein Spiel stecken, was 100 Stunden ist oder in ein stecken, was eine Stunde lang ist. Wenn das Spiel, was eine Stunde lang ist, halt 100 Mal so aufwendig ist, wie das, was 100 Stunden dauert. Ja. Das ist vom Prinzip her den Entwicklern erstmal relativ egal. Ich glaube, aus Vermarktungssicht ist eine gewisse Länge oder eine gewisse Größe immer noch wichtig. Ich glaube, dass wenn ein Spiel jetzt irgendwie nur so 3-4 Stunden lang ist und dann halt irgendwie 40 Euro kostet, dann sagen viele schon, nö, danke. Ja. Sehr nachvollziehbar und dementsprechend macht man das eher nicht. Gleichzeitig denke ich auch, oder zumindest wenn ich mich hier so bei uns in der Firma umhöre, da gibt es jetzt halt einfach viele Leute, die merken, sie haben weniger Zeit zum Spielen und die sagen, mir ist eigentlich, ich sag mal, ein gutes 10 Stunden, 15 Stunden, 20 Stunden Spiel lieber als ein Spiel, was irgendwie 40, 50, 60 Stunden lang ist und dann halt einen Haufen einfach nur so Füllquest oder irgendwie so Zeitschinder-Aufgaben drin hat. Ja. Und das kann ich halt auch wieder sehr gut nachvollziehen. Also ich glaube, hängt auch ein bisschen vom Genre ab. Ich sag mal, Rollenspiele sind normalerweise größer als andere Spiele, aber ich sag mal so, der Sweet Spot für mich liegt halt irgendwo was bei 15 bis 25 Stunden, so diese Größenordnung vielleicht. Es steht noch eine interessante Frage im Chat, weil ich würde das gerne ein bisschen weiter ausführen. Und zwar, wie seht ihr momentan die Situation mit diesen ganzen Alphas, Betas? Also man wird ja förmlich bombardiert damit. Ja. Wäre es nicht sinnvoller zu sagen, okay, hey, wir bringen einen Trailer raus. Wir haben Personen, die das testen vorher, also Qualitätsmanagement sozusagen. Und wir bringen es dann raus. Anstatt die Betas und Alphas und was es nicht alles gibt. Wie ist denn da bei euch jetzt momentan das Verhältnis? Also habt ihr dazu ein Gefühl momentan? Ich glaube, das hängt stark davon ab, was man damit meint. Also ich glaube grundsätzlich, also wenn wir jetzt mal von so, was weiß ich, Battlefield Beta ausgehen oder jetzt vorne oder was weiß ich was, das hat halt mit eigentlichen Betas nicht so schrecklich viel zu tun. Das ist eher eine Marketingkiste. Da geht es halt auch da wieder darum, Aufmerksamkeit zu schaffen und letzten Endes möglichst viele Leute zum Spiel zu bringen. Und wenn es kostenlos ist, dann geben vielleicht ein paar Leute dem Spiel eine Chance, die das sonst nicht getan hätten und so. Und letztlich hat das halt nicht wirklich was damit zu tun, dass da jetzt Fehler gefunden werden sollen. Stimmt nicht 100%, weil was Balancing angeht, ist das halt schon auch relevant, dass sie sich Statistiken reinholen und halt einfach sehen, jetzt bei For Honor zum Beispiel, welche Charaktere sind irgendwie overpowered, solche Geschichten. Aber vom Prinzip her, das ist halt nichts, was sie wirklich bräuchten, um das Spiel fertig zu machen. Server-Test ist noch was anderes, so ein bisschen Belastungstest und so ist auch nicht uninteressant, aber all das ist kein absolutes Must-Have, um irgendwie das Spiel fertig zu kriegen oder irgendwie sowas, sondern das ist eher eine Marketingkiste. Sieht man auch schon daran, dass es viel zu spät ist, um irgendwas Sinnvolles zu ändern. Weil ich sag jetzt mal, wenn Battlefield so aussieht, wie Battlefield aussieht, wenn es in die Beta kommt, dann ist das Ding mehr oder weniger fertig. Da sind die Sprachaufnahmen gemacht, da sind die Modelle und was weiß ich was, alles fertig. Da wird ja jetzt nicht irgendwie auf einmal angefangen und da werden nochmal, keine Ahnung, neue Charakterklassen eingebaut oder irgendwie sowas, sondern das ist alles fertig und ist zu spät, um auch noch wirklich was zu ändern. Und wie gesagt, das ist eine Marketingkiste und kann man gut finden oder nicht, ist glaube ich, ja, jedem selbst überlassen.
Das andere ist halt so das, was wir halt machen im Rahmen der Kickstarter häufig oder was auch andere gemacht haben, ist halt, dass man versucht, sozusagen Frühspieler ins Spiel zu holen und denen quasi eine sehr unfertige Version des Spiels zu zeigen, um dann halt eben wirklich Feedback zu kriegen und zu überlegen, okay, wie kann man es besser machen, wie kann man es anders machen, wie kann man die ganzen Sachen ja so drehen, dass sie möglichst vielen Leuten Spaß machen. Und das ist dann sozusagen tatsächlich eher die Idee einer Alpha oder einer Beta, eben wirklich sich Feedback einzuholen, aber so früh, dass man immer noch Zeit hat, die Sachen zu ändern. Und das Problem dabei ist natürlich, dass diese, ich nenne sie jetzt mal echten Alphas oder echten Betas, halt im Vergleich zu dem, was sonst so an Betas verkauft wird, halt echt scheiße aussehen und sich auch echt scheiße spielen, weil die Dinge halt eben wirklich sehr früh in der Entwicklung sind und halt eben kein eigentlich fertiges Spiel darstellen. Und das ist dann natürlich dann was, was man einfach den Leuten klar machen muss und was man kommunizieren muss und eben sagen muss, okay, das kann man nicht einfach so veröffentlichen und davon ausgehen, die Leute verstehen es richtig, sondern die erwarten dann eine Battlefield-Beta und dann auf einmal denken die sich, hey, wieso spricht hier eigentlich niemand und wieso sehen die Sachen so komisch aus und wieso sind da die Animationen noch kaputt? Was für ein Scheißspiel. Und dann ja, hast du natürlich ein Problem. Wie gesagt, also wir machen das gerne. Wir machen gerne Alpha- und Beta-Versionen früh mit unserer Community, allerdings dann eben wirklich nur ausgesucht mit Leuten, von denen wir wissen, dass sie es kapiert haben, sozusagen, was das ist und wie sie es nehmen müssen. Und diese Marketingkisten haben wir jetzt bisher eigentlich nicht gemacht. Keine Ahnung, wenn wir jetzt einen großen Multiplayer-Shooter machen würden, würden wir es vielleicht auch machen, keine Ahnung. Was haltet ihr von Early Access? Würde das irgendwann bei euch in Frage kommen? Wir haben das mal bei Book of Unwritten Tales 2 gemacht, weil das Spiel eh so kapitelmäßig aufgebaut war. Also es gab 5 Kapitel und wir haben dann letzten Endes gesagt, okay, wir veröffentlichen die Kapitel einzeln über Early Access. Mhm. Aber ja, ich meine, es gibt ein paar Spiele, da hat es gut funktioniert und dann macht es irgendwie auch Sinn, weil es dann wirklich häufig Verbesserungen gibt und häufig neue Versionen gibt und man merkt auch, da ist was, da passiert was da scheint es eine gute Sache zu sein, aber es gibt natürlich auch eine Menge Sachen, die einfach, ich sag mal, veröffentlicht wurden in einem Zustand, wo es noch keinerlei Spiele gab und wo dann halt irgendwie die Sachen irgendwo im Limbo hängen bleiben, weil letzten Endes sich halt herausstellt, oh, es finden doch nicht so viele Leute interessant, wie wir dachten und so weiter und so fort. Und dann ist es dann wieder problematisch. Ich meine, es ist ähnlich wie Kickstarter. Das ist letzten Endes, es gibt gute Beispiele, es gibt schlechte Beispiele. Ich glaube nicht, die Sache an sich ist gut oder schlecht, sondern es gibt dann halt eben Entwickler oder Projekte, wo es halt Sinn macht und gut funktioniert, am anderen einfach nicht. Ja. Wie ist da also eure Meinung, Slabby und Sali? Seid ihr da auch so ein bisschen übersättigt? Ich glaube, Sali, du hast eher weniger Kontakt, obwohl ihr habt beide eher weniger Kontakt dazu, oder? Wozu? Naja, Demos ja. Early Access habe ich jetzt als 98% Consolero gar keine Berührungspunkte. Also ich gucke mir das vom Weiten an und sehe das, aber habe ich keine Berührungspunkte. Also es kann gut und es kann schlecht sein, ne? Ich habe das Gefühl, dass die For Honor Beta jetzt dem Spiel nicht so gut getan hat. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht. Aber für mich, ich dachte eigentlich, das Spiel wäre schon längst draußen. Habe jetzt gestern erst gelesen, das war ja eigentlich nur die Beta und es kommt erst im Februar jetzt in der Vollversion. Wenn dann noch viel mehr dazukommt, okay, dann kann es vielleicht noch was werden, aber wenn das jetzt schon im Prinzip das Spiel war, was sie jetzt als Beta nur kurz rausgebracht haben und dann ist das auch, dann was im Februar rauskommt, weiß ich nicht. Aber das wäre meine Meinung dann eher schon zu For Honor und die kann nicht gut sein, weil ich eh nicht auf Multiplayer, auf Karten, Maps einnehmen, Punkte und so stehe, von daher kann ich da nicht viel zu sagen. Da durften wir auf der Konsole auch Alpha und Beta spielen. Das stimmt, ja. Ja. Und das ist auch tatsächlich ein guter Punkt. Das ist durchaus umstritten, wie viel oder wie hoch die Gefahr sozusagen ist, dass Leute einfach nach der Beta genug haben, nach dem Motto, ich habe es gesehen, war okay, aber mehr brauche ich nicht. Oder vielleicht sogar eben sagen, oh Gott sei Dank, habe ich mir die Beta angeguckt, ich dachte, das wird mir voll gefallen, aber tut's gar nicht. Das ist halt auch dasselbe wie mit Demos. Da gibt es Untersuchungen zu, die halt letzten Endes sagen, dass bestimmte Demos einfach sozusagen Spielen geschadet haben, weil sozusagen die Leute, nicht weil das Spiel schlecht war oder die Demo schlecht war, sondern einfach weil
sozusagen die Demo viele Leute dazu gebracht hat, zu sagen, ah, okay, aber ich glaube, ich kaufe es mir doch nicht. Ja. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was man als Entwickler oder Publisher damit erreichen will. es gibt wieder andere Beispiele, wie Nioh zum Beispiel, wo halt die Demo irgendwie viele Leute überhaupt erst dazu gebracht haben, sich mit dem Spiel zu beschäftigen. Dann ist es wieder in Ordnung, aber es gibt genauso gut Gegenbeispiele. Ich hatte das zum Beispiel letztes Jahr, wie gesagt, weil ich eh viele Spiele nur kurz anspiele, dass ich mir nicht Battlefield, also Battlefront, das Star Wars Ding, was letztes Jahr, vorletztes Jahr, weiß ich nicht, mir halt nicht mehr gekauft habe, weil sozusagen ich die Demo gespielt habe, ich habe es gesehen, ich habe gesagt, okay, grafisch ist cool, Gameplay, wie erwartet, nicht mein Ding. Gut, reicht, fertig. Und dann kaufst du das Ding halt nicht mehr und dann sagst du halt, okay, gut, dass es die Demo gab. Und insofern, es ist halt schon ja, schwierig aus Entwicklersicht sozusagen, genau den richtigen Ton zu treffen, die richtige Menge und Länge und so weiter und so fort, auch den Zeitpunkt zu treffen. Ja, das ist schwierig. Also die Alpha habe ich gespielt und ich war total, oh, ja, was für eine tolle Idee. Und es hat auch mega Spaß gemacht. Aber mit der Beta bin ich jetzt gerade so satt. Ja, ich auch. Schon ich bin vollkommen satt. Das ist, und ich hätte das niemals erwartet, weil ich war gehypt. Ich meine, das ist, was für eine tolle Idee. Und ja, die Beta irgendwie so, okay, jetzt, ja. Ja, ich bin auch vollkommen satt und ich glaube auch, dass am Ende nicht viel mehr Content dazukommt. Das glaube ich nicht. Mal sehen, wie der Singleplayer wird, keine Ahnung. Den haben sie ja nicht rausgehauen, aber diese Betas oder was auch immer, wie wir das Marketingstrategie oder wie auch immer wir das nennen wollen, ich finde es grauenvoll, weil, also ganz ehrlich, es gibt jetzt, ich könnte euch mindestens 3 Spiele nennen, die ich gezockt habe und danach gar keinen Bock mehr hatte, weil ich übersättigt war. Weil du hast ja schon genug Content. Also nimm mir mal Division. Du hast Division war eine Woche, glaube ich, Beta oder so. Und danach hast du halt, alles gemacht. Und dann gehst du in das Spiel selber rein, nachdem du schon, sagen wir mal, 30 Stunden gekloppt hast und dann so, warte mal, das habe ich doch alles schon gemacht. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Und dann war es nachher gegessen und ich glaube bei, ja, ich weiß nicht. Warte mal, ich habe eine Gemeinsamkeit. Es ist von Ubisoft. Ja, ich wollte es gerade sagen. Oh. Vielleicht hat Ubisoft nur komische Betas. Battlefield, glaube ich, hatte nicht so viel frei, ne? Battlefield hatte eine Map? Mhm. Ja, Battlefield hat nur eine Map frei gehabt. Vielleicht ist das ein Ubisoft-Problem, fällt mir gerade ein. Wie gesagt, das ist halt auch echt schwierig, ne? Ich meine jetzt bei Overwatch zum Beispiel, da hat es, glaube ich, wieder ganz gut funktioniert. Die haben es irgendwie clever gemacht. Es ist halt schon, ja, es ist tricky. Du willst halt einerseits sozusagen möglichst viele Leute für das Spiel begeistern und dann hilft es natürlich, dass sie es kostenlos ausprobieren können. Andererseits willst du den Leuten nicht so viel geben, dass sie sagen, ja, reicht. So, ne? Sondern eigentlich willst du genau dann aufhören, wenn jeder sagt, ah, oh. Weil so wie du es vorhin beschrieben hast, wenn sie jetzt nach der For Honor Alpha sozusagen aufgehört hätten oder wenn die Alpha die Beta gewesen wäre und jetzt dann in 6 Wochen das Spiel rauskommt, dann wäre es halt 100%ig richtig gewesen für dich. Jetzt war es da einfach zu viel des Guten. Ja. Habt ihr, Jan, eigentlich Demos von euren Spielen? Im Normalfall nicht. Also es gibt von Battleworlds, glaube ich, eine Demo. Da gibt es zumindest auf Mobile so eine Free-Version, die halt das, was ich, erste Level oder sowas hat. Aber haben wir im Normalfall sonst nicht. Eigentlich. Wobei, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass viele unserer Spieler eher so Story-getrieben sind und so. Und dann ist es irgendwie auch mal so ein bisschen komisch, dann. Obwohl, nee, kann man auch, klar, man kann natürlich sagen, hier eine halbe Stunde und gut ist. Naja, gut, aber sagen wir mal, du schmeißt die Leute jetzt mitten in The Book of Unwritten Tales rein. Nee, genau, also wenn, könnte es eigentlich nur der Anfang so richtig sein. Ja, halt genau. Eher, ja, du müsstest den Anfang im Prinzip machen. Ne? Du müsstest dann halt sagen, okay, wenn du weiterspielen willst, dann bezahl jetzt, ne? Nee, haben wir aber bisher eigentlich nicht. Also, oder eher selten. Habt ihr da was? Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, du hast mittlerweile auf Steam und so weiter, hast du Rückgaberecht nach den ersten 2 Stunden und so. Im Prinzip kann man sich halt auch sagen, im Zweifelsfall kannst du von jedem Spiel deine eigene Demo machen. Du kannst es halt für 1,5 Stunden spielen und dann halt sagen, nö, interessiert mich nicht und gibst es wieder zurück. Ne? Und so. Ja. Es ist, ja, das System ist gut. Aber ich weiß nicht, wie sie das mit den Spieleentwicklern zusammengekriegt haben.
Das finde ich sehr, sehr kurios. Ja, ich wurde mal ein paar Mal nachgefragt, war das irgendwie für euch schlecht oder nicht, also ich war's. Und ich habe dann hier irgendwie so rumgefragt und alle so, keine Ahnung. Weil irgendwie ist das tatsächlich so ein Ding, was jetzt so rein in den Zahlen, von den Zahlen her betrachtet, an uns ziemlich vorbeigegangen ist. Also das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie auf einmal sehen nach dem Motto, oh, hier die Hälfte der Spiele, die verkauft wurden, gehen irgendwie wieder zurück oder irgendwie sowas. Sondern vom Prinzip her scheint das, ich weiß nicht, ob es nicht viel genutzt wird oder ob es jetzt bei unseren Spielen nicht viel genutzt wird. Aber grundsätzlich ist es jetzt nicht so, dass wir da jetzt eine riesen Veränderung gesehen haben. Und man darf auch nicht vergessen, das ist ja auch, ich meine, Steam verkauft das so als Service und was weiß ich was. Aber es ist ja eh so ein Ding, was in vielen Bereichen einfach nur gesetzliche Vorschriften sozusagen umsetzt. Ja. Ich sag mal, im Laden darfst du das Ding sowieso zurückgeben oder wenn es nicht geöffnet ist oder bla, aber ich sag mal so, aus Kulanz haben alle möglichen Läden das sowieso immer zurückgenommen und ich weiß gar nicht, wie das digital ist, ob die eh verpflichtet sind, das zurückzunehmen oder so, ich weiß es nicht. Und ich sag mal, auch da war es ja nicht so, dass jetzt irgendwie von 100 Boxen, die wir verkauft haben, dann auf einmal irgendwie 40 zurückgekommen sind oder so, sondern dann ist dann mal einer dabei oder zwei dabei, wo die Leute irgendwie sagen, oh, ich habe das falsche Spiel gekauft oder läuft nicht auf meinem Rechner oder was weiß ich was. Und ja, okay. Also das ist für uns irgendwie kein großes Ding. So. Die 2 Stunden sind ja auch nicht der einzige Punkt. Ne? Es geht ja auch um die 2 Wochen nach Kauf. Also wenn die verflogen sind, dann musst du trotzdem einen Grund einreichen. Ja, genau. Das vergessen viele. So, viele erzählen immer nur die 2 Stunden und als würde Steam halt jedes Spiel zurücknehmen, was du halt nur für 60 Minuten gespielt hast. Aber wenn der Kauf halt schon länger als 2 Wochen zurückliegt, dann ist das genauso gegessen. Also es ist im Prinzip wie das, wie hieß das, Teleabsatzgesetz oder wie in Deutschland, dass du halt alles, was du im Internet und über Telefon kaufst oder über Fernsehen, keine Ahnung, innerhalb von 2 Wochen zurückschicken kannst. Mhm. Darum geht's. Ich habe noch eine interessante Frage. Habt ihr als Spieler, als PC-Spieler bessere Vorteile wie Konsole, zum Beispiel Mitgliedschaftsgebühren für Online-Spiele, Xbox Gold? Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ob das jetzt an euch King Arts gerichtet ist, weil ich sehe jetzt nicht das Online-Spielen als Vorteil, wenn ich dafür bezahlen muss. Also die Frage lautet, habt ihr als PC-Spieler bessere Vorteile wie Konsole, zum Beispiel die Mitgliedschaftsgebühr für Online, das Online-Spiel? Ja, dass die wegfällt, meint er wahrscheinlich. Das frage ich mich die ganze Zeit, weil ich sehe das nicht als Vorteil. Also der Merkel, falls du noch irgendwie zu finden bist, es wäre sehr nett, wenn du das erklärst, weil wirklich das Kaufen dieser Online-Geschichte ist kein Vorteil in meinen Augen. Nee, ich glaube, er meint aber, dass der PC-Spieler den Vorteil hat, weil er eben keine 50 Euro für Xbox Live Gold bezahlen muss. Oh, das ist ein Vorteil vom PC, ist ja. Achso. Aber es sind 50 Euro im Jahr. Also, als Info dazu, ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, von dem Geld, was Sony oder Microsoft einnimmt, haben übrigens nur Sony und Microsoft was. Also nicht so, dass da jetzt noch, keine Ahnung, wenn man immer nur Call of Duty spielt oder so, dass jetzt noch irgendwie Activision was davon hätte, sondern das geht tatsächlich zu 100% an Microsoft und an Sony, selbst wenn Activision die Server stellt. Achso. Echt? Hm? Wow. Okay. Das ist wieder, Activision hat natürlich dann wieder die Season Passes und ne, so der Kram, das geht dann natürlich wieder an Activision. Aber, die Goldmitgliedschaft zum Beispiel, das ist halt so ein reines Sony-Ding. Dafür das. Aber das ist ja schon frech, oder? Das kann man so sehen. Nee, nee, Gold ist Xbox. Goldmitgliedschaft hat die Xbox und Sony hat Plus. Yes, Plus. Ja gut, Plus und Gold. Und Plus Switch, und Gold, ja, genau. Nintendo jetzt demnächst auch ihre eigene. Ja gut, aber jetzt mal unter uns, wenn nur die das einstecken, aber Activision die Server bezahlt, wir bezahlen ja theoretisch für die Server. Naja, also, aber du bezahlst dafür, dass du jedes Spiel online spielen kannst. Es geht ja jetzt nicht speziell um Activision und. Nein, und natürlich sagt Sony auch oder Microsoft sagen ja auch, ja, ihr könnt ja, ist ja nicht nur das, ihr kriegt ja auch noch die freien Spiele, ihr kriegt die ganze Infrastruktur, die ihr ja nutzen könntet. Und wenn ihr sie nicht benutzen wollt, dann ist das ja nicht unser Problem.
und so. Und ihr könnt ja auch noch hier, was sehe ich, Voice-Chat machen und ne, so diese ganze Kram. Und aber wie gesagt, vom Prinzip her ist es jetzt nicht so, dass du zu Microsoft oder Sony gehen kannst und sagen kannst, hey, wir nutzen eure Sachen nicht im Multiplayer. Wie sieht's aus? Kriegen wir was von ab? Sondern die sagen dann halt, wieso, ihr könntet ja, wenn ihr wolltet. Und ja. Ach so, die Frage war darauf, ob wir viele davon haben, von diesen Zugängen. So verstehe ich das jetzt. Ja, ich habe eine Plus-Mitgliedschaft. Klar, ja, ich auch. Ich habe alle Mitgliedschaften. Nee, ich spiele zu wenig Xbox dafür. Nö. Früher konnte man bei der Xbox 360 konnte man ganz viel Sachen im Link spielen. Also wenn du zwei 360-Konsolen im Haus hattest, dann hast du einfach untereinander, konntest du trotzdem, ne? Coop zum Beispiel, oh, warte mal, darf ich das nennen? Wenn was? Das, Was denn? Spiele, die in Deutschland indiziert sind oder sowas, darf ich, ne? Sitzt doch in der Schweiz. Ach ja, stimmt, ja, aber ne, man weiß ja nie. Hier, wie heißt es mit Markus und dem ganzen War? Gears of War zum Beispiel. Konntest du super gemütlich so zusammen im Zimmer spielen. Und das haben sie bei der One, haben sie das mega abgespeckt. Also mega, es gibt nur noch eine Handvoll Spiele, die du so, ansonsten bist du gezwungen, diese Goldmitgliedschaft zu holen. Und ich habe einfach zu wenig Spiele für Gold, also für Xbox One. Dann kann ich auch auf dem PC spielen, bevor ich auf der Ecke. Als, ja, aber PlayStation, klar. Außerdem reicht eine Mitgliedschaft für alle Accounts auf der Konsole. Von dem her. Entwickelt man Spiele lieber zielgerichtet für den Markt, größere Erfolg in Klammern, oder lieber das, worauf man Bock hat? Im Optimalfall eine Mischung aus beiden. Ich glaube, wenn man wirklich nur rein aufs Geld guckt, dann macht man halt irgendwelche komischen, keine Ahnung, Mobile, Free-to-Play, irgendwas Games, die vielleicht am meisten Geld bringen oder zumindest sozusagen vom Verhältnis Aufwand zum potenziellen Gewinn sozusagen vielleicht am meisten Sinn machen. Wenn man nur Sachen macht, auf die man voll Bock hat, dann macht man vielleicht irgendwelche super obskuren, Hardcore, irgendwas, Nische-Genre-Dinger. Und beides ist, glaube ich, irgendwie langfristig nicht allzu gut. Ich glaube, das Beste ist immer, dass man sich ein bisschen umguckt und sagt halt, okay, wo gibt es vielleicht eine Zielgruppe, die irgendwie länger nicht bedient wurde und die vielleicht groß genug ist, damit sich das Ganze lohnen kann. Und was obendrein in einem Genre ist oder eine Art von Spiel ist, die wir halt cool finden oder die man selber gerne spielen würde, die man selber gerne machen würde. Ich glaube, das ist immer die beste Kombination, weil irgendwie auch Spieleentwickler, die sind fast, oder nicht fast, sondern jeder Spieleentwickler ist auch irgendwie Gamer und hat halt irgendwie seine eigenen Lieblingsgames. Und da gibt es halt so ziemlich für jedes Spiel, wo wir sagen, hey, okay, das wollen wir jetzt machen. Da gibt es halt ein paar Leute in der Firma, die sagen, yes, endlich. Das wollte ich schon seit Ewigkeit mal machen und das sind dann eben auch häufig die dann sozusagen das Spiel am meisten mit nach vorne bringen, weil die halt, ich sag mal, so viele Ideen im Kopf haben und so lange darauf warten, das mal machen zu können. Und das tut dann halt irgendwie auch dem Spiel gut und dann hofft man halt, dass es noch genug andere Leute gibt, die auch darauf warten. So, ne? Wie ist denn so das Klima hinter der Kamera bei euch? Macht ihr viel solche Abende, wo ihr euch zusammensetzt und mal so ein bisschen Couch-Gaming, habe ich gelernt, heißt das jetzt, und euch eine Pizza reinschiebt oder mal zusammen irgendwie in eine Kneipe geht oder so? Also macht ihr viel zusammen oder eher weniger? Also jetzt die ganze Firma mittlerweile nicht mehr, weil es einfach zu viele Leute geworden sind, aber es gibt jetzt halt in der Firma so verschiedene Gruppen, die halt sich regelmäßig treffen und die dann halt entweder die einen spielen einmal die Woche irgendwelche Brettspiele, die nächsten treffen sich einmal die Woche, um irgendwie zu zocken. Oder man geht halt irgendwie mal irgendwo hin oder Kino und solche Geschichten. Das machen wir bei uns schon relativ viel. Hat aber eben auch damit zu tun, dass viele Leute bei uns einfach befreundet sind und sich halt irgendwie lange kennen. Und dann ist es eben nicht so dieses, okay, man macht was mit der Firma oder man macht was mit Kollegen, sondern es ist halt eher so, okay, neuer Star Wars Film, ja cool, wir gehen alle hin, so. Und dann ist es halt eben einfach, als würde man mit Kumpels irgendwie hingehen, so. Wir haben halt hier so ein, zwei Gruppen, wir haben eine relativ starke Brettspielfraktion bei uns und die treffen sich halt regelmäßig und wir haben auch gerade wieder eine Cthulhu-Rollenspielgruppe,
die dann halt Pen-and-Paper-Rollenspiele macht und so. Und die treffen sich dann halt regelmäßig und so. Wie cool. Das Schöne. Was mir dazu einfällt, weil das sind ja jetzt die positiven Sachen in so einer Firma, aber es gibt ja auch die negativen Sachen. Habt ihr Erfahrung mit Crunch-Time bei euch gehabt? Ja, wobei für uns ist es so ein bisschen, also Crunch-Time erstmal für diejenigen, die es nicht wissen, ist quasi, dass man Danke. Über eine längere Zeit sozusagen halt an der Fertigstellung im Normalfall eines Spiels arbeitet und dann halt, ich sag mal, 60 Stunden, 70 Stunden, 80 Stunden Wochen macht und am Wochenende durch und Nächte durch und so halb in der Firma lebt und halt auf Teufel komm raus irgendwie das Spiel fertig machen muss. Und es gibt halt in der Spielebranche, auch gerade international, aber auch in Deutschland gab es so ein paar Fälle, so ein bisschen so eine Romantisierung irgendwie dieser ganzen Geschichte nach dem Motto, wir sitzen hier jetzt seit 5 Monaten irgendwie, ernähren wir uns von Pizza und haben mich tot und schlafen unterm Bürotisch. Und es wird manchmal ein bisschen so verkauft, als ob das dazugehört und als ob das sozusagen irgendwie eine Auszeichnung dafür ist, dass es ein gutes Spiel ist oder so. Ja. Und das sehen wir tatsächlich anders. Wir sehen das ein bisschen so, wenn es im Crunch-Time nötig wird, dann hat sich irgendjemand verhauen. Wurde halt irgendwo falsch geplant oder irgendwo hat jemand Scheiße gebaut oder so, weil Crunch-Time ist halt nichts, was erstrebenswert wäre oder mit dem man rechnen sollte, sondern Crunch-Time sollte immer eher so eine Art Notnagel sein, weil man es verkackt hat. Das ist eigentlich das, wie wir Crunch-Time sehen. Und weil wir mittlerweile recht gut planen können, was so unsere Spiele angeht und wie lange es dauert, was zu machen und wie aufwendig es ist, haben wir das relativ selten. Also ich sag mal, bei uns ist eine Crunch-Time und vielleicht, okay, jetzt muss man doch nochmal, keine Ahnung, den einen Tag vom Wochenende dann doch nochmal hier sein oder eine Woche lang dauert es abends ein bisschen länger und dann wird es aber in der nächsten Woche wieder abgefeiert. Da sind wir tatsächlich relativ, relativ pingelig. Wir wollen halt nicht, dass die Leute irgendwie ewig lange Überstunden anhäufen oder ewig lange hier rumhängen und wie die lebenden Toten durch die Gegend laufen. wenn das passiert, ist halt auf jeden Fall was schiefgelaufen und wir unterhalten uns sofort darüber, wie wir das beim nächsten Mal verhindern können. Aber wie gesagt, tatsächlich nicht so oft vor. Habt ihr, wo wir gerade von dieser Crunchy Time mit Knoppers geredet haben, habt ihr schon mal ein Spiel abgebrochen, währenddessen ihr das gemacht habt und dann gesagt habt, okay, weiße Fahne, Feierabend jetzt? Nee. Also wir haben das Einzige, was so grob in die Richtung kommt, das war halt, dass mal ein Spiel nicht veröffentlicht wurde oder wir angefangen hatten sozusagen das zu entwickeln und dann Publisher pleite gegangen ist und wir dann halt gesagt haben, okay, der Publisher ist weg, wir sehen gerade nicht, wie das finanziert werden soll oder da ist jetzt kein anderer da, der das halt sofort finanzieren würde, wir lassen es liegen und wir gucken mal, ob es dann irgendwann nochmal eine Chance gibt, dass es weitergeht. Das ja, aber so, ich sag mal, dass es hätte fertig werden sollen und dann nicht fertig geworden ist, weil es nicht ging oder so, oder weil wir es nicht hingekriegt haben, das gab es noch nicht. Ist aber auch schön, noch nichts einstampfen zu müssen. Ja, ist natürlich auch extrem nervig, wenn sowas passiert, weil gerade wenn das wie so eine Insolvenz vom Publisher auch wieder nicht in der eigenen sozusagen nicht an einem selber liegt, weil man selber sozusagen nicht das nicht verhindern kann oder irgendwas beeinflussen kann, sondern das ist dann so ein bisschen so, man kriegt den Anruf, ja übrigens, sonst gibt es nicht mehr, so ungefähr, das ist ja toll, dolle Wurst und man hat halt selber im Zweifelsfall schon viel Zeit und Energie halt in irgendwas gesteckt, von dem man halt dachte, okay, das wäre eine coole Sache und dann sagt man sich, okay, scheiße, das war es doch nicht. Ist halt auch was man nicht regelmäßig erleben will, ne? Aber das steht ja dann in der Theorie als Qualitätsmerkmal für euch, dass ihr immer alles durchgekriegt habt bis jetzt. Ja, also, wobei das auch insgesamt ungewöhnlich ist. Also es gibt das schon ab und zu mal, aber ich sag mal, das kommt auch nicht laufend vor, dass jetzt irgendwie sich herausstellt, erst in der Produktion, wir kriegen das aber nicht auf die Reihe. Ist eher ungewöhnlich, weil dann ist schon vorher irgendwie viel schiefgegangen oder ich sag mal, dann ist schon die Frage,
warum es überhaupt erst in die Produktion gegangen ist, das Spiel, weil im Normalfall ist es so, dass man erstmal anfängt mit einer sogenannten Pre-Production, das heißt also, man plant das Spiel genau, man überlegt, was man genau machen muss und man probiert technisch Sachen aus und man legt den Look and Feel des Spiels fest, man sagt also, so soll es aussehen und so soll es sich spielen und so. Und erst wenn der ganze Kram geklärt ist, dann sagt man halt, okay, auf Basis dessen, was wir in der Pre-Production gelernt haben, machen wir jetzt einen Plan für die Hauptproduktion und da steht dann halt drin, wie es weitergehen soll. Und Normalfall dürfte man halt nie in die Hauptproduktion kommen, wenn sozusagen irgendwie grundsätzlich technisch irgendwie Sachen noch nicht geklärt sind oder halt irgendwie, also wenn sich dann in der Hauptproduktion halt herausstellt, okay, wir kriegen es nicht auf die Reihe, dann hat man schon in der Pre-Production irgendwo geschummelt, weil das hätte sonst da schon auffallen müssen. Ich glaube, wir haben dich komplett gelöchert. Ich habe jetzt eben gerade, ich gucke schon die ganze Zeit alles durch, aber ich finde nichts mehr. Ich glaube, wir sind fragelos. Ich habe noch eine Frage. Oh, okay, wir sind doch noch nicht fragelos. Ich habe sogar mehrere, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich frage mal kurz, kennt ihr Itch.io? Habt ihr da schon Erfahrungen mitgemacht? Das ist nur so eine kleine Frage. Itch.io? Itch.io, itch.io. Nee, sag mir nichts. Okay, das ist so eine Seite, auf der man, das habe ich nämlich schon, als wir schon mal Entwickler hatten, habe ich auch schon mal gefragt, die kannten das auch nicht. Das ist eine Seite, wo so kleine Entwickler so kleine Tests, die sie selbst entwickeln, einfach draufhauen können und dann gucken, also so Demos für kostenlos und dann hinterher sogar darauf verkaufen können und mal gucken können, was die Leute so davon halten. Ah ja, schon. Aber ist auf jeden Fall, also wenn man sich für Spieleentwickler interessiert oder halt irgendwie so sich überlegt, wie kann man vielleicht in dem Bereich mal was machen, sowas in der Art ist auf jeden Fall the way to go. Also die Sachen überlegen, die Sachen dann auch wirklich durchziehen und fertig machen und dann veröffentlichen, sodass man Feedback von Leuten kriegt. Ja. Das ist halt auf jeden Fall der richtige Weg und man sollte jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass man damit Geld verdient, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die ersten Sachen, die man macht, alle ziemlich scheiße sind, ist relativ hoch. Ist aber, wie gesagt, bei jedem so gewesen. Ja. Was man halt sehr gut machen kann, sind sowas wie zum Beispiel mit Unity oder mit Unreal, dass man sich damit in der Community irgendwie breit macht und da sozusagen sich anguckt, was es da gibt. Oder vielleicht auch erstmal nur angefangen mit irgendwelchen Level-Editoren, StarCraft 2-Editor oder was auch immer, dass man sich den irgendwie vornimmt und sagt, hey, ich baue jetzt mal ein Level und dann veröffentliche ich die Level, hole mir Feedback ein oder ich baue eine Mod oder irgendwie sowas. Dann gibt es ja auch ständig irgendwelche Game Jams oder irgendwelche Wettbewerbe, wo man quasi sagt, okay, man trifft sich mit ein paar Leuten aus der Stadt, setzt sich zusammen für ein langes Wochenende und baut was zusammen und so. Und ich glaube, das ist tatsächlich the way to go, dass man einfach Sachen macht, kleine Projekte angeht, versucht, die möglichst rund zu machen, möglichst cool zu machen, die veröffentlicht, sich Feedback einholt, auf die Schnauze kriegt und dann beim nächsten Mal es etwas besser macht, etwas weniger auf die Schnauze kriegt und so weiter und so fort. Das ist uns auch tatsächlich mit am wichtigsten. Also wenn sich jemand bei uns bewirbt, uns interessiert nicht so schrecklich, wie, keine Ahnung, was er studiert hat oder erst recht nicht, wie viele Punkte er irgendwie in der 11. Klasse in Chemie hatte, sondern uns interessiert tatsächlich mehr, was hat derjenige gemacht und hat er was drauf oder hat er das nicht drauf. Und man muss uns beweisen, dass man sozusagen Interesse hat und schon Sachen gemacht hat. Und insofern, man wird Spieleentwickler, indem man Spiele entwickelt. Apropos, wie geht ihr denn mit so harter Kritik um? Also hier zum Beispiel auf Steam, wenn da jemand einen Daumen runter macht und euer Spiel total zerfetzt. Ja. Trifft euch das oder? Ist schwierig. Also ich glaube, da gehen Leute bei uns unterschiedlich mit um, auch je nachdem, wie lange sie dabei sind und auch natürlich, wie sehr die Kritik jetzt mit ihnen speziell zu tun hat oder persönlich zu tun hat. Ich glaube, es ist ein interessantes Phänomen, weil man muss einerseits ein bisschen drüber stehen. Man darf sich das nicht irgendwie alles mega zu Herzen nehmen, weil ich sag mal, für jeden, der Scheiße findet, gibt es eben auch einen, der es super findet. Oder mindestens einen, hoffentlich. Andererseits darf man eben auch nicht, ich sag mal so komplett arrogant, da drüber stehen und sagen, die haben alle keine Ahnung und sind alle doof, ich weiß es besser, sondern man muss halt irgendwie, ich sag mal, man darf es nicht persönlich nehmen, man darf sich davon nicht runterziehen lassen, gleichzeitig muss man sozusagen versuchen, als Ansporn zu nehmen oder
als Feedback zu nehmen, was man nächstes Mal besser machen kann. Und das ist halt, ich sag mal, nicht immer ganz einfach. Hängt aber auch wieder von Projekt zu Projekt ab. Bei Zwerge zum Beispiel ist halt der interessante Punkt, dass das Spiel im Vergleich zu allen anderen Spielen, die wir bisher gemacht haben, sehr uneinheitlich wahrgenommen wird. Also ich sag mal, von den Reviews her und so ist das eine ziemliche Bandbreite, die man so als Feedback kriegt. Und vor allen Dingen auch, was halt echt faszinierend ist, die Leute sind sich komplett uneinig, was sie gut finden und was sie schlecht finden. Weil im Normalfall ist es so, dass, oder war es bei uns bisher immer so, dass die Leute sich halt prinzipiell einig waren, was eher gut ist und was eher schlecht ist. Ja. Nur fanden sie dann aber unterschiedlich wichtig. Weißt du, dass dann halt Leute gesagt haben, alle sind sich mehr oder weniger einig, die Grafik ist ganz okay, aber einige Leute fanden das wichtiger als andere Leute. Ja. Und jetzt bei Zwerge ist es aber so, dass da halt alles bei ist. Es gibt halt Leute, die sagen, Story super, Kampfsystem scheiße. Es gibt Leute, die sagen, Kampfsystem super, Story scheiße. Und also wirklich jede Kombination, die man sich vorstellen kann. Ja. Und das macht es für uns natürlich dann so ein bisschen schwierig, da was von mitzunehmen fürs nächste Mal. Weil man dann so ein bisschen sagt, okay, offensichtlich gefällt es nicht allen und wir wollen es gerne besser machen, aber wir wissen noch nicht mal, wo das Problem ist, weil teilweise das, was von dem einen kritisiert wird, von dem anderen, der Grund ist, warum man es gut fand. Und das macht es halt ein bisschen schwierig. Ja. Wie aktiv seid ihr in der Influencer-Szene aktiv? Also YouTube, Twitch und andere Plattformen? Och, Slappy, können wir bitte im Plankenschnack Wort Influencer nicht in den Mund nehmen? Ja, deswegen habe ich es ja extra in den Mund genommen. Soll ich Content Creator sagen? Nee, das sind alles so Wörter, die hören sich an wie Krankheiten. Ja, hey, weil sie es ja auch sind. Influencer XY. Oh, danke, ich will eine Krankheit. Thank you. Das ist nett von dir. Die habe ich auch extra so gesagt. Wir sind da nicht wahnsinnig aktiv, jetzt in dem Sinne, dass wir halt irgendwie keine Ahnung, eine lange Liste haben von Leuten, wo wir sagen, die müssen wir jetzt irgendwie dazu bringen, was zu uns zu machen oder so. Sondern wir machen es eher andersrum, dass wenn wir halt irgendwie mitkriegen oder jetzt wie auch in diesem Fall irgendjemand sagt, hey, wir haben das gespielt, wir fanden das cool, dann freuen wir uns drüber und sagen, und wenn dann halt gefragt wird, hey, wollen wir was zusammen machen, sagen wir, ja klar, machen wir. Wir finden halt so ein bisschen bei Let's Playern, aber auch an Twitch und so weiter und so fort. Es ist halt so ein bisschen, ich glaube, so richtig gut funktioniert es halt nur, wenn die Leute auch selber Bock drauf haben und irgendwie selber vielleicht auch drauf gekommen sind oder es auch so ein bisschen dieses Entdecken hat. Weißt du, ich glaube, es ist irgendwie was ganz anderes, wenn jemand über ein Spiel gestolpert ist und probiert das aus und findet das voll cool und entdeckt das zusammen mit seiner Community und so, dann ist das eine super Sache und funktioniert erst rein. Ja. Wenn das irgendwie so ist, hey, hier hast du irgendwie ein Spiel, auf das du vielleicht nicht unbedingt Bock hast, aber du sollst dir das jetzt mal angucken und sollst halt irgendwie versuchen, deiner Community zu verkaufen, dass du es toll findest, obwohl du es nur irgendwie mittelmäßig findest, dann fängt es halt irgendwie auch wieder an, doof zu sein. So. Und dementsprechend, momentan sehen wir es noch so ein bisschen so, wie jeder, der was machen will, mit dem machen wir gerne was zusammen und jemand, der kein Belegexemplar haben will, der kriegt auch ein Belegexemplar und dann gucken wir, ob was passiert oder nicht und dann ist gut. Guckt ihr denn Let's Plays von euren eigenen Spielen auch? Oder? Ja, schon ab und zu. Wobei natürlich jetzt auch nicht alles, einfach weil es teilweise auch zu viel wird. Ab und zu gehen dann halt jemand der Firma irgendwie, wenn es ein besonders cooles Let's Play geht oder so, dann, guck mal hier, oder wenn irgendwas Witziges passiert ist in irgendeinem Video, dann wird es halt hier intern irgendwo gepostet und dann guckt man kurz das jeder mal an. Und es gibt natürlich so ein paar Sachen, die dann einfach, keine Ahnung, wenn jetzt Gronkh zum Beispiel irgendwie Bau 2 getestet hat oder irgendwie sowas, oder nicht getestet, aber gespielt hat, dann sagt man sich schon, okay, das guckt man sich mal irgendwie an, weil es dann doch schon irgendwie cool ist und man dann das irgendwie mal mitkriegen will, aber nicht alles. Aber Twitch war euch schon ein Begriff, bevor du jetzt hier bei uns gelandet bist. Ja, klar. Nee, das auf jeden Fall. wie gesagt, hier bei uns viele Leute, gerade so Grafiker und so weiter, die vielleicht dann nicht 100% ihrer mentalen Fähigkeiten immer auf das richten müssen, womit sie sich gerade beschäftigen, die haben dann auch sehr häufig nebenher einfach Twitch laufen oder irgendwelche Let's Plays laufen und gucken sich das halt nebenher an. Und ich meine, klar, wie gesagt, wir sind so ziemlich jeder hier ist auch Gamer und dementsprechend kann das überhaupt nicht an einem vorbeilaufen. Ja. Daher kommen die Bugs also, ich verstehe. Genau, richtig.
Was macht ihr eigentlich so in eurer Freizeit oder was machst du in deiner Freizeit? Das kam jetzt schon wirklich 2-3 Mal. Also abgesehen von Gaming, von Dingen, die mit Gaming zu tun haben im weiteren Sinne oder dann halt fast unweigerlich mit meinem Job, mag ich Serien, also Netflix ist ein echtes Problem für mich. genauso wie mein Steam Pile of Shame, da gibt es halt mittlerweile so viel Serien und so viel Kram, den ich da nicht noch gucken wollen würde. Ansonsten ist tatsächlich bei mir, dadurch, dass ich halt relativ viel arbeite, ich komme halt abends nach Hause und dann gucke ich noch irgendwie ein bisschen Serien, irgendwie sowas und dann höre ich noch ein Hörbuch oder so und dann war es das. Insofern, da habe ich nicht allzu viel Freizeit übrig, wenn es nichts mit Gaming zu tun hat. Naja, finde ich gut. Müssen wir uns nicht schämen. Ist auch andere Staaten machen das so wie wir. Nee, gehört auch einfach dazu, weil ich sag mal, das ist halt immer so ein bisschen, wenn ich immer kriege von Leuten, sag ich mal, wie viel arbeitest du denn oder musst du so viel arbeiten oder so, ich weiß. Das klingt immer so ein bisschen wie so ein Klischee, aber es ist tatsächlich eben auch einfach ein Hobby. Also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, am Wochenende zu Hause sitze und überlege, okay, worauf hätte sie jetzt am meisten Bock, dann ist es halt sehr häufig, ich hätte jetzt voll Bock irgendwie, keine Ahnung, die Story für das Spiel weiterzuschreiben. Oder ich hätte jetzt irgendwie voll Bock, mir, keine Ahnung, ein Level-Design für Level XY zu überlegen. Und das sind dann halt eben einfach Sachen, die Spaß machen und dementsprechend empfinde ich das halt eben auch nicht das ist meine Arbeit und da hoffe ich, dass sie möglichst schnell vorbei ist und dann ist das meine Freizeit, sondern es ist halt irgendwie so ein fließender Übergang. Und ich glaube, wenn man sowas gefunden hat, dann ist das schon was wert und das sollte man auch wertschätzen. Ja. Ich habe noch eine interessante Frage zur Community-Arbeit. Und zwar hat jemand geschrieben, wenn ich als Externer eine richtig geile Idee habe und sie am liebsten sofort in Form eines Spieles haben möchte, kein Survival-Spiel, glaube ich, hoffe ich zumindest, kann ich da irgendwie bei euch Ideen vorlegen und ihr werdet dieses Spiel in der Zukunft entwickeln? Also kann man euch Ideen vorlegen, euch was zupitchen sozusagen? Seid ihr da offen oder sagt ihr eher so, nee, wir machen das lieber alleine? Das ist immer ganz schwierig, weil es mangelt nicht an den Ideen. Das Ding ist halt, wenn man uns fragt oder auch wenn man jeden anderen Entwickler fragt, jeder von uns hat einen Stapel von coolen Ideen in der Schublade liegen, die er am liebsten morgen umsetzen würde. Das Problem ist halt, das ist ähnlich wie mit Drehbüchern. Es gibt keinen Mangel an Drehbüchern, sondern das Problem ist halt immer die Finanzierung des Ganzen und kriegt man irgendjemanden, der da dran glaubt und der dann halt letzten Endes sagt, okay, wir setzen das jetzt zusammen um und ich bin bereit, das Risiko zu tragen und so weiter und so fort. Das ist halt das Hauptproblem. Und dementsprechend, wenn jemand sagt, hey, ich habe eine Idee, ist es halt für uns mal so ein bisschen, ja, wir auch, ganz viele. Das ist halt, die Idee an sich ist leider nicht so viel wert. Ja. Das finde ich sehr schön. Danke, dass du das so schön gesagt hast. Das kam so richtig schön trocken, ja? Wir auch. Und jetzt hau ab. Weil das ist. Nee, ich meine, es ist. Wie gesagt, es ist ja überhaupt. Es kann ja auch wirklich eine coole Idee sein und so weiter und so fort. Nur die Chance oder die Wahrscheinlichkeit, dass man sozusagen zu einem Entwickler geht und sagt: Hey, ich habe eine Idee und am Ende kommt ein Spiel raus, die ist halt ungefähr so groß, als wenn man mit einer Idee für einen Film zum Filmemacher geht oder irgendwie mit einem Drehbuch zu Spielberg geht und sagt: Hey, ich habe hier eine Spielidee. Das ist halt irgendwie. Wie gesagt, das ist nicht das, woran es mangelt, sondern es mangelt halt an den paar Millionen, um die Idee nachher noch umzusetzen. Jetzt ging es ums Einsenden, was ich noch als Frage habe, so jetzt so zum Ende hin. Kriegt man bei euch auch Autogramme? Was kriegt man bei uns? Autogramme. Autogramme? Wow. Ja, die Ina hat gefragt. Ich soll von der Ina fragen. Die will ein Autogramm haben. Und ich bin mir sicher, dass der Sascha auch sein Vieh gerne unterschrieben haben wollen würde. Seid ihr irgendwie auf der Gamescom oder so? Anschreiben per Mail und dann oder per Brief, ist egal. Ja. Und dann lässt sich da bestimmt was machen. Okay. Und seid ihr auf der Gamescom dieses Jahr? Ja. Wir sind eigentlich immer da. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo wir sind, weil wir normalerweise beim Publisher mit auf dem Stand sind. Ja. Wahrscheinlich wieder bei THQ Nordic, aber weiß ich ehrlich gesagt noch nicht.
Also jeder, der ein Vieh hat zu Hause. Sein, ja. Jeder, der zu Hause ein Vieh hat, kann dann bei euch vorbeikommen und es von Papa unterschreiben. Das kann man gerne machen. Toll, ich habe kein Vieh. Ja, ich auch nicht. Können wir da vielleicht noch einen Merch-Store aufmachen und Vieh verkaufen? Wir haben ein paar Sachen, kann man, oder ich weiß, auch klar, ein paar Sachen kann man kaufen, aber ich glaube, die Viehpuppe gibt es nicht, weil wir die damals nur für den Kickstarter gemacht haben. Ja. Können wir die einfach. Heiß begehrt, vielleicht machen wir nochmal eine. Können wir die einfach in riesig groß machen, dass das ein bisschen anders ist als die andere? So, dass wir haben eine riesengroße. Wir haben eine, die ist, das ist so eine richtig, also Originalgröße quasi. Und die ist von den richtig so als Handpuppe wie Muppets sozusagen. Hm? Und damit sind wir schon 2-3 Jahre lang über die Gamescom gelaufen und haben sie alle möglichen Leute mit fotografieren lassen und so. Und die gibt es. Die steht hier bei uns auf dem Flur. Sehr schön. Ja. Also jetzt haben wir wirklich nichts mehr. Nee, du hast auch nicht bemerkt, wie ich langsam das Gespräch hin zu Twitch und Streamer Woche hingeleitet. Das wollte ich doch jetzt machen. Ich wollte jetzt die ganzen Sachen abarbeiten und dann jetzt so, weißt du, jetzt können wir Überleitung machen und jetzt machen wir einfach eine knallharte Überleitung. Na dann, leite über. Ja, fertig. Das war eine knallharte Überleitung. Völlig übergeleitet. Ja. Wir haben vorhin tatsächlich in der Vorbereitung kurz mit Jan gesprochen, ob sie denn wirklich auch YouTube und Twitch konsumieren. Und wir waren uns nämlich noch nicht sicher, ob wir heute sozusagen dieser Spezialsendung einen Streamer der Woche haben oder einen Content Creator der Woche oder einen Influencer der Woche. Das ist ja das neue Lieblingswort. Und tatsächlich, wir haben welche. Und auch Jan hat was dazu beigesteuert. Und ich denke, wir gehen da kurz hin und werden uns hier euch die vorstellen. Haben wir da eine Möglichkeit, Regie? Regie schläft wahrscheinlich schon wieder. Ist drin. Oh! Regie hat schneller geantwortet als gedacht. Bei wem sind wir denn drin gerade? Ich weiß es noch nicht. Oh, du musst sogar anfangen, Jan. Du hast ja heute noch nicht genug geredet. Ja, hervorragend. Du darfst gerne deine Content Creator der Woche vorstellen. Ja, als ich mich gefragt habe, war ich so ein bisschen fast auf dem falschen Fuß, weil das sind eigentlich fast die einzigen, die ich relativ regelmäßig auch bei Twitch mir angucke. Und zwar, sind die Easy Allies. Das sind ehemalige Game Trailers Leute. GameTrailers.com war ja mal eine der ganz großen Spiele-Webseiten und die haben irgendwie vor einem Jahr oder sowas dicht gemacht. Und dann haben quasi ein paar von denen, die halt da noch am Ende waren, haben sich halt zusammengetan und haben halt gesagt, pass auf, wir machen halt weiter Games, Reviews und spielen Games und streamen das Ganze und machen halt aber auch verschiedene Shows. Die haben dann halt so einen wöchentlichen Podcast, der sehr cool ist und halt diverse andere Shows. Und sind insgesamt 9 Leute, die halt alle richtig abgefahrene Charaktere teilweise sind. Und macht einfach Spaß, die anzugucken und sind sehr coole Jungs. Und das ist tatsächlich auch eine der wenigen Gruppen, die ich bei Patreon unterstütze und wo ich mich immer freue, wenn es was Neues gibt. Cool. Schön. Das ist schön zu hören, dass es selbst ihr das so in der Form macht. Finde ich gut. Regie, wer ist der Nächste? Wen haben wir denn da noch? Ja, dann schmeiß einen auf den Bildschirm und wir entscheiden das. Ja, aber sonst muss ich sehe es ja erst 15 Sekunden später. Sonst gibt es bestimmt Ärger. Und zwar Deathplay. Muss man mal gucken unter youtube.com/deathplay.de. Das sind ein paar Spieleentwickler aus Deutschland, die sich zusammengetan haben, um halt genau das zu machen, was wir heute jetzt hier auch so ein bisschen gemacht haben, nämlich einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Das heißt, da gibt es dann immer ein Thema und dann gibt es ein paar Leute, die sich halt darüber unterhalten. Keine Ahnung, Deck 13 ist dabei und Piranha Bytes ist dabei und Black Forest Games und Dedelic und wir und ein ganzer Haufen Leute, die dann halt sozusagen sich in unregelmäßigen Abständen mal treffen und halt irgendwas zum Thema Computerspielbranche erzählen. Wer so Bock auf Behind the Scenes hat. Die heißen Deathplay. Deathplay. Also Todspiel. Bitte? So wie Todspiel. Ja. Nee, Death wie Developer. Ah, ach, Deathplay. Okay. Deswegen finde ich sie gerade nicht. Ich gucke gerade mal, dass wir den Link. Ah, ich habe sie gefunden, ja. Ich teile mal den Link dazu.
Dann können sich die Leute das mal angucken. Ich glaube, der nächste ist meiner, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Ich habe mir Dave ausgesucht von Moondai 7. Ich habe selten einen bezaubernden Menschen kennengelernt wie Dave. Ich habe ihn auf der Dreamhack das erste Mal persönlich kennengelernt auf der Dreamhack. Er ist ein wundervoller Mensch, super nett und ein unglaublich toller Motivationstrainer. Also bei Twitter ist einfach jeden Tag die Motivationsdosis vorhanden in einer so unfassbar lustigen Form. Das ist auch derjenige, der das Hashtag Kopf hoch bei Twitter zum Leben erweckt hat. Richtig, ja. Und er spielt auch in regelmäßigen Abständen immer mal ein bisschen was bei sich auf dem Stream. Und falls ihr Bock auf Hashtag Kopf hoch habt, dann solltet ihr auf jeden Fall bei Dave vorbeigucken. Ich schenke euch nochmal den Link im Chat und dann wünsche ich euch dort viel Spaß. Er gehört übrigens zu Moondai, zu der Gang. Ich habe bei ihm auch letztens in den Stream geguckt. Sehr cooler Dude. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Alright. Kann ich auch empfehlen. Sally, möchtest du Ladies First und so? Alles klar. Regie Sally, was wir übrigens noch sagen müssen, wir haben so Bräuche, Jan, dass Gast den Plankenschlag schließt. Das heißt, du hast das letzte Wort. Wir werden gleich hier nach Tschüss sagen und du hast das letzte Wort im Schnack heute. Okay, war so schön. No? Regie? Oh, ich kann. Oh, super. Meine Streamerin der Woche ist Lisa. Ich habe sie auf der Dreamhack persönlich kennenlernen dürfen und schaue sehr, sehr gern. Sie ist immer morgens. Ich weiß nicht, ich glaube, sie ist jeden Morgen da. Morgens ist sie irgendwie immer da. Sie spielt sehr, sehr viel WoW, hat jetzt letztens auch Resident Evil gespielt und ist eine unglaublich, ein mega herzenslieber, kleiner, quirliger Mensch. Also die ist immer wach. Die ist da, die ist fit, sie ist lustig und ich bin da gerne. Sollte man mal reinschauen. Toll. Sie streamt auch auf Deutsch, ne? Ja. Warum heißt sie dann nicht Lisa Plötte? Frag sie doch einmal. Sorry. Bin ich jetzt der Nächste? Aber übrigens kann ich auch empfehlen. Aber er war gut. Er war gut. Also im Nachhinein. Ich fand ihn okay. Er hat zwar ein bisschen gedauert, aber ich fand ihn gut. Ja, hat er. Ja. Ich habe Avantgardien als Vorschlag. Gesundheit. Danke. Finde ich ziemlich cool. Den habe ich auf der Dreamhack kennengelernt, weil die Bieber Bros ein bisschen mit ihm abgehangen haben. Und der war sogar bei uns im Hotel. Vorher kannte ich den nicht. Der ist der erste, er hat den Plan dieses Jahr, der erste moldawische Streamer zu werden, der Partner wird auf Twitch. Und ich finde, das ist schon so ein Vorhaben, das man unterstützen sollte. Streamt auf Englisch. Kann ein bisschen Deutsch, nicht so viel. Wie gesagt, er war auf der Dreamhack, also ist hier in Deutschland auch ganz gut umhergekommen. Der hat in den letzten Tagen so ein bisschen Resident Evil gezockt und auch ein bisschen Elite Dangerous, was ich cool fand. Aber sein Stick ist tatsächlich, wie heißt das nochmal, Kalligrafie. Also der streamt kreativ und der lernt quasi schon seit einer längeren Zeit halt Kalligrafie und macht das halt sehr, sehr viel. Und das finde ich immer sehr entspannt bei ihm. Der hat immer sehr, sehr gute Musik, während er das eben macht. Und deswegen kann ich den nur wärmstens empfehlen, den Avantgardien. Jawohl. Und er ist witzig. Das kommt da auch noch dazu. Ruhig, aber witzig. Der hat so einen schönen trockenen Humor, den ich mag. Lebst du noch, Jan? Ich lebe noch, ja. Okay. Du siehst so aus, als wenn du gerade... Du bist in der Ruhephase jetzt, glaube ich, nach 3 Stunden Dauerreden. Wir müssen gucken, ob du lebst. Wir können das nicht das dürfen wir nicht machen. Sonst Game-Entwickler stirbt online im Stream von... Nee, das können wir nicht. Das müssen wir gucken. Das ist aber schlechte Publicity. Ganz genau. Ich wollte gerade sagen, aber was war das für eine Publicity? Das ist ganz schlecht. Aber ich habe mal gelernt, auch schlechte Publicity ist Publicity. ich werde mal anfangen und das Ganze hier zum Ende bringen. Und ich möchte mich bei dir bedanken, Jan, für
deine Anwesenheit, dass du wirklich 3 Stunden lang geredet hast und uns eigentlich Gott und die Welt erklärt hast und uns mal ein bisschen die Tore geöffnet hast hinter die Kulissen. Bitte richte deinem ganzen Team aus vielen Dank für die unzählig guten Spiele, die ihr gemacht habt. Das kommt von Herzen. Ich hoffe, ihr werdet weiterhin noch so tolle Dinger machen. Und you know, call me. Ruf mich an. Dankeschön an den Chat und macht euch einen schönen Sonntag. Haut rein und dankeschön, dass ihr da wart. Schaut bei Twitter vorbei. Ich hämmere gleich nochmal die ganzen Sachen von King Art rein. Da ist die Homepage. Ihr könnt da, glaube ich, die ganze Bude voll rammeln und Twitter und da könnt ihr euch auch noch umschauen. Und ich bin raus. Dankeschön. Ich mach mal. Oh, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Es war ein schöner Sonntag. Jan, danke schön, dass wir dich so mit Fragen löchern durften und am Ende deine Stimme getötet haben. Es tut uns, also mir hat das ein bisschen leid getan am Ende. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Und ich freue mich drauf. Ich habe ich habe einen Teil gespielt und einen Teil noch nicht gespielt. Ich freue mich auf ein paar der Spiele. Mega, mega, mega. Und ich bin sehr gespannt, was in naher Zukunft da noch alles kommt. Und du weißt ja, hier, Schweiz. Irgendwie wollen alle mit dir telefonieren. Ich weiß gar nicht, Schweiz. Warum. Ich bin hier. Es war schön. Danke, dass ihr da wart. Danke, Slabby. Danke, Dizzy. Schön was. Tschö mit Ö. Ja, von mir auch. Danke, Jan, dass du da warst. War sehr, sehr interessant. Ich bin immer sehr, sehr interessiert an sowas. Fand ich schön, dass ich mal alle meine Fragen, die ich schon seit Ewigkeiten angestaut hatte und schon den Pixelmaniacs entgegengeworfen habe, auch mal dir entgegenwerfen konnte. Ich hoffe, dass wir noch viel, viel mehr Entwickler hier einladen und ganz, ganz viele Eindrücke bekommen. Das interessiert mich immer sehr. Auf jeden Fall Dankeschön, dass du dir die Zeit auch genommen hast an diesem Sonntagabend. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja. Genau. Dann danke an euch beide, dass wieder heute so gechillt abgelaufen ist. Danke an den Chat, das für die ganzen vielen Fragen, auch auf Twitter. Danke an die Regie und an all die Leute, die an diesem neuen Format hier gearbeitet haben, an der zweiten Version dieses Plankenschnacks. Da müssen noch ein paar Kleinigkeiten angepasst werden, aber so im Groben und Ganzen hat es mir schon ziemlich gut gefallen und kann so weitergehen auf jeden Fall. Und ich bin schon gespannt, wen wir in 2 Wochen haben. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Von daher, habt einen schönen Abend und wir sehen uns in 2 Wochen. Oder morgen um 9. Wow. Ja, sage ich auch. Erstmal danke für die Einladung und ich habe es sehr gerne gemacht. Ich finde es immer super, wenn Leute, ich sag mal, interessiert sind über den Tellerrand hinaus und die halt irgendwie auch sagen, okay, mal hören, wie irgendwas wirklich gemacht wird oder funktioniert, weil ich glaube, es ist immer relativ offensichtlich, wenn man sich mal so umguckt, wie viele Leute einfach keine Ahnung haben und trotzdem irgendwie meinen, sie können ihre Meinung irgendwie verbreiten. Insofern finde ich es immer super, wenn es dann auch Leute gibt, die halt einfach sagen, nee, wir beschäftigen uns mit ein bisschen mehr als dem, was gerade irgendwie direkt vor uns ist. Und insofern, das finde ich immer sehr unterstützenswert und das macht es weiter, bleibt neugierig und fragt weiter Fragen und dann, wenn wir uns mal sehen, irgendwer von Gamescom oder was weiß ich, wo kommt, gerne auf uns zu und wenn wir Zeit haben, schnacken wir gerne ein bisschen mit euch, weil letzten Endes machen wir unsere Spiele natürlich auch für euch, die Spieler, insofern nie ein Problem, wenn ihr uns ansprecht. Ich komme auf jeden Fall vorbei. Ja, sehr gerne. Machen wir. Bis dann. Also jetzt so am Ende, Chat, kriegt ihr nochmal alle ein paar Viechers raus? Also alle Leute, die Vieh haben, können, glaube ich, Jan nochmal ein paar Viecher schenken. Moment, ich... Wir haben ein paar Viehs, Leute. Ich weiß, dass da noch Viehs im Chat sind. Ich nehme ein Hype und ein Herz. Come on, Chat, ihr könnt das. Ich weiß, dass ihr das könnt. Viehs, wo sind eure Viehs? Da sind sie doch. Da kommen sie. Schon krass. Ein Abschiedsgeschenk. Ja, sehr gut. Dankeschön, Chat.
Ich würde sagen, wir winken alle nochmal in die Kamera, weil das ist bei uns so üblich wegen dem Screenshot. Tschüss. Auf Wiedersehen.